Ja, Mann, aber das war letztes Mal schon so doof und da ist es schon fast aufgeflogen. Nein, Susi, ich will nicht schon wieder... Ja, Mann, nein, ich bin keine Spaßbremse, okay? Ich muss nur gucken, wie ich hier rauskomme, weil meine Eltern sind momentan wie Adler. Die gucken überall, wo ich hingehe. Es ist furchtbar, wirklich. Ja, okay, pass auf. Ich schaue, dass ich jetzt irgendwie vorsichtig rauskomme. Mein Vater ist schon da, aber... Okay, wir sehen uns gleich. Ich will heute eigentlich wirklich nicht Schule schwänzen. Es sind doch schon fast Sommerferien. Aber der neue Laden macht heute auf und da will ich rein. Und wenn wir da zu spät kommen, dann kommen wir nicht mehr rein. Okay. Ach, guten Morgen, Selina. Machst du schon los? Du hast noch nicht mal gefrühstückt. Guten Morgen, Mama. Ich mache jetzt schon los. Ich habe ein bisschen Stress. Ich sollte jetzt schon lange in der Schule sein und Susi hat noch meine Tasche und ich würde sie gerade noch abholen vorher und ich gehe jetzt. Ja, ciao. Okay, Schatz. Ja, komisch. Was ist denn mit ihr los? Vielleicht wegen gestern noch? Die Jugend. Ich hasse das mit dieser Lügerei. Das ist jetzt aber auch wirklich das allerletzte Mal, dass ich Mama angelogen habe. Mann. Okay. Du bist das Selinas Lehrer? Frau Zufall? Hallöchen, Frau Zufall. Hier ist der Herr Groß, der Klassenlehrer von Selina. Wie geht es Ihnen? Danke für Ihren Anruf. Mir geht es sehr gut. Was ist der Anlass für Ihren Anruf? Ja, leider kein sehr erfreulicher. Und zwar geht es darum, dass Selina heute in den letzten 2 Stunden wieder nicht da war. Ich glaube, sie irgendwie krank ist oder sowas? Moment, Selina war nicht in der Schule, aber sie ist doch in die Schule gegangen. Ja, sie war auch die ersten 4 Stunden da, wie ich mitbekommen habe. Aber die letzte Doppelstunde war sie wieder nicht da. Letztens auch schon passiert und es fehlt immer noch das ärztliche Attest. Oh, ja, dann ging es ihr wahrscheinlich nicht gut. Ich würde das auf jeden Fall nachholen und mit Selina klären. Vielen Dank. Ja, das wäre super. Vielen Dank. Danke. Wiederhören. Um Gottes Willen. Oh, Selina. Jetzt schwänzt sie schon die Schule. Oh, was ist denn mit ihr los? Und wahrscheinlich war sie deswegen die Tage so. Und Gott, wie sage ich das ihrem Vater? Hallöchen. Oh. Ich sag dir, das war vielleicht ein Tag heute, ne? Ich hatte so viel Stress. So viel Stress hatte ich die letzten Jahre nicht mehr. Ich brauche einfach jetzt nur Entspannung. Ich möchte einfach nur mit meiner Familie einen schönen Abend verbringen. Nicht mehr, ne? Also ich möchte einfach nur entspannen, weil das, was ich heute erlebt habe, das war absolut, das brauche ich nicht mehr. Du bist aber spät dran heute. Ja, ich weiß es nicht. Ich musste ein bisschen Überstunden heute machen. Wie war dein Tag so? Ja, ganz gut, aber erzähl erstmal, wie dein Tag war. Was ist denn... Nein, ich möchte gar nicht mehr über meinen Tag reden. Es war so stressig, sage ich dir. Wo ist denn Selina? Sie müsste doch schon längst zu Hause sein, oder ja, nicht? Ja, apropos Selina, es ist eigentlich ganz gut, dass du gerade da bist. Ja, was ist denn? Ich habe gerade einen Anruf bekommen von ihrem Lehrer. Okay, geht's um das Zeugnis? Sollen wir da irgendwie... Ist das wieder so ein Elterntag, dass sie da jetzt wieder... Also schön wäre es, wenn es ums Zeugnis geht. Ich weiß nicht... Was ist es denn? Sag es jetzt, los. Sag es. Ich wollte erstmal mit Selina eigentlich drüber sprechen. Du weißt, Selina ist ja momentan etwas, ne? Ja, ich höre. Und der Lehrer hat angerufen und meinte, bitte raste nicht gleich aus. Ne? Na, ich raste nicht aus, sag es mir doch einfach. Ja, Selina schwänzt die Schule. Und das hat sie letzte Woche meine schon gemacht. Selina, meine Tochter Selina schwänzt unsere die Schule. Tochter schwänzt die Schule. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das und kann ich weiß, mir nicht vorstellen. Sie war 4 Stunden in der Schule und war die letzten 2 Stunden nicht in der Schule. Ja, vielleicht ging es ihr einfach nicht so gut. Das hat sie 2-mal gemacht. Und du weißt, wenn es Selina nicht gut geht, sagt sie uns Bescheid. Ja, sie war schon zum 2. Mal. Wir reden hier über unsere Tochter Selina. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, was sie gerade... Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen auf jeden Fall mit ihr sprechen, aber ruhig. Ja, aber sowas von. Also wenn es wirklich das ist, dann gibt es sowas von. Nee, wir müssen... Ich kann dann für nichts garantieren, sage ich, ne? Wir müssen ruhig mit ihr reden, weil sonst macht sie wieder dicht und dann kommen wir gar nicht mehr an sie ran. Ey, ich habe sowieso schon so einen stressigen Tag und dann kommst du mit so einer Neuigkeit... Also... Ich bin ruhig. Du übernimmst das Gespräch, okay? Sie müsste jeden Moment nach Hause kommen. Ja, gut. Ich bin ruhig. Unfassbar. Hi Mama, hi Papa. Ich geh schon mal ins Zimmer. Ich bin so kaputt von der Schule. Es war so anstrengend, so ein langer Schultag. Selina? Ja? Selina, Schätzchen, wie war es denn heute in der Schule? Erzähl doch mal. Mich interessiert, wie dein Tag so war. Der Tag war super. Schön, dass du fragst, Papa. Aber ich bin wirklich müde und ich würde jetzt gerne einfach in mein Zimmer gehen, ja? Wir sehen uns später. Ach so, okay. Interessant. Sie lügt uns an. Warte, ich gebe ihr noch eine zweite Schule.
Ist okay, Schatz, wenn du ein bisschen müde bist, dann geh einfach in dein Zimmer, ruh dich aus, ist vollkommen in Ordnung. Wir sehen uns dann später beim Essen, ne? Ist okay, ist okay. Ich möchte dir eine zweite Chance geben, ne? Wir gehen gleich mal ins Zimmer in aller Ruhe, dann merkt sie vielleicht auch, dass es uns ziemlich ernst ist, okay? Ich hoffe. Ich bin mal der gerechte Vater heute und lass es sein, okay? Gut. Unfassbar, Selina. Oh, Susi ruft an. Ja? Was? Was, der Große hat angerufen bei dir zu Hause? Oh Gott, woher weiß der das denn? Okay, pass auf, ich leg jetzt auf, ja? Oh, woher weiß der denn, dass wir nicht da waren? Oh nein. Was hat der... Nee, warum hat der zu Hause angerufen? Dann hat er hier bestimmt auch angerufen. Oh nee. Naja, eigentlich wollte ich jetzt schlafen. Oh nee, lass mich schlafen. Ich bin ganz müde, Mama. Wird nichts, wir reden heute Abend mit dir. Nee, nee, das kommt gar nicht in Frage. Selina, wir müssen einmal mit dir reden. Wir kommen jetzt rein. Los jetzt. Nee, das kommt nicht in Frage. Selina! Ja, hi Mama, hi Papa. Ist irgendwas, dass ihr mich hier beide in meinem Zimmer besucht? Ich bin ganz schön müde. Ich hatte echt einen anstrengenden Tag. Selina. Ich glaube, wir müssen mal reden. Ja, also Selina, möchtest du uns vielleicht etwas sagen? Was, ein Geheimnis oder irgendwas, was dir vielleicht heute passiert ist? Irgendwas? Ja, ist dir vielleicht irgendwie, weiß nicht, irgendwas in der Schule was passiert? Vielleicht, weiß ich nicht, gab es da einen Feueralarm oder sowas und ihr musstet ganz plötzlich raus aus der Schule? Was war denn los, hm? Also eigentlich war heute ein normaler... Was hattet ihr denn in den letzten beiden Stunden, wenn ich fragen darf? Und was hattet ihr denn da so als Thema heute? Sport. Okay. Aber auf eurem Stundenplan steht ja eigentlich, dass ihr Mathe habt in den letzten beiden. Unser Mathelehrer ist krank. Ah. Ach so. Und dir geht's aber gesundheitlich gut, ja? Also du hast jetzt nicht irgendwie Übelkeit oder irgendwelche Probleme? Nein. Selina, wir müssen über was Ernstes reden. Dein Lehrer hat uns angerufen. Herr Groß, sagt dir das was? Ja. Ja? Ja? Kannst du uns das erklären? Los, raus mit der Sprache. Junge Dame. Vielleicht... Was wollt ihr denn wissen? Ja, warum schwänzt du die Schule, Selina? Ja, kannst du uns das mal bitte kurz erklären? Boah, na, weil es langweilig ist in der Schule, weil mich das null interessiert, was die da machen, okay? Es ist draußen viel spannender, was soll ich denn da? Ist das gerade hier dein Ernst? Du gehst zur Schule, du hast den Luxus, zur Schule zu gehen und du beschwerst dich gerade darüber? Ich weiß, dass du gerade so tust, oh, Schule ist sowas von langweilig. Glaub es mir, wenn du später irgendwann arbeitest oder so, ne, dann willst du wieder zur Schule. Also... So, war das das erste Mal jetzt eigentlich? Weil wenn das schon öfters passiert ist, dann hat das noch ganz andere Konsequenzen, junge Dame. Also das werde ich dir jetzt mal nicht sagen. Selina, du gibst mir jetzt erstmal dein Handy. Ja, hier, bitte. Ganz klar. Das ist jetzt eine Woche weg. Du hast Hausarrest. Ich glaube, wir waren in letzter Zeit einfach zu nett zu dir. Ja. Und du setzt dich an deine Schularbeiten und wenn das noch einmal vorkommt, Selina. Noch einmal. Es gibt ja auch hier, glaube ich, in der Nähe irgendein Internat, glaube ich. Ne? Also, ja, sonst schick mal dich zum Internat. Vielleicht. Boah, ich hab keinen Bock mehr so, auf euch. Nee, diesmal haben wir keine Lust auf dich und nicht in diesem Ton. Wir stehen jetzt auf. Los. Und Internetverbot gibt es jetzt auch. Internetverbot? Ja. Weil sie sollte meine Schulaufgaben machen ohne das Internet. Wie soll denn das gehen? Denkt ihr darüber nach, wie du mit deinen Eltern redest? Ja. Denkt ja. ihr darüber nach, wie ihr mit mir umgeht? Wie soll ihr jetzt, sperrt mich hier ein? Wie sperrt dich ein? Du darfst dich jetzt nicht im Haus noch frei bewegen, junge Dame. Ich verstehe unsere Tochter nicht mehr. Also, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, wir haben einiges falsch gemacht, sage ich dir. Also, dass sie sich darüber beschwert, dass sie zur Schule muss. Also, es ist unfassbar, sage ich dir, unfassbar. Ja, ich glaube, wir haben sie einfach zu sehr verwöhnt. Ja, definitiv. Also, das mit dem Handyverbot war eine sehr, sehr gute Idee. Wie gesagt, wir sollten auch das WLAN hier irgendwie zeitlich irgendwie steuern, ne? Weil das geht ja absolut nicht. Ich meine, wenn sie das Internet für ein Referat braucht, gerne, aber sonst gar nichts mehr. Also, es ist ja unfassbar, was die sich hier erlaubt. Unfassbar, sage ich dir! Wollt ihr vielleicht leise lästern? Ich höre euch. Ja, es ist unfassbar, Papa! Mann, ey. Wir hatten ja schon irgendwie recht, das ist blöd mit Schule schwänzen. Ich habe doch selber auch gewusst, dass das nicht okay ist. Aber Susi hat gesagt, dass ich sonst eine Spaßbremse bin und es... Oder wie seht ihr das? Habe ich einen Fehler gemacht? Oh, die Ferien, ne? Aber dieses Zeugnis. Ja, also es ist nicht so schlecht. Ich war ganz gut in Kunst und Geschichte sieht okay aus. Bio ist auch nicht schlecht. Französisch und so eine
Sport. Naja. Aber egal, ich bin immerhin sitzen geblieben. Und es sind Sommerferien! Und meine Eltern machen hoffentlich keinen Stress. Hallöchen zusammen, es sind Sommerferien! Ja, ich weiß, ich habe noch ein paar Tage Hausarrest, ich habe es nicht vergessen. Aber jetzt habe ich erstmal frei. Oh, wer ist denn da? Ich glaube, unser Zeugnis ist da. Ist das etwa? Ja, es ist unser Zeugnis. Wir sind echt gespannt, Selina, auf unsere Leistung, was wir dieses Jahr vollbracht haben. Also, ich bin gespannt auf unsere Noten. Ja. Was haben wir denn so in Sport eigentlich? Das interessiert mich ja ganz besonders. Also, ich hatte früher immer eine Eins. Aber was wir haben, das kann ja was anderes sein, ne? Ich vertraue unserer Tochter. Du hast bestimmt einen Schatz, Erfolg. Zeig doch mal. Unser Zeugnis. Ja, genau, es ist unser Zeugnis. Wir haben das zusammen geschafft. Ich wollte es aber eigentlich erst auf Instagram posten. Wie bitte? Du postest dein Zeugnis bestimmt nicht auf Instagram. Das ist aber gar nicht so schlecht. Oh, kannst du meinen Tee bitte ordentlich trinken? Ich liebe meinen Tee. Du kannst es gleich ruhig auf Instagram packen, aber wir müssen es erstmal prüfen, ob unser Zeugnis auch, dann kannst du mich auch verlinken, ob unser Zeugnis auch gut genug ist. Jetzt zeig doch mal her, Schatz. Zeig mal her. Du postest es trotzdem nicht, da stehen die Namen und alles drin. Selina? Ist das dein Ernst? Was ist das denn? Ich bin doch nicht sitzen geblieben. Stopp. Darauf erstmal einen Schluck. Du bist versetzungsgefährdet. Das ist dir bewusst. Nein, das steht überall. Oh mein Gott. Selina, setz dich. Also, das ist ja etwas, das ist ja die absolute Höhe. Ach, ihr macht schon wieder so ein Drama. So schlimm ist es doch. Ein Drama? Guck mal, ich fange schon an zu zittern. Ein Drama? Wie soll ich das denn jetzt meinen Freunden erzählen, hä? Warum dein Freund? Das ist doch mein Zeugnis. Ja, aber du bist unser Kind. Du hast 1, 2, 3 Vieren auf dem Zeugnis, eine 5. Kannst du mir mal erzählen, wie man im Französisch eine 5 bekommen kann? Das geht doch gar nicht. Ja. Du musst nur einfach What's your name sagen. Das ist Englisch. Ist ja auch egal. Einfach nur Bonjour sagen und dann bekommst du schon eine 4. Nein, aber der Lehrer mag mich nicht. Außerdem ist das immer eine letzte. In Sport eine 3? Also, ja, das ist ja kein Wunder, wenn Selina die letzten Stunden schwänzt. Guck dir das mal an. Ja, weil du... Ich übertreib doch nicht. Nee, Selina. Selina, so nicht. Du kriegst jetzt ich glaube, wir brauchen Nachhilfe für dich. Und nicht nur Nachhilfe. Ferien, ich mach doch jetzt keine Nachhilfe. Da haben wir 6 Wochen Zeit, um diese Leistung zu verbessern. 6 Wochen haben wir da nur Zeit. Also ich würde sagen, wir machen direkt einen Plan. Ab morgen starten wir direkt mit einem eigenen Stundenplan für dich. Du kannst schon mal auf dein Zimmer. Ruhe, ey. Ihr geht mir so auf die Nerven. Ich hab mich so gefreut, dass jetzt Ferien sind. Ihr macht mich fertig. Du machst uns fertig, Schatz. Du machst uns fertig mit so einem Zeugnis. Damit kann man sich einfach nirgendwo blicken lassen, weißt du das? Das ist unsere Tochter, ne? Hast du das? Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, egal wie gut oder schlecht mein Zeugnis ist, ich habe immer irgendwas rumzumeckern und jetzt soll ich noch irgendwelche dämlichen Nachhilfestunden machen. Das bringt doch eh nichts mehr. Ich kann doch die Noten nicht mehr verbessern. Die nerven mich, die versauen mir jedes Mal die Ferien. Nee, ich muss jetzt gerade mal kurz telefonieren, so geht das ja nicht. Nein, nicht mit den Lehrern. Ja, grüß dich. Ja, ich bin's. Du, ich wollte mal was fragen. Und zwar, Selina hat ja ihr Zeugnis, ne? Wie sieht's denn bei deinem Jungen aus, dem Vincent? Ja. Was für einen Durchschnitt hat der? Ja, 1,9. Ich wusste es doch. Ja, nee, Selina hat hier etwas, das müsste 2,9 sein. Also das ist ja... Was hat der in Französisch? Eine 3, natürlich. Und in Sport? Eine 1. Siehst du das? Nee, ich weiß echt nicht, was mit ihr los ist. Nee, also so habe ich sie echt nicht erzogen. Das ist ein Zeugnis, das geht bei uns absolut nicht. Nein, sie bleibt nicht sitzen, also... Das ist ja unfassbar. Ja. Nee, das... Vielen Dank, das reicht schon für die Info. Du hast es mitbekommen, ne? Selina ist ja mit Abstand fast die Schlechteste in der Klasse. Also, wir müssen dagegen irgendwas tun. Wir haben 6 Wochen Zeit, um jetzt wirklich diese Noten zu verbessern. Ich habe da auch schon einen Plan. Ich habe ja früher auch ein bisschen was Mathe und so war ich ja auch gar nicht so schlecht. Ich werde ihr Lehrer in Mathe, okay? Du kannst doch Selina nicht mit Vincent vergleichen. Das finde ich echt nicht okay von dir. Aber wir müssen definitiv irgendeine Lösung finden, weil so geht das nicht weiter. Also, auf keinen Fall. Also, auf wie... Vielleicht Hausarrest oder Handyverbot und Nachhilfe. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein ganz schwieriger Fall, sage ich dir, ganz schwierig. Also das hätte ich von Selina nicht erwartet. Sie kommt jetzt nächstes Jahr in die 10. Klasse, das heißt, da kann sie schon ihren ersten Abschluss machen. Ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann. Wir sollten noch mal kurz mit ihr reden. Ja toll, das war's jetzt wohl mit meinen Sommerferien. Was? Selina, wir müssen einmal noch mal... Komm ruhig rein. Selina, wir müssen definitiv noch mal miteinander reden. Also, wir haben uns das Zeugnis mal angeschaut und ich habe auch mit dem Papa von Vincent telefoniert. Und siehe da, Vincent ist natürlich besser als du in der Schule. Nächstes Mal, wenn ich ein schlechtes Zeugnis habe, fälsche ich es einfach, wenn ihr mir das... Selina! Das will ich jetzt nicht gehört haben. Aber ganz bestimmt nicht. Kannst du mir aber bitte erklären, was das jetzt für Noten sind? Warum hast du in Französisch eine 5 bekommen? Weil der Lehrer mich nicht mag.
Ach so. Selina, es ist nicht immer der Lehrer es schuld. Ist immer diese offensichtlich gleiche ist der Lehrer ja, schuld. Gut, gut, gut. Warum hast du nicht mit uns gesprochen? Oder heute kann man doch in der Schule auch aus. Ist es doch gar nicht. Ja, dann hättest du eine Ausarbeitung machen können. Oder Hausaufgaben. Wie sieht es denn mit Informatik und Mathe aus? Da hast du jeweils ausreichend. Warum eine 4? Ist der gleiche Lehrer. Ist immer eine letzte. Bei Französisch genau das gleiche. Ich kann mich da nicht mehr konzentrieren. Okay. Selina, wenn das der Lehrer schuld ist, würde ich sagen, dann reden wir doch mal mit dem Lehrer, oder? Ja, das werde ich auch direkt mal machen. Ich wollte sowieso noch mal kurz mit dem telefonieren, weil ja, so ist das ja absolut doch mal an den Französischlehrer, der spricht in Ordnung. Französisch. Aber wir haben auch eine andere Lösung schon gefunden. Also, wir werden es jetzt wie folgt machen. Montag gibt es 4 Stunden Mathe, Dienstag gibt es 4 Stunden Deutsch, Mittwoch 2 Stunden Französisch, 2 Stunden Englisch. Guck mal, siehst du, Nein, es geht nur so. Es geht nur so. Das reicht doch, wenn sie sich jeden Tag eine Stunde hinsetzen. Eine Stunde, dann kommen wieder so welche Noten raus. Ja, aber... Das kommt nicht in Frage. Nein. Darf ich eigentlich auch mal was zu machen? Nein. Selina, es ist auf jeden Fall Fakt, dass wir... Ich telefoniere mal kurz. Selina, ich will auch nur dein Bestes. Wir wollen nur dein Bestes. Das ist auch nicht böse gemeint. Aber glaub mir, Schulnoten und die Schule, es ist wichtig. Wenn du dich wieder etwas beruhigt hast, reden wir nochmal. Definitiv brauchst du Nachhilfe und wir werden auch Konsequenzen durchsetzen. Kannst du bitte rausgehen, Mama? Ich rede mit Papa nochmal. Kannst du mich jetzt einfach in Ruhe lassen? Ihr macht mich fertig. Selina, du machst uns fertig. So, jetzt räume erstmal dein Zimmer auf. Jetzt sieht es nämlich auch aus, wie als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja, hallo, Herr Groß. Ja, Herr Zufall hier. Ja, also, es geht kurz um das Zeugnis meiner Tochter. Ja, ich war auch sehr erstaunt. Ja. Ja, deswegen rufe ich jetzt nicht an. Nee, möchte ich nicht wissen. Nein, möchte ich gar nicht wissen. Nee, ich bin vielleicht auch enttäuscht von Ihnen als Lehrkräfte. Aber wie dem auch sei. Und zwar wollte ich mal kurz was nachfragen. Bieten Sie vielleicht auch in den Sommerferien Unterricht oder sowas an? Okay. Klasse. Also dann hat sie nur eine Woche Sommerferien und dann 5 Wochen nochmal Unterricht. Klasse, das kriegen wir hin. Aber natürlich, Herr Groß, vielen Dank für Ihren Einsatz. Ja, danke schön. Alles klar, ja. Klasse. Selina kann 5 Wochen in die Schule. Selina, ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Selina, Schätzchen, wir haben eine tolle Lösung gefunden. Also, du musst nicht zu Hause bleiben, gar keinen Fall. Also, du hast jetzt eine Woche Ferien und dann bist du 5 Wochen wieder in der Schule. Ist das nicht klasse? Weil es gibt einige Lehrer, die möchten auch ein paar Nachhilfestunden anbieten und da bist du jetzt auch mit dabei im Kurs. Ich habe dich gerade angemeldet. Viel Spaß. Oh ja, super Idee, Papa. Keine Sommerferien für mich. Das hast du ja wirklich toll eingefädelt. Muss ich nochmal was machen dagegen. Wie seht ihr das? Meint ihr, dass meine Eltern übertrieben haben? So schlecht war doch mein Zeugnis gar nicht. Eins darf ich nicht vergessen. Ich muss noch den Stundenplan für Selina machen in den Sommerferien. Wir machen das so. In der ersten Woche kommt Mathe. In der zweiten Woche Englisch. In der dritten Woche dann Deutsch. Und in der vierten Woche dann alle anderen Fächer. Ja, da machen wir zum Beispiel Bio, Chemie. Und vielleicht noch ein bisschen Politik, ja. Oh, vielleicht schön. Machst du direkt die Einkaufsliste? Kannst du da direkt noch nein, mal... Nein, das ist keine Einkaufsliste. Das ist der Sommerstundenplan für Selina. Ne? Und hört ihr das mal kurz an. In der ersten Woche habe ich Mathe geplant, danach Englisch, Deutsch und in der vierten Woche alle anderen Fächer, also Bio, Chemie, Politik. Du kannst es doch nicht durchziehen. Lass das arme Kind doch ihre Sommerferien machen. Hast du mal das Zeugnis gesehen? Ja, aber... Also, das kommt nicht in Frage, sage ich dir. Und außerdem, ich meine, das ist eine 4-Tage-Woche. Also, den Freitag lasse ich hier und sie hat auch jeden Tag nur 4 Stunden. Also, das geht doch. Also, von 8 bis 12 Uhr finde ich es vollkommen okay. Nein. Na, also, die ganzen Ferien nichts machen, das geht ja auch nicht, oder? Ja, aber habe ich früher auch nicht gemacht. Ich hatte schon einen Ferienjob in der Zeit. Ja, früher war auch eine andere Zeit. Ja, trotzdem. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Ich gehe jetzt zu Selina, bespreche das einmal kurz mit ihr und dann können wir deinen Einkauf kurz machen, wenn du möchtest. Ja. Also, ne? Ich gehe jetzt mal kurz zu Selina. Ach, Mensch, die Sommerferien sind dafür da, dass sie endlich mal entspannt und vielleicht mal wieder ein bisschen normaler wird. Hoffentlich wird sie jetzt dadurch nicht noch anstrengender. Selina? Ja, Papa? Darf ich reinkommen? Also, ich wollte was ganz Wichtiges mit dir besprechen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und wird dich freuen. Oh, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Fahren wir doch in Urlaub? Können wir doch wegfahren? Selina, mein Schatz, also Urlaub dieses Jahr. Nicht mit diesem Zeugnis. Nicht mit diesem Zeugnis, sage ich dir, junge Dame. Was hat das mit meinem Zeugnis zu tun? Ganz viel. Also, ich habe jetzt einen Sommerstundenplan fertiggestellt und ich würde es gerne so gestalten, dass wir in der ersten Woche Mathe machen, in der zweiten Englisch, in der dritten dann Deutsch, in der vierten Woche dann alle anderen Fächer mit Bio, Chemie und Politik. Und in der fünften Woche können wir dann gucken. Ich glaube nicht ernsthaft, dass ich da mitmache. Du machst damit, weil ich dein Vater bin und dir das sage. Und außerdem, junge Dame, ist es so,
Ich komme dir sogar entgegen, ne? Du hast nur eine 4-Tage-Woche, freitags hast du immer frei, samstags, sonntags auch. Natürlich, pro Woche gibt es ein Referat immer, ist ja auch klar. Von wem soll ich das denn halten? Von mir natürlich und deiner Mutter. Ne? Und in der Niemand aus meiner Klasse muss sowas machen, egal wie schlecht die war. Also, was ist das denn für eine Aktion? Tut mir leid, die anderen sind auch nicht meine Kinder, du bist mein Kind. Und dementsprechend möchte ich auch bei diesem Zeugnis, ne, was ich da gesehen habe, ich will nächstes Jahr nur noch Einsen sehen, damit das klar ist. Das und da müssen wir das hier durchziehen. Urlaub ist nicht geplant. Das kannst du vergessen, da mache ich nicht mehr. Hättest du was anderes im Kopf? Ja, ich könnte zum Beispiel was lesen. Selina, Schatz, hör bitte auf. Bitte hör auf, so witzig zu sein. Du und ein Buch lesen, also bitte. Das kommt ja mal gar nicht in Frage. Und außerdem, also du... Selina, also bitte. Hallo? Bitte, übertreib es jetzt nicht, ne? Wir wollen hier noch in der echten Welt bleiben und nicht in dieser Traumwelt. Na, also, ich finde, mein Stundenplan ist wirklich sehr, sehr gut. Und deine Mutter stimmt mir auch zu. Stopp. Ich habe meinen Namen gehört. Also, Selina, dass das klar ist, ich stimme dem hier gar nicht zu. Ich finde, das ist keine gute Idee, so viel zu für die Schule zu machen. Was soll das heißen? Wir sind hier auf einer Seite, das ja, ist schon klar. Ja, aber lass bitte tu irgendwas. Ja, lass dem armen Kind doch mal die Sommerferien. Wenn sie jetzt so viel für die Schule macht, dann geht sie total unmotiviert ins neue Schuljahr. Das, was Mama sagt. Vielleicht kannst du ja wirklich jeden Tag ein Buch lesen und das bildet auch weiter. Ja, aber nur Buch lesen kommt nicht in Frage. Also, wenn wir schon diesen Weg gehen wollen, ne, dann ist für mich ganz klar, jede Woche ein Buch, Madame. Jede Woche ein ganzes Buch und ich möchte am Sonntagabend immer von dir eine Zusammenfassung okay. bekommen. Die kann auch mündlich sein. Okay. Na, du musst nichts aufschreiben. Ja. Ne? Jede Woche. Ist das ja, klar? Ja, ich wollte eh noch die Harry Potter Bücher lesen. Ja, genau, das machen wir so. Ich erzähle und, jeden Sonntag. Und eine Bedingung hätte ich noch. Du versprichst mir, wenn es nächstes Jahr wieder das gleiche Zeugnis ja, geben sollte, dann ziehen wir diesen Sommerstundenplan aber durch. Ja, da gebe ich deinem Vater recht. Ne? Also, du verbesserst dich jetzt und du liest jeden Tag. Jetzt habe ich mir hier 10 Minuten umsonst hier Gedanken gemacht. Also, ja, hätte ich meine Zeit auch anders nutzen können. Ja, zum Beispiel den Einkaufszettel schreiben. Ja, gut. Ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt einkaufen und du fängst direkt mal mit deinem Buch an. Ja. Gut, dann haben wir es. Dann viel Spaß diesen Sommer. Mhm, danke. Ja, siehst du, da ist Selina viel motivierter direkt. Und ja, dann okay. geht's auch besser. Ja, hast du vielleicht recht. Vielleicht bin ich einfach wieder ein bisschen zu streng gewesen. Aber ich möchte einfach nur, dass sie gut in der Schule ist. Ja, ne? Das wird unsere Tochter. Komm, wir müssen jetzt zum Einkaufen, sonst schaffen wir das nicht mehr. Also, ich mache heute Abend Burger und ja, müssen wir auf jeden warte, Fall noch Warte. Herr Zufall? Ja? Ach, hallo. Ja, die Lehrerin von Selina. Ja, worum geht's denn? Wie bitte? Nachprüfung? Unsere Selina. Ja, es überrascht mich gar nicht. Nein, es überrascht mich gar nicht. In 4 Wochen. Okay. Schreiben Sie mir dann noch eine Mail dazu? Die Adresse haben Sie ja, ne? Okay. Alles klar. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Wie Nachprüfung? Was ist denn los? Selina muss in eine Nachprüfung. Sie bleibt wahrscheinlich sitzen. Das war sowas von klar und ich höre noch auf euch mit euren Büchern und so. Selina! Das ergibt Selina! Das war sowas von klar und ich vertraue ihr noch. Selina! Nee, warte mal kurz. Du, Papa, ich bin am Telefonieren. Ja, heute Abend klappt es. Bis gleich. Ich glaube, es dringt. Ja? Heute Abend klappt gar nichts. Die ganzen Sommerferien, dass ich dir geglaubt habe. Ich habe gerade einen Anruf von der Schule bekommen. Ja? Und du darfst in die Nachprüfung, habe ich gehört. Aber das lassen wir gar nicht zu. Du wirst definitiv sitzen bleiben. Ich werde dafür sorgen. Du wirst das Jahr wiederholen und nur mit Einsen nach Hause kommen. Also, dass ich dir vertraut habe. Hey! Was denn für Nachprüfungen? Also, so schlecht war das Zeugnis ja dann nun auch wieder nicht. Und das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll ich denn? Das hätte mir doch jemand gesagt. Ich wusste es. Ja, super. Kein Kamillentee. Kann der Tag eigentlich noch schlimmer werden? Also... Beruhig dich doch mal. Ich beruhig mich nicht! Ja, aber es bringt doch jetzt auch nichts, wenn du dich jetzt aufregst. Ich lasse sie nicht in die Nachprüfung, das sage ich dir jetzt schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Tochter in die Nachprüfung... Ich sorge dafür, dass sie sitzen bleibt. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Natürlich ergibt das Sinn. Ich habe ihr Zeugnis gesehen und ich hätte sie auch in eine Nachprüfung geschickt. Ist doch klar. Also, es ist unfassbar, dass ich ihr vertraut habe oder dass ich dir vertraut habe mit einem Buch in der Woche, als wäre das geklärt. Oh, ich hole jetzt. Sie bleibt sitzen, verstehst du? Ich gehe jetzt deinen Kamillentee kaufen und du beruhigst dich. Ich beruhige mich nicht, denn sie bleibt sitzen, sage ich dir. Oh, na, da halte ich lieber Sicherheitsabstand. Papa, das kann überhaupt nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, dass ich in die Nachprüfung muss. Erstens war mein Zeugnis nicht so schlecht und zweitens. Also, dann hätte mir das doch jemand gesagt, oder? Vielleicht. Ja, also, wir haben noch eine Selina in der Klasse und die war noch schlechter als ich, wirklich schlechter als ich. Und vielleicht muss die in die Nachprüfung, vielleicht wollte der Lehrer sie anrufen.
Aber natürlich, natürlich, die Schule irrt sich einfach, natürlich. Die hat einen Fehler gemacht, aber natürlich, das ist die Schule. Also die rufen doch nicht einfach bei der falschen Person an, bei der falschen Familie und sagen, ihr Kind muss in die Nachprüfung. Also so dumm können die doch nicht sein. Ne? So dumm kannst nur du sein, Selina, nur du. Ey, jetzt übertreibst du aber, jetzt rede nicht so mit unserer Tochter. Ich denke auch, das war bestimmt für die andere Selina bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Tochter so schlecht ist, oder Selina? Vielleicht sollten wir da nochmal anrufen. Ja, danke Mama, das ist eine gute Idee. Papa, jetzt ruf doch bitte einfach nochmal da an. Viel schlimmer werden kann es ja eh nicht mehr. Natürlich, ich rufe da jetzt an, ne, und mach mich noch lächerlich am besten. Ne? Also, was denkt ihr denn eigentlich? Wir setzen uns gleich an den Tisch und machen mal einen richtigen Sommerstundenplan. Jeden Tag, auch am Wochenende, 7 Stunden, sage ich dir. 7 Stunden. 7 Stunden? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann habe ich überhaupt nichts mehr von meinen Sommerferien. Und es ist auch nicht meine Schuld. Ich muss nicht in die Nachprüfung. Du hast doch echt eine Straube locker, Papa. Selina, die Tür hat eine Türklinke. Ach, jetzt hast du es echt übertrieben. Das kann gar nicht sein, dass Selina in die Nachprüfung muss. Das ist meine Nerven hier in diesem Haus. Bitte ruf dort einfach nochmal an. Ich werde anrufen, ja, bei der Nachhilfe, weil alleine werde ich das nicht schaffen. Das kann doch eigentlich Selina, überhaupt gar nicht sein. Ja, was denn? Selina, mein Schatz, ich glaub dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass du versetzungsgefährdet zwar, ja, aber dass du die Schule wieder, also die Klasse wiederholen musst. Ja, das kann eigentlich auch überhaupt nicht sein. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist bestimmt nur ein Versehen. Die wollten bestimmt die andere Familie anrufen. Ja, du weißt doch, wie dein Vater ist. Der will halt einfach nur, dass aus dir was wird. Und das möchte ich natürlich auch. Und wie kann das denn sein? Hast du da vielleicht irgendeine Idee, dass das... Ich weiß es nicht. Es ist halt ein blöder Zufall, dass wir gerade beide echt schlecht sind in der Schule. Beide Selina. Ich habe keine Ahnung, könntest du Papa vielleicht dazu bringen, dass er dort nochmal anruft? Ja, ich rede mit deinem Vater nochmal. Vielleicht rufe ich auch einfach nochmal an und du beruhigst dich jetzt erstmal und ja, wir bekommen das schon hin. Okay. Das kann nicht sein. So, okay. Selina ist völlig aufgelöst. Sie macht sich total Gedanken. Sollte sie sich auch. Jetzt denk doch mal darüber nach. Es kann doch gar nicht sein, dass sie versetzt. Sie ist schon wieder da. Ja, wie soll das denn funktionieren? Die hätten uns doch schon längst Bescheid gegeben und so schlecht war ihr Zeugnis nicht. Was willst du jetzt von mir? Ich möchte, dass du bitte dort nochmal anrufst. Um was zu machen? Ja, wir müssen ja eh mit dem Lehrer nochmal sprechen. Woran es gelegen hat, etc. Gut, okay, ich ruf nochmal an. Ist da Ruhe hier endlich? Ja. Okay, und... Guck, sie rufen sogar selbst an, wahrscheinlich wegen dem Termin. Ja, hallo, Herr Zufall hier? Ja? Ja, ich habe schon alles vorbereitet. Was? Ein Versehen. Nicht unsere Selina. Ach so, okay. Ja, kein Problem. Nein, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also klar, wenn ich das Zeugnis von meiner Selina... sehe, dann kann sie gar nicht sitzen geblieben sein. Es geht um die andere Selina. Okay, das heißt, sie muss nicht in die Nachprüfung. Sie wird versetzt. Ja, okay. Ja, das freut uns natürlich. Super, ja, ich freue mich. Woo! Ja, okay. Ja, schöne Sommerferien. Tschüss. Woo! Ja, ich hab's dir doch gesagt. Kannst du unserer Tochter nicht einmal vertrauen und auch mir vertrauen, wenn wir das sagen? Ja, toll. Jetzt schau, was du angerichtet hast. Selina? Ja? Selina, also, es ist alles ruhig. Gut. Dein Vater hat wie immer mal wieder einen Aufstand gemacht. Was? Ohne Sinn. Und er hatte natürlich Unrecht. Komm doch einfach mal her. Es ging um die andere, Selina. Du bist nicht sitzen geblieben. Sorry. Ja, also... Ich höre Papa, ja? Selina, Schatz, das war natürlich nur ein Test. Also, ich wollte dich nur testen und... Das ist doch nicht dein Ernst. Ach nein, es ist das ja. Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe es dir gesagt und ich bin super enttäuscht von dir, dass du mir einfach nicht geglaubt hast. Ich hatte so Panik und du wolltest nicht mal wieder dort anrufen. Ja, was tut mir leid. Was ist dass ich dich schon wieder angelogen habe oder keine Ahnung was getan habe, dass du mir nicht mal geglaubt hast. Ja, es tut mir leid, es war nicht extra. Ich wusste das ja nicht, aber ich dachte, du bleibst sitzen, junge Dame, und du deswegen. Du musst mich überhaupt nicht anschreien, weißt du was? Sonst gibst du mir mal Hausarrest. Jetzt gebe ich dir mal Hausarrest. Was? Du bleibst diese Woche lang zu Hause. Du kannst mir keinen Hausarrest geben. Ich bin dein Vater. Doch, kannst du mal sehen. Kannst du jetzt mal was sagen? Hey. Nee, ich gehe jetzt mit Mama einkaufen. Und ich bleib hier oder was? Ja, aber so. Hey! Hausarrest. Was? Die Küche sauber machen oder so. Aber das war doch nicht extra.
Ich glaube, ich habe heute ein bisschen übertrieben, oder? Also, mit diesem Zeugnis kann man doch gar nicht sitzen bleiben, oder? Schaut euch nochmal das Zeugnis an. Hatten wir letztens irgendwann. Kannst du bitte deinen Tee einfach mal normal trinken? Du bist wie so ein Kleinkind. Hallo. Ah. Da kriegt man echt schlechte Laune am Morgen. Ja, es tut mir leid, aber so trinke ich halt nun mal meinen Tee. Also ich wollte nochmal mit dir reden. Was ist denn? Wegen gestern. Ja. Ne? Ich habe ja früh etwas überreagiert und eigentlich, vielleicht solltest du es nochmal bei der Bank versuchen. Wir haben eigentlich gut harmoniert und wir könnten ja die Zeiten anders einteilen. Weißt du, dass ich vielleicht eher anfange und du später. Du bist ja eh immer gerne etwas später. Ich verstehe deine Argumente, bin aber ganz anderer Meinung. Warte. Bevor ich was sage, muss ich erstmal was sagen. Also, es ist so, ich finde es toll, dass wir gestern zusammengearbeitet haben und ja, die Harmonie war gar nicht so schlecht. Aber zwei Sachen, die mir halt nicht gefallen, muss ich jetzt offen und ehrlich sagen. Also bitte nicht jetzt persönlich nehmen. Ne? Ich nehme also, nie was persönlich. Die erste Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, bei einer Bank zu arbeiten. Also es war schon ein bisschen langweilig für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und die zweite Sache ist, also ja, die Harmonie war toll, aber wie soll ich sagen? Ich möchte nicht 24/7 mit dir zusammen sein und bitte... Bitte nimm das jetzt nicht persönlich. Ich hatte ja die gleiche Meinung wie du, aber du brauchst einen Job. Ja, ich weiß, ich weiß. Willst du mit YouTube anfangen oder was? Das wär's. Nein. Nein, natürlich nicht. Also, ich bin ja Architekt und ich bin kreativ. Und dementsprechend muss ich natürlich in einem kreativen Bereich arbeiten. Und ich habe mir schon ein paar Stellenangebote rausgesucht. Die werde ich heute anrufen, versprochen. Ich werde nicht zocken, ich werde nichts anderes machen, mich mit Kollegen treffen, sondern ich werde mich um einen Job kümmern. Ja, mach das. Und ich glaube, du musst auch jetzt so langsam los. Ja, ich muss jetzt los. Ja. Und schreib Bewerbung bitte, ja? Heute Abend kannst du mir ja dann Bescheid geben, ob das rauskommt. Ja, mache ich. Los, komm. Bis nachher. Mach's gut, ciao. Ich koche dann für uns. Oder ich bestelle was. Oh, ich hoffe, er findet was. Und ich weiß, dass er total nervig wird, wenn er länger als 2 Tage zu Hause ist. Und dann macht er gar nichts mehr und will gar nicht mehr arbeiten gehen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar, das packen wir hier hin. Heute wird ein ziemlich produktiver Tag. Ah, und der Kamillentee ist auch perfekt. So. Dann wollen wir doch mal bei der ersten Stelle anrufen. Okay, Bewerbung ist schon raus. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, hallo? Herr Zufall hier. Ja, ich habe gerade die Bewerbung rausgehauen. Mhm. Ja, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Sie brauchen nicht mehr weitersuchen. Nein, Sie brauchen nicht mehr weitersuchen. Ich bin der perfekte Mann für diesen Job. Sie suchen keinen Architekten? Ach so. Aber trotzdem, also, warum denn nicht? Ich wäre der perfekte Mann für diesen Job. Ach so, okay. Jemand, der sich mit Finanzen auskennt. Ja, falscher Job. Sorry. Wusste ich ja nicht, aber... Ach, da steht's auch. Finanzdienstleister. Okay. Nächster Job. Schönen guten Tag, Herr Zufall hier. Ja, ich habe gerade Ihre Annonce gesehen und ich hätte dazu eine Frage. Also Ihre Firma ist ja ziemlich weit weg von meinem Wohnort, etwa 60 Kilometer. Ich meine, könnten Sie nicht vielleicht zu mir kommen? Wieso denn nicht? Was? Warum lachen Sie? Es ist ziemlich weit weg. Ich bin der richtige Mann. Sie suchen noch einen Architekten, oder nicht? Ja, und dann können Sie doch hier zu mir kommen. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem, hier ein Büro zu eröffnen? Sie brauchen doch Arbeit, nicht ich. Ja, ich auch, aber Sie suchen doch auch jemanden, der Arbeit braucht. Ja, dann sollten Sie mir auch ein bisschen entgegenkommen. Ja, warum lachen Sie? Also, wenn Sie dich hier hinziehen, dann tut mir leid, ist der Job für mich nicht. Nein, es tut mir leid. Nein, gut. Warum lachen die denn? Also, verstehe ich nicht. Heute alles ohne Erfolg. Ja, da sollte ich auch noch mal kurz anrufen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, ich wollte mich wegen dem Stellenangebot melden. Ich kann das nicht machen. Wollte ich Ihnen nur Bescheid geben. Ja. Nee, ich kann das nicht machen. Also den Job mache ich nicht. Okay, tschüss. Sollten die ja nur wissen, auch wenn ich keine Bewerbung rausgeschickt habe. Jetzt sollte es aber klappen. Bleib ernst. Ja, hallo, guten Tag. Herr Zufall hier. Ja, ich habe gerade die Bewerbung rausgeschickt. Ah, können Sie sehen. Ja. Und da wollte ich nachfragen, wann ich denn mit einer Rückmeldung rechnen kann. Ach, okay, der Job ist schon vergeben. Ja, dann sollten Sie das vielleicht auch rausnehmen. Ja. Okay, alles klar. Ich bedanke mich. Okay, schönen Tag noch. Boah, ist das schwierig, einen Job zu finden. Ich habe jetzt so viele Leute angerufen und es wird einfach nichts. Soll ich zocken?
finde sowieso keinen Job. Also sollte ich mich dran gewöhnen zu zocken. Oh, warum rufen die denn jetzt an? Ja, hallo, Herr Zufall? Ja. Selina ist im Urlaub. Ach so. Ja, können Sie mir ruhig eine E-Mail schicken wegen der Liste. Ja, alles klar. Und Ihnen geht's gut soweit? Ja, schön. Ja, bei mir ist momentan etwas problematisch. Ich bin auf der Suche nach einem Job und ja. Sie haben eine Stelle frei, okay? Ja, aber ich bin ja Architekt und für Kunst. Meinen Sie, das würde klappen? Aber ich bin Architekt und jetzt wirklich? Kunstlehrer? An Selinas Schule und auch ihre Klasse wahrscheinlich? Ich komme gleich vorbei. Jetzt sofort? Okay. Ja, ich komme sofort vorbei. Ich bin gleich da. Danke. Jetzt werde ich Lehrer, oder was? Herr Zufall als Kunstlehrer. Das gefällt mir. Ich bin wieder da. Hallo? Boah, der ist bestimmt wieder in Selinas Zimmer. Ich bin wieder da. Bist du eingeschlafen? Komisch. Wo ist er denn? Der hat sich bestimmt wieder mit Freunden getroffen oder das Zocken. Der sollte doch Bewerbungen schreiben. Ich kann's nicht glauben. Ich habe einen neuen Job und das an der Schule von Selina. Und wenn das die Mutter hört und... Oh, klasse! Ach, du bist ja schon da? Bist du gerade erst gekommen? Wo warst du denn schon wieder? Ich wollte was zu essen machen und du wolltest dich eigentlich um den Job kümmern. Ach so, ja. Ich bin schon da. Warum lächelst du so komisch? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Also, vielleicht hat das ja was mit meinem Job zu tun und... Ach, Quatsch. Hast du einen Job? Hast du den bekommen? Hier um die Ecke? Nein? Also, bei der Stadt? Also, um die Ecke ist er schon, aber nicht bei dem Büro, was ich angekündigt hatte. Aber das bei der Stadt? Nein, auch nicht. Ein Architektenbüro irgendwie? Nein, auch nicht. Was ganz anderes. Machst du dich selbstständig? Nein, natürlich nicht. Also... Ich war gerade kurz, also ich erkläre es dir. Ja. Ich hatte einen Anruf bekommen von Selinas Schule. Es ging nochmal um den Stundenplan fürs nächste halbe Jahr und dass wir den per Mail zugeschickt bekommen, wie dem auch sei. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen, ne? Es war der Schuldirektor auch. Und ich meinte auch so, ja, ich bin auf der Suche nach einem Job und sie haben mir eine Stelle angeboten. Und ich war kurz da und ich habe den Vertrag unterschrieben und dein Mann wird ab sofort Kunstlehrer an der Schule von Selina sein. Glaubst du, ich bin Kunstlehrer? Wow! Warte. Was? Du hast doch gar nicht Lehramt studiert. Du kannst doch nicht unterrichten. Du bist schon überfordert mit Selina und Hallo? Mir. Das habe ich denen auch gesagt. Ne? Aber die meinten, für diese Stelle, die ist auch erstmal auf das halbe Jahr befristet, ne? Reicht es erstmal, wenn ich so als Quereinsteiger, ich werde hier und da paar Kurse, paar Seminare besuchen, aber sie meinten, es wird schon klappen, weil ich habe einen super Eindruck hinterlassen und ich werde Lehrer an der Schule von Selina. Glaub es mir, sie wird sich freuen. Das wird die beste Nachricht, wenn sie aus dem Urlaub kommt. Glaub es mir. Schatz, ich freue mich wirklich für dich, ne? Und das ist sehe ich aber ganz jetzt gerade nicht doch, so. Aber ich glaube nicht, dass das Selina gefallen wird. Wieso denn nicht? Ich meine... Wenn du ihr Lehrer bist und sie ist deine Tochter und deine Schülerin, das funktioniert doch nicht. Ich werde sie fair bewerten. Wenn sie eine schlechte Note hat, dann bekommt sie auch Selina eine 5. Wird das nicht gefallen. Wieso denn? Ich meine, ich bin ständig an ihrer Seite. Eben. Und du hast vorhin noch gesagt, 24-7 mit mir geht nicht. Denkst du, ja. Selina wird das gefallen, wenn du... Also sie ist meine Tochter, das ist was ganz anderes. Und ich meine, es hat auch Vorteile, wenn der Vater Lehrer ist. Ich meine, wenn sie direkt nach der Schule sich mit Freunden treffen möchte, kann sie das ruhig durchaus. Und ich meine, wenn sie Geld braucht, der Papa ist im Lehrerzimmer und kann direkt auch, ne? Verstehst du? Also ich glaube, besser geht es gar nicht. Aber ich habe jetzt auch ganz viel zu tun. Ich muss schon meinen Lehrplan für das nächste halbe Jahr jetzt erstellen. Und es wird ein tolles neues Abenteuer. Es wird super! Ich kann das nicht so richtig glauben. Ich muss jetzt in der Schule anrufen. Hallo, Frau Zufer hier. Ach, danke. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Ich wollte mich noch mal erkundigen. Herr Zufer ist jetzt Kunstlehrer. Mhm. Und er lässt sich auch nichts machen. Nein, ich meine nicht das Gehalt. Ich meine jetzt so, dass er auch wirklich dann auch Selinas Klasse und so unterrichtet. Ja. Ja, er freut sich natürlich. Dankeschön. Wiederhören. Oh Gott. Ey, das wird niemals gut gehen. Das wird eine dicke Überraschung, wenn Selina wiederkommt und ihr Vater sie unterrichten muss. Was meint ihr? Sind eure Eltern vielleicht schon Lehrer an der Schule oder würde euch das überhaupt gefallen? Selina? Wer? Aufstehen!
Komm, du bist schon spät dran. Aufstehen jetzt aber. Oh, für was bin ich denn spät dran? Ja, für was denn? Ferien sind vorbei. Hallo. So schnell? Ja, 6 Wochen können so schnell vorbei sein. Aufstehen, ab in die Schule. Heute ist dein erster Schultag. Bist du sicher, Papa? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das ging voll schnell. Ja, ich weiß, dass das ziemlich schnell ging. Aber aufstehen, es geht jetzt in die Schule. 5 Minuten. Ja, nicht 5 Minuten. 2 Minuten. Los jetzt. 5 Minuten. Selina, in 2 Minuten sehe ich dich in der Küche. Dann habe ich deinen Kamillentee und hoffentlich auch meinen. Endlich fängt die Schule wieder an. Ich freue mich so, weil dann ist Selina endlich wieder unterwegs. Oh. Selina! Oh. Voll. Aufstehen! Oh, nerv nicht, Papa. Boah, ey, ich hätte vielleicht einfach mal früher ins Bett gehen sollen. Diese 6 Wochen, warum schlafe ich denn immer erst um 2 Uhr nachts? Oh, voll anstrengend, ey. Mein ganzer Schlafrhythmus ist durcheinander. Und? Hast du sie aus dem Bett bekommen? Wo ist mein Kamillentee? Ich habe mir jetzt nur einen Kaffee gemacht, aber das Wasser ist schon gekocht. Ja, ist okay. Selina kann ja gleich sonst den Kamillentee auch machen. Ja, also wie immer, ne? Ihr Schlafrhythmus ist total kaputt. Ne? Weil sie aber jetzt will auch sie natürlich nicht wach werden. Ja, weil du aber hast auch nichts gesagt. Ich habe dir gestern gesagt, sie soll den Fernseher ausmachen. Ja, sie wusste anscheinend noch nicht mal, dass heute wieder Schule ist. Natürlich wusste sie das. Gestern Abend hat sie sich mit Susi nur darüber unterhalten. Ne? Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich freue mich. Denn endlich hat sie wieder einen geordneten Tagesablauf und nervt uns nicht den ganzen Tag. Das wird echt entspannt. Du bist arbeiten. Du bist Selina arbeiten. Ist in der stimmt. Ja, wir müssen auch gleich zur Arbeit. Ne? Aber wichtig ist, dass sie wieder was zu tun hat und uns nicht auf die Nerven geht. Ne? Und sie ist abends vielleicht dann auch mal wirklich ausgelaugt. Ja. Das müssen wir jetzt aber mal prüfen in der nächsten Zeit. Ne? Auch das mit Jannis und so. Jetzt fängt die Schule wieder an. Ne? Ernst des Lebens. Selina! Oh, ich hoffe, die Noten sind besser. Wo bleibt sie denn? Selina! Selina, du musst los. Der Bus kommt gleich. Selina! Hör dir mal auf, zu schreien. Ich hab gar keine Lust. Könnt ihr mich vielleicht krank schreiben? Ich habe Kopfschmerzen, weil ich bin ein bisschen übermüdet. Bitte. Also Selina, definitiv kriegst du keine Krankschreibung. Dann geh doch einfach eher ins Bett. Selina, wir fangen jetzt nicht so an. Ne? Wenn das ganze Schuljahr so läuft, dass du morgens immer zu spät wach wirst und dann sagst, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, so fangen wir gar nicht erst an. Deine Mutter hat das früher auch immer gemacht, aber dann habe ich es ja hinbekommen, ne? Ja, komm. Ja, okay, so schlimm war es nicht, aber Selina, das kommt nicht in Frage. Ja, ich würde auch sagen, du gehst jetzt bitte in die Küche, machst deinen Kamillentee und wenn du möchtest, kannst du auch meinen Kamillentee machen. Ja, okay, mache ich selber, aber trotzdem, das kommt nicht in Frage. Muss jetzt, aber ganz schnell. Ich muss mich auch beeilen, Selina, der Bus kommt gleich. Ja. Heute geht sie um 9 ins Bett. Boah, ey, ganz ehrlich, ihr seid morgens, wenn man nicht ausgeschlafen hat, ja noch anstrengender als sonst, ey, mach mich ready. Ich bin müde. Ich will nicht. Selina, wenn du schon dabei bist, kannst du auch einen Kamillentee für mich machen. Vergiss es, Papa. Oh, ja, gut. Du, erzähl doch mal, worauf freust du dich eigentlich dieses Jahr am meisten? Ha? Pause. Haben wir hier was? Ich weiß es nicht. Pause, Jannis, meine Freundin. Oh, Selina, jetzt komm schon. Also du darfst dir dieses Jahr eine neue Fremdsprache auswählen. Für welche hast du dich denn entschieden? Also ich wäre ja für Spanisch. Deutsch. Selina, ich bin ehrlich. Findest du, dein ganzes Leben ist ein Witz, glaube ich, ne? Ja, du findest immer alles witzig. Mein ganzes Leben ist erster ein Schultag. Witz. Erster Schultag, Ernst des Lebens beginnt jetzt. Keine Ahnung, Spanisch. Ja, bitte, Spanisch. Ne? Das hilft dir später auch weiter. Und Englisch nehmen wir auch Förderunterricht dieses Jahr am besten, ne? Also wenn das angeboten wird, dann holst du den Zettel mit nach Hause. So ein Quatsch, ich lerne mit Jannis. Das geht schon. Und das mit Jannis müssen wir auch noch besprechen. Du musst jetzt los. Der Bus fährt in 10 Minuten. Los, 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 los. Kamillentee brauchst du heute nicht. Mach ich mir selber. Da ist ja auch gar kein Wasser drin. Mann! Selina, dein Bus kommt gleich. Ich kann dich heute nicht fahren. Beeil dich. Oh, Mann, jetzt geht die Schule wieder los. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Aber gut, neues Jahr, neues Glück. Und Jannis ist ja mit mir auf der Schule. So, jetzt habt ihr es geschafft. Ich gehe jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag ohne mich. Selina, ich wünsche dir viel Spaß in der Schule. Genieß den Tag. Also diese Zeit in der Schule, die wirst du genießen, glaub es mir. Selina, mach mir bloß keinen Ärger. Nicht am ersten Schultag, bitte. So. Oh. Schatz, wir müssen los. Hast du deinen Kamillentee fertig? Ja. So, hast du alles? Ja, ich hab alles. Mach das Licht aus. Ja, meinen Kamillentee habe ich getrunken. Das ist das Wichtigste. Ach. Ich sag dir, ich freue mich so, dass Selina wieder auf der Schule ist. Ich meine, wenn sie dann zurückkommt, sehe ich den Stundenplan und dann kann ich ihr doch helfen. Ja, also ich freue mich auch, aber tu sie nicht gleich wieder stressen, ne? Mit deiner Nachhilfe und sowas. Ich bin froh, wenn Selina jetzt einigermaßen gute Noten schreibt und in die Schule geht. Das kommt auf die erste Arbeit an. Wenn die erste Arbeit nach hinten losgeht, dann kommt hier der Kunstlehrer, ne? Weißt du Bescheid? Ja, so, jetzt los. Boah, wie konnte mir das denn jetzt am ersten
Schultag schon wieder passieren? Warum immer ich? Mann, das war... Einerseits konnte ich es natürlich nicht wissen, aber andererseits war es auch echt schon wieder dumm von mir. Ich krieg so Ärger. Eigentlich, wenn ich es nicht erzähle, kommt sie ja nicht nach Hause. Was Papa nicht weiß, macht ihn nicht weiß. Boah, vielleicht habe ich ja total Glück und die sind noch gar nicht da. Dann könnte ich jetzt nämlich direkt schon abhauen und dann komme ich erst heute Abend wieder und bis dahin habe ich es eh vergessen. Hallo? Warum seid ihr denn schon zu Hause und warum sitzt ihr denn hier im Dunkeln? Hallo Selina! Ja, also heute ist ja eine Ausnahme. Heute ist dein erster Schultag und da dachten wir uns, wir nehmen uns einfach ein bisschen frei, Hälfte des Tages. Es war die Idee deines Vaters, weil ich muss jetzt gleich wieder auf die Arbeit, das weißt du. Aber komm erst mal. Wir wollten doch essen gehen gemeinsam. Es ist ihr erster Schultag. Ja, aber was soll ich denn? Kennst du das nicht? Nach dem ersten Schultag, da geht man gemeinsam essen. Das kenne ich nicht, aber was soll ich meinem Chef sagen? Gut, dann gehe ich alleine mit ihr essen. Ist das okay für dich? Ja, vielleicht. Dann bringe ich dir was Kaltes mit. Aber komm erst mal her, Selina. Erzähl doch mal. Warte. Kannst du bitte ein Foto machen von ihr? Bitte. Das ist das Outfit vom ersten Schultag. Bitte, los, jetzt mach ein Foto. Selina, komm, lächeln. Komm schon. Mama, muss das jetzt. Los jetzt! Hallo. Ganz ehrlich, jetzt erzähl ich schon, wie war's? Wie soll das denn gewesen sein? Das war der erste Schultag. Wir haben nur Organisatorisches geklärt und sonst nix und es war überhaupt nicht interessant. Also, weiß nicht, warum ihr hier jetzt schon wieder zu Hause rumchillen müsst. Selina, bleibst du hier? Wir haben uns doch extra den Tag jetzt freigenommen. Also bitte, erzähl doch. Ja, Selina, ich will jetzt auch wissen, was hast du denn jetzt für einen Leistungskurs und was ist dein neuer Lehrer? Du hast doch gesagt, du kriegst einen neuen Lehrer, oder? Ja, Klassenlehrerin oder Klassenlehrer müsstest du doch jetzt haben. Und bist du jetzt mit Janis in einer Klasse, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das kommt nicht in Frage. Ja, aber nicht nebeneinander sitzen. Das ist nein, Parallelklasse hast du gesagt. Jetzt erzähl doch mal, Mensch. Los! Wie war's? Erzähl ja, schon. Ja, erzähl, Selina. Du siehst auch so richtig frisch heute aus. Dafür, dass du heute früher eigentlich so spät aufgestanden bist und ja, jetzt ist doch gut. Du redest wieder zu viel. Jetzt erzähl. Wie soll es denn gewesen sein? Ja, wir haben eine neue Klassenlehrerin. Und? Wie heißt sie? Frau Schmidt. Okay. Wie ist sie so? Sie ist so super jung und ich hatte auch meine Frau Schmidt in der Schule. Die sind immer cool, die Frau Schmidt. Ja, jeder hat irgendwo eine Frau Schmidt. Ja, sie ist auch, also wie gesagt, sie ist super jung und cool. Und ich habe auch, schön. Ich habe auch die Kurse gewählt, die du wolltest, Papa. Also Spanisch? Spanisch und Englisch Förderkurs. Sehr gut, sehr gut. Guck, Selina, du bist endlich ehrgeizig im neuen Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird ein gutes Schuljahr, habe ich das Gefühl. Ich hoffe doch. Und Janis ist nicht in meiner Klasse. Ja, perfekt. Es ist der perfekte Schulstart. Janis kann nicht in meiner Klasse sein, weil er älter ist als ich. Ach so. Wie viel älter ist er denn? Ich wusste doch, Gott, er ist 2 Jahre älter als ich. Aber das komm, das ist ja wie bei uns. Egal, ne? Wir waren auch in der nicht in der Parallelklasse, aber. Darf ich jetzt in mein Zimmer? Wir wollen aber essen gehen. Deine Mutter geht jetzt zur Arbeit. Ich glaube, du musst auch so langsam, ne? Ich kann mich nicht nur ein bisschen in mein gut, okay. Zimmer. Komm. Ich sag dir gleich Bescheid, okay? Gut, dann kannst du auch zur Arbeit. Ja, aber und sie so ehrgeizig ist. Es ist ein perfekter Schulstart. Ich meine, sie hat es über die Sommerferien, glaube ich, gecheckt, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass sie jetzt in der Schule auch mal richtig durchstartet. Und ich glaube, so ist es auch. Spanisch, Förderunterricht und dann auch, dass sie... Also ich meinst du nicht, das wird zu viel für Selina? Nein, dieses Jahr muss das perfekte Jahr sein. 1,0 muss sein. Ja, jetzt geh mit ihr essen und nerv sie nicht die ganze alles Zeit. Gut. Ne? Wir sehen uns halt abends. Ist in Ordnung. Ich sag dir Bescheid. Ich bring dir was Kaltes mit. Oh, das ist alles schon wieder so anstrengend. Warum müssen die auch einfach zu Hause auf der Couch sitzen? So peinlich. Aber gut, solange mir jetzt keiner aus der Schule anruft und sich beschwert oder so, ist es ja eigentlich alles gut. Mhm. Und ich muss denen irgendwie noch beibringen, warum ich jetzt die nächsten 2 Wochen immer 2 Stunden später nach Hause komme. In welches Restaurant könnten wir denn? Okay. Herr Zufall? Ja, hallo. Ja, natürlich. Und wie war der Schulstart so für Sie als Schuldirektor? Ja, schön, freut mich. Ja, Selina hat mir ja schon einiges erzählt. Ne? Also freut mich, ist ja richtig gut gelaufen für Sie und... Wie bitte? Hm? Natürlich. Klar. Kann ich verstehen, absolut. Haben Sie natürlich recht. Nee, das wusste ich leider nicht. Nein, das wusste ich nicht. Ich werde es mit ihr klären. Natürlich wird sie ihre Aufgaben machen. Natürlich, 100%. 200%. Ja, das versichere ich Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, schönen Tag noch. Ja? Selina? Papa? Kann ich kurz reinkommen? Ja, klar, komm rein. Wollen wir jetzt gleich essen gehen? Ja, wir können gleich essen gehen. Auf jeden Fall. Selina? Ich habe echt Hunger. Ja, ich habe auch richtig Hunger. Selina, ich wollte dich mal was fragen. Essen?
lass das jetzt mal kurz sein, Selina. Ich möchte kurz was mit dir klären. Also, kannst du mir nicht noch ein bisschen was von deinem Schultag erzählen? Ich meine, der ist ja nahezu perfekt gelaufen, oder? Ja, ist er auch. Also, wie gesagt, das war überhaupt nichts. Aber es war ja auch der erste Schultag. Ja, da kann stimmt. mir nichts passieren. Wir haben ja nur Organisation. Da kann gar nichts passieren. Ja. Ich meine, erzähl doch noch mal was über die Frau Schmidt. Also, das interessiert mich jetzt schon. So eine junge Lehrerin. Ja. Ne? Also, das ist ja sehr, sehr bemerkenswert. Was soll ich denn erzählen? Sie hat sich heute kurz vorgestellt und dass sie halt jetzt gerade fertig ist mit ist sie da, also, sieht sie wirklich so aus, als wäre sie vielleicht jemand auch aus eurer Klasse oder so? Ja, also, sie sieht schon sehr jung aus, ja. Und sie ist auch recht klein, aber... Mhm. Aber ihr versteht euch gut, ne? Es gab da jetzt keine Probleme oder so. Ja, es würde jetzt kein, es würde jetzt, nein, es gab keine Probleme. Ich sag mal, es würde jetzt keine Probleme geben, dass jetzt vielleicht der Schuldirektor bei mir anrufen würde und du sie vielleicht heute so ein bisschen fertig gemacht hast oder du dich vielleicht sogar lustig über sie gemacht hast oder vielleicht ihr den Stuhl weggezogen nein. hast. Nein, kann eigentlich gar nicht, kann überhaupt nicht. Selina, ich habe gerade den Anruf bekommen. Kannst du mir erzählen, was das soll? Von wem? Am ersten Schultag. Am ersten Schultag. Mein Papa, ich... Nee, du bist jetzt... Nein. Du bist jetzt mal ruhig. Also es kann nicht sein, dass du am ersten... Es kann nicht sein, dass du am ersten Schultag solch einen Stress verursachst, dass du den Stuhl deiner Lehrerin weggezogen hast. Wie kommst du denn auf diese Idee? Das war lustig. Es war sehr lustig. So lustig, dass du jetzt in der nächsten Zeit immer nachsitzen musst? Ja, Mann, die ist halt noch streng, die muss sich ja durchsetzen. Aber eigentlich... Tina, also, nein, darf ich raus? Dieses Lächeln, ne? Dieses Lächeln. Hör auf damit. Erzähl es mir. Ich will es jetzt hören. Ja. Also, pass auf. Wir haben ja alle festgelegt. Sei froh, dass du überhaupt hier noch wohnen darfst gerade. Wir haben doch alle festgelegte Sitzplätze in der Klasse. Ja. Und das habe ich doch, damit ich nicht mehr so viel mit Susi quatsche. Ja. Und deshalb habe ich ja den einen und da darf ich mich nicht wegsetzen. Das ja. wurde mir letztes Jahr so gesagt, sonst bekomme ich Ärger. So, und da saß halt heute Frau Schmidt drauf. Und die ist voll klein und die sieht super jung aus. Und da habe ich sie höflich darum gebeten, dass sie halt aufsteht, weil das mein Platz ist und ich keinen Ärger von der Klassenlehrerin bekommen will. Mhm. Und dann wollte sie nicht aufstehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt... Sie sind ja nicht die Klassenlehrerin, Sie können ja gar nicht die Klassenlehrerin sein, Sie sind wahrscheinlich jemand aus der Stufe unter uns. Und dann wollte sie halt immer noch nicht aufstehen und ja, und dann habe ich halt den Stuhl weggezogen. Selina, ich dachte, sie Selina, ist die Stufe unter uns. Selina, auch wenn es nicht die Lehrerin ist, du kannst, so haben wir dich nicht erzogen. Hör jetzt auf zu lachen, das ist mein Ernst. Ja, aber lustig, Papa. Ich weiß, es ist aber nicht lustig. Stell dir vor, es wäre was passiert. Ja, ich weiß. Stell dir vor, sie wäre mit dem Kopf an den Tisch gekommen oder so. Ach, Papa. Was wäre dann? Ich meine, ob es eine Lehrerin ist oder eine Schülerin oder ein Schüler, das ist doch vollkommen egal. Ja, so haben wir dich nicht erzogen, Madame. So haben wir dich nicht erzogen. Ja, Papa, als ob du nie irgendwie mit dem Stuhl weggezogen hast. Ja, aber das macht man nicht. Und das ja. am ersten Schultag. Und ja. den Ärger, den du bekommen hast. Ach, Mann, Selina, wir machen es jetzt wie folgt. Wir machen es jetzt wie folgt. Wir gehen nicht essen, wir bleiben schön zu Hause. Ich hab aber Hunger. Du hast Hausarrest die nächsten 2 Wochen. Du machst schön die Aufgaben, die dir dazugeteilt werden. Und dazu kommt auch mein Nachhilfeunterricht, damit das klar ist. Nein, damit das klar ist. Eh keine Widerworte. Oh mein Papa, das war echt nicht so schlimm. Eigentlich war es lustig. Also Leute, ich weiß, ich bin ziemlich streng als Papa, aber das, was Selina heute in der Schule abgezogen hat, das geht doch gar nicht, oder? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich habe gerade den Anruf bekommen. Kannst du mir erzählen, was das soll? Es kann nicht sein, dass du am ersten Schultag solch einen Stress verursachst, dass du den Stuhl deiner Lehrerin weggezogen hast. Wie kommst du denn auf diese Idee? Ich war's lustig. Es war sehr lustig. So lustig, dass du jetzt in der nächsten Zeit immer nachsitzen musst. Wir gehen nicht essen. Wir bleiben schön zu Hause. Ich hab aber Hunger. Du hast Hausarrest die nächsten 2 Wochen. Hallo, Papa. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen, wegen... Du weißt schon, warum. Es war wirklich keine Absicht und es tut mir auch total leid und es war wirklich blöd und ich mach das auch nicht mehr. Also ich bin jetzt super nett zu Frau Schmidt. Ja, das ist auch die Voraussetzung. Ja, ich wollte, weißt du, also, ich wusste, dass sie ist deine Lehrerin, dementsprechend musst du sie auch mit Respekt ja. behandeln, genauso wie alle anderen Menschen in deinem Leben. Also, es tut mir leid, aber das, was du dadurch abgezogen hast, ja, das geht das ja gar nicht. Ja, das war total blöd. Und glaub mir, ich bin nicht der Einzige, der das nicht gut findet. Ne? Ich habe da so ein paar Leute gefragt und die finden das auch nicht in Ordnung. Ja, wenn du deine alten Freunde fragst, naja. Was willst du von mir? Ich wollte mich entschuldigen und... Ja, okay, Entschuldigung angenommen. Du musst ja sowieso deine Strafe in der Schule absitzen. Ich wollte dich noch um was bitten, Papa. Ach so, jetzt willst du noch was von mir. Nachdem du... Papa. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Mehr Taschengeld oder so gibt es ganz Nein. bestimmt nicht, Madame. Kannst du vielleicht... Mama nicht sagen, dass ich nachsitzen muss?
bitte. Mama reißt dann wieder so auf. Ach, Selina. Nein, aber es ist doch momentan eigentlich alles gut zu Hause. Und ich will nicht, dass Mama jetzt wieder ausrastet. Deswegen, es tut mir total leid. Und ich will nicht, dass der Haussegen bei uns schon wieder schief hängt. Nur weil ich mal wieder... Genau, weil du wieder hier irgendwas falsch gemacht hast. Nicht ich. Und ich muss wieder darunter leiden. Nein, du sollst einfach nur Mama nicht sagen. Okay, Selina. Du bist meine Tochter. Ich bin dein Vater und ich möchte auch, dass unsere Beziehung vernünftig ist. Ne? Und du kannst mir auch alles anvertrauen. Deswegen werde ich deiner Mutter erstmal nichts sagen. Wirklich nicht? Ich werde ihr nichts sagen. Ich werde sie nicht anlügen, aber ich werde auch nichts sagen. Ne? Aber trotzdem, wenn da ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, ne? Ja. Dann erwarte ich, dass du mit deiner Mutter redest. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber am Wochenende spätestens, weil ich habe ja gehört, du musst auch Samstag zur Schule. Ne? Viel Spaß damit. Erwarte ich schon, dass du mit ihr redest. Ja, ne? Weil sonst kriege ich auch wieder Ärger. Aber guck mal, wenn ich mit ihr drüber rede und es ist dann quasi alles schon wieder erledigt und gut, dann kann sie sich ja gar okay. nicht mehr aufregen. So, und jetzt kannst du wieder gehen, ich habe zu tun. Jetzt habe ich echt Hunger. Hä? Wolltet ihr nicht essen gehen? Warum? Hallo! Ja, ich habe übelst Hunger. Ich habe mir jetzt extra nichts gekauft. Ja, es tut mir leid, aber wir waren nicht essen, weil ich echt muss noch nicht. Was für die Arbeit machen, ganz viel. Und Selina war auch ein bisschen, also sie war schlapp, ne? Sie hatte einen tollen Tag in der Schule und dementsprechend wollte ich sie da auch nicht weiter nerven. Ja, nee, das ist echt gut. Also ich meine, Selina hat ja heute wirklich einen erfolgreichen Schultag, ne? Und wenn sie so voller Vorfreude ist, dann habe ich eine bessere Idee. Ich bestelle einfach heute Essen. Dann machen wir einen richtig schönen Familienabend. So, ich bestelle Essen und ein paar Spiele. Du mach das. Nach diesem erfolgreichen Tag von Selina können wir das gerne machen. Ich muss auf jeden Fall jetzt arbeiten. Ich habe wieder sehr viel Stress. Ist irgendwas? Was ist los? Nichts. Ich muss arbeiten. Ich kenne dich. Was ist denn los? Schatz, ich muss doch nur arbeiten. Ich habe wieder viel Stress hier. Ja, aber... Das Projekt muss bis morgen fertig werden. Ja, aber nicht, dass du jetzt wieder... Schatz, ich sag's dir, wir ziehen jetzt um. Wir können uns das nicht leisten. Nicht, dass du jetzt wieder gekündigt wirst. Was meinst du denn? Ja, du bist noch nicht mal einen Monat dort und hast jetzt schon Stress und bist überfordert. Das ist doch normal, das ist mein Job. Ich hab hier Stress und kann ich nicht einfach mal Ruhe haben? Ich möchte nur in Ruhe arbeiten, ne? Nichts anderes. Ja, aber soll ich den Kamillentee machen? Boah, ey, dann eben nicht. Ist egal, ich habe mich eh auf Selina gefreut und ich bin gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Die hat mir doch gar nicht alles über Janis erzählt. Selina? Ja? Oh, hi Mama. Hey. Du, wir haben heute noch gar nicht geschafft, wirklich miteinander zu reden. Jetzt erzähl mir mal. Also, du hast es mit Janis nur angeschnitten. Und wie war es denn der erste Schultag? Gut, habe ich doch vorhin schon gesagt. Ja, aber wie gut? Also, bei uns war das früher mal so, wir haben darüber geredet, wer wo im Urlaub war und wer den schönsten hatte. Und ja, was ihr so gemacht habt. Was haben denn deine Mitschüler so gemacht? Und ja, aber eigentlich gar nichts Spannendes so. Also, war... In Ordnung, war halt einfach der erste Schultag. Lina, sonst bist du doch auch immer so. Und du hast mit Papa schon gesprochen? Ja, es tut mir so leid. Ja, deswegen bist du wahrscheinlich auch so. Dein Vater ist halt momentan wieder total in der Stress. Und wir müssen echt aufpassen, dass er nicht gekündigt wird, ne? Der ist... Da müssen wir aufpassen, Mama. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ja, also deswegen... Ja. Also lass dich nicht stressen. Geh ihm am besten aus dem Weg, weil du weißt, wie er ist. Er ist gerade echt wieder anstrengend. Also tut mir auch leid, dass ihr deswegen nicht essen wart. Aber ich habe die Idee, ich bestelle heute Abend Essen. Wir machen Spieleabend alle zusammen, ja? Mit deinem Vater und so. Wie? So richtig cool, oder nicht? Cool, ist was anderes. Aber ja, das können wir machen. Ich würde mich aber trotzdem gerne erstmal kurz hinlegen. Ja, okay. Ich bin ein bisschen kaputt. Der erste Schultag ist anstrengend. Ja, alles gut, Selina. Dann leg dich hin und ja. Genau. Bis dann, Mama. Bis nachher. Ey, es kann doch nicht sein. Es war so gute Stimmung und jetzt tut er sogar schon wieder Selina. Ich muss mit ihm reden. Jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Ich hätte das nicht alles auf Papa schieben dürfen. Ich hoffe nur, dass der dicht hält. Bis zum Wochenende ist das vielleicht alles schon wieder vergessen und Papa denkt vielleicht auch nicht mehr dran. Und Mann, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Sag mal, ist das denn ernst? Was denn? Ja, du musst doch nicht schon am ersten Tag von unserer Tochter schon wieder so eine schlechte Stimmung hier verbreiten. Ich mach doch gar nichts, ich arbeite doch einfach ja, nur. Ja, aber merkst du es nicht? Unsere Tochter ist total depressiv, weil du schon wieder total gestresst bist und alles an ihr auslässt. Ich will gar nicht wissen, wie oft du sie schon wieder vollgemeckert hast, weil kein Kamillentee da ist oder so. Ja, okay, hast du vielleicht recht. Ich sollte vielleicht die Arbeit kurz ruhen lassen. Ich mach das heute Abend dann fertig. Ja, wir müssen stolz auf unsere Tochter sein. Guck mal, ja, bin ich doch. Sie geht bin ich voll doch. Motiviert in dieses neue Schuljahr. Bin ich doch, ist doch alles in Ordnung. Ich sag doch nichts, ich versuch doch nur meine Arbeit und die Sache
als Vater ganz gut hinzubekommen. Aber wenn ich das natürlich verbessern kann, dann mache ich das. Ja, nein, alles gut. Wie sieht es jetzt aus mit dem Essen? Ja. Ne, vielleicht wollen wir uns ein bisschen ablenken. Bestellst du was oder soll ich bestellen? Vielleicht du, bevor ich was Falsches bestelle. Okay? Das ist auch nicht gemeint. Ja, ich bestell was und okay. Dann, jetzt leg den Laptop weg. Ja, okay, hier, nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Bitteschön. Ach, Selina, Selina, Selina. Urlaub wäre auch mal wieder schön, ne? Ja, es wäre echt gut. Vielleicht müssen wir uns da mal was angucken. Wo ist denn Selina? Selina? Also, hast sie dir nicht Bescheid gegeben, oder? Nein, aber sie ist doch schon wieder viel zu spät. Sie sollte doch... Ach so, ja, also ich glaube, dass sie sich heute mit Susi treffen wollte. Ja, ja, also nach der Schule wollten sie noch was machen. Aber wir haben ihr doch gesagt, sie soll nicht so viel, damit sie gute Noten schreibt. Und aber es ist die erste Woche. Also wenn ich da locker bin, kannst du da auch locker bleiben. Also ich meine, sie hat sich mit Susi getroffen. Und wann kommt sie? Ich weiß es nicht, vielleicht so in einer Stunde? Hey. Hallo Selina. Hi Mama, warum bist du denn schon zu Hause? Ja, ich dachte, wo warst du denn? Ich war mit Janis unterwegs. Ich war mit Janis noch unterwegs. Das darf ich ja, oder? Darf ich doch. Aber dein Vater hat mir erzählt, dass du mit Susi unterwegs warst. Ja, anscheinend ja, doch nicht. Das stimmt mit Susi. Also eigentlich wollte ich mit Susi unterwegs sein, aber die hatte dann doch keine Zeit und deshalb war ich dann mit Janis unterwegs. Und ich muss jetzt aber auch in mein Zimmer, weil ich muss nämlich noch Hausaufgaben machen. Ja, mach das, ja, mach das. Mach, okay, aber morgen gehst du bitte nicht. Morgen kommst du direkt heim nach der Schule. Ja, bitte. Weil ich wollte morgen nämlich auch mal wieder irgendwie, ich habe morgen eher frei und da dachte ich, wir können ja vielleicht was Schönes mal zusammen machen. Finde ich gut. Ja. Das war jetzt der erste Tag nachsitzen und ich hatte jetzt schon Probleme, eine Ausrede zu finden. Aber gut, wenigstens hält Papa dicht. Ey, wo ist denn Selina jetzt schon wieder? Ich warte seit einer halben Stunde auf sie. Was machst du eigentlich? Du sitzt schon wieder am Laptop. Ja, ich bin mal wieder am Arbeiten. Selina ist noch nicht da? Komisch. Ach so, ja, ich glaube, heute Morgen, das hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich glaube, heute wollte sie sich mit Susi treffen nach der Schule. Ich glaube, die wollten zusammen Hausaufgaben oder so machen, aber sie müsste gleich eigentlich da sein. Gleich müsste sie da sein. Also, das musst du halt entschuldigen. Es geht um Hausaufgaben tatsächlich. Als ob sie mit Susi lernt und... Ach, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich glaube, sie lügt uns an. Selina, wo warst du denn? Du hattest doch nur 6 Stunden und du wolltest heute nach der Schule direkt nach Hause kommen. Ja, ich war heute und hab Nachhilfe gegeben. Ich hab heute in der Schule... Wie Nachhilfe? Ich dachte, du hast mit Susi Hausaufgaben gemacht. Hat mir doch gerade dein Vater gesagt. Ich hab Susi Nachhilfe. Ja, genau, das meinte ich ja. Das meinte ich. Ja, aber... Okay. Aber mutig. Du hast mich falsch verstanden. Der mutet dir nicht so viel zu, ne? Also ich meine, Janis, Nachhilfe, ja, ja, Mama, nein, das geht schon. Ich habe, das war heute wichtig mit deiner Nachhilfe. Ja, dann lass jetzt losmachen, Leute. Ich zieh mir noch kurz was anderes an, Mama, ja? Okay. Gut. Und du legst jetzt den Laptop weg. Du bist nur am Arbeiten. So, jetzt am Tag 2 ist, ob Mama das riechen würde. Da steht sie vor der Tür und wartet nur auf mich. Ach Mann, ey. Ich hoffe, das wird die nächsten Tage besser. Ich mal einen Tag, wo Mama nicht da ist. Selina, also ganz ehrlich, du hattest doch heute nur 5 Stunden. Ich habe den Stundenplan gecheckt und du bist es um 3. Wo warst du denn schon wieder? Hi Mama, du bist ja doch schon da. Ich habe heute den Bus verpasst und dann bin ich an der falschen Haltestelle ausgestiegen und das hat sich jetzt alles ein bisschen hingezogen. Du kennst mich ja, ich bin einfach ein bisschen vercheckt manchmal, ne? Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Ja, Bus verpasst. Ja, dann geh mal in dein Zimmer. Das Essen ist eh schon kalt. Ich stimmt doch was nicht. Mann, ey, das ist viel zu viel psychischer Stress für einen Teenager wie mich. Oh Mann, ey. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich hoffe, Papa hält dich. Sonst wird's richtig blöd. So, jetzt erzähl. Was denn? Ja, wo ist Selina schon wieder? Sie hatte heute nur 6 Stunden und sie ist immer noch nicht da und... Aber schau doch mal, es ist schönes Wetter. Ich meine, sie muss doch nicht jedes Mal anrufen, wenn sie eine Stunde später nach Hause kommt. Also übertreib es doch nicht. Das sagst du mir gerade. Du bist derjenige und außerdem weißt du ganz genau, Selina hat die Regel, dass sie nach der Schule immer erstmal nach Hause kommt. Dann kann sie gerne rausgehen. Das, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich sag, wie es ist. Ich kann's nicht sagen. Es ist was zwischen mir und Selina. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist geheim. Das musst du mit deiner Tochter selbst klären. Hier ist gar nichts geheim. Wir sind eine Familie. Jetzt sag mir, was los ist.
Hi Mama, hi Papa. Ich war heute noch ein bisschen draußen bei dem schönen Wetter. Das hat Papa ja bestimmt erzählt, oder? Siehst du? Genau das habe ich auch gesagt. Genau das habe ich gesagt, Selina. Nee, geh ruhig in dein Zimmer. Nein, jetzt, Selina, komm her. Wir müssen reden, definitiv. Ja, warum überall? Du. Hierher. Hat Papa denn irgendwas erzählt? Ja, dein Papa hat eben gar nichts erzählt. Und das ist das Problem jetzt hier. Ja auch gar nichts. Selina, ich will jetzt alles wissen. Was verheimlicht ihr mir? Selina, los jetzt. Es reicht. Es reicht. Oh. Es ist okay. Ich muss die ganze Woche und nächste Woche auch noch und am Samstag nachsitzen. Wie nachsitzen? Weil vielleicht habe ich am Montag ein bisschen geflunkert. Vielleicht war der erste Schultag gar nicht meins. Selina, warum muss sie nachsitzen? Wie geflunkert? Jetzt erzähl! Also, wir haben ja die neue Lehrerin, die Frau Schmidt. Und die ist ja sehr jung und sehr klein und sehr zierlich. Und die hat auf meinem Stuhl gesessen und dann habe ich ihr den Stuhl weggezogen, weil sie einfach nicht aufstehen wollte. Weil ich darf ja nirgendwo sonst sitzen. Es tut mir leid, ich konnte es dir nicht erzählen. Meine aber Tochter Selina, wollte von mir, dass ich... Sowas? Ja, aber... Bin ich jetzt raus? Sie wollte... Nein, du bleibst jetzt hier. Weil ich dachte, dass sie eine Schülerin ist aus der Klasse unter mir, die sich einfach nur einen Spaß erlaubt. Und ich habe ihr schon gesagt, dass das nicht geht. Ja, ich habe ja auch verstanden, dass das nicht in Ordnung ist. Und dafür muss ich jetzt halt die ganze Woche nach. Ich dachte, es ist alles harmonisch und es beginnt gut, das Schuljahr und dann sowas. Und warum habt ihr mir das nicht einfach erzählt? Weil ich Angst hatte, dass du... Schimpfst, ja. Und für mich war es einfach nur wichtig, dass ich meiner Tochter sagen kann, das, was du mir anvertraust, das erzähle ich auch keinem weiter, auch deiner Mutter nicht. Ja, also darum ich ging muss ehrlich nur. Sagen, ich finde es ja wirklich gut, ne, dass die Beziehung und alles so gut und läuft. Und deswegen bin ich aber, stopp! Du lügst mich trotzdem nicht mehr zukünftig an und du auch nicht, Selina. Ganz ehrlich, dass du nicht so gestresst bist. Ja, Selina, aber wenn doch jemand entspannt ist, dann bin ich es doch eigentlich. Natürlich bin ich gestresst und da müssen wir auch was finden. Aber ihr habt euch so gefreut, dass der Schultag gut war. Ja, Selina, also es wird definitiv Konsequenzen geben, aber zukünftig lügt ihr mich bitte nicht mehr an. Weil das ist viel, viel schlimmer, als wenn ich erfahre, dass du sowas getan hast. Ich hätte Papa echt nicht dazu zwingen sollen, das für sich zu behalten. Ach, Mann, ey. Und hätte ich es Mama eher erzählen sollen? So. Ciao, Papa, ich gehe dann. Ich treffe mich noch mit Janis. Was? Einen Moment, bitte. Ja, würde ich eine 2 plus heute geben. Selina, Schatz, wo möchtest du denn hin? Wir hatten doch ausgemacht, dass du heute zu Hause bleibst. Du schreibst morgen deine erste Mathearbeit. Also, du denkst doch nicht, dass du jetzt einfach rausgehen kannst, oder? Och, Papa, was soll denn das? Ich hab schon gelernt und außerdem ist das die erste Arbeit. Das hab ich nicht gesehen. Psst, das ist die erste Arbeit. Weißt du, da muss ich mich noch nicht so. Ich kann das Thema im Schlaf. Außerdem gehe ich doch jetzt zu Janis und der ist total gut in Mathe. Und der kann mir das auch zeigen. Der hatte das ja schon. Einen Moment, bitte. Diesmal eine 2 minus nur. Madame, das kommt gar nicht in Frage. Also willst du mich jetzt damit ködern und sagen, so im Sinne von so, ja, Janis kann das ja, ich kann ja mit ihm lernen? Kommt doch ganz bestimmt nicht in Frage bei diesem Wetter, hm? Da seid ihr doch bestimmt bei der Eisdiele oder so. Kommt nicht in Frage. Du bleibst jetzt zu Hause. Einen Moment. Ich wusste es. Siehst du, für eine Mathearbeit lernt man im Durchschnitt 5,5 Stunden. Da soll ich noch nicht mal 5 Minuten dafür gelernt. Also, ganz schnell ins Zimmer und lernen. Aber sofort. Jetzt mal, nur mal so gesprochen, ich erinnere mich da was an was ganz dunkel. Da warst du mit Onkel Alex essen und Mama soll das ja nicht wissen. Und ich will auch wirklich nicht, dass mir da was rausrutscht. Aber wenn ich jetzt nicht mit Janis rausgehen kann, kann ich für gar nichts garantieren. Das war jetzt wieder sowas von klar, ne? Dass du wieder diese Karte spielst, hätte ich von dir eigentlich erwartet, weil ich meine, du bist die Tochter deiner Mutter und auch die Tochter von deinem Vater und ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Okay, folgender Deal. Du bist jetzt 2 Stunden unterwegs, kommst dann nach Hause, bringst was zu essen mit und lernst jetzt den Rest des Abends dann nur noch für die Mathearbeit, okay? Weil ich möchte nicht, dass du mit einer 5 nach Hause kommst und sagst, ja, ich konnte das nicht und ich hatte keine Zeit zum Lernen. Ne? Kommt nicht in Frage. Schlechter als eine 2 und es gibt Ärger, sage ich dir. Ne? In 2 Stunden bist du wieder da. Ja, ja, ich bin in 2-3 Stunden wieder da. Und 2 Stunden! Vollkommen unnötiger Stress. Eieiei, immer diese Kinder. Hier steht im Durchschnitt sogar 6 Stunden. Hätte ich ihr das mal lieber gesagt, dann wäre sie vielleicht zu Hause geblieben, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Diesmal eine 1 plus. Ich liebe diesen Kamillentee. Komm du mal zu spät nach Hause, Selina. Dann kannst du was erleben. Nur noch im
geschafft. Selina? Mann, Papa, was ist denn? Einmal bitte Richtung Küche. Nein, danke. Ich bin am Lernen. Aha, wenn ich das wüsste. Jetzt komm hier hin. Du denkst doch nicht wirklich, ich hätte das nicht gemerkt. Und du bist am Lernen. Mhm, alles klar. Du bist eine halbe Stunde zu spät und du weißt ganz genau, was das heißt, ne? Es gibt Strafarbeiten und du solltest jetzt mal langsam wirklich anfangen, für deine Mathearbeit zu lernen. Auf einer Internetseite habe ich gelesen, man soll im Durchschnitt sogar 7 Stunden lernen für eine Mathearbeit. Und dadurch, dass du eher unterdurchschnittliche Leistungen in der Schule hast, solltest du vielleicht 8 oder 9 Stunden lernen. Ja, genau. Im Durchschnitt 7 Stunden, Papa. Du bist wirklich eine super Unterstützung. Du machst mir richtig Mut. Das ist ja wirklich wundervoll, dir dabei zuzuhören. Aber ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich nicht mal, dass das wirklich eine Arbeit wird. Vielleicht nur so eine LK oder so. Weil wir hatten doch gerade erst Ferien. Außerdem kann ich das Thema wirklich im Schlaf. Ich weiß selber schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich will ja auch nicht wieder so ein schlechtes Zeugnis. Also, mach dir mal nicht so Sorgen. Madame, kommst du einmal bitte? Oh, Papa. Los! Ich habe so keine Lust jetzt mit dir. Warum? Wozu? Darum. Aber was müssen wir denn jetzt? Du hältst mich vom Lernen ab. Ach so, jetzt auf einmal, Selina. Ja. Jetzt auf einmal halte ich dich vom Lernen ab. Ja. Und was hast du die ganze Zeit? Wo warst du denn gerade die ganze Zeit? Ja, ich war mit Selina, Jahres unterwegs. Ich möchte nicht über die Vergangenheit reden, sondern über die Zukunft. Und deine Zukunft ist super wichtig, sage ich dir, meine Liebe. Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, was das hier werden soll? Wenn ja, dein Leben so weitergeht. Ja, zufällig schon. Ja, was möchtest du denn mal später werden? Ich will Meeresbiologin werden. Ach, das, also tut mir leid, also das, von diesem Gedanken musst du dich langsam verabschieden. Was? Du wirst entweder Architektin oder bei der Bank arbeiten, wie deine Mutter oder ich. Ich will noch nicht so du werden machst wie das ihr. Gleiche, ich will nicht was so ein wir Spießer machen. Werden wie ihr, Papa. Ach so, für eine Spießerin lebst du aber ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, ja, dafür, dass du so viel Taschengeld bekommst. Selina, so kann das nicht weitergehen. Ich habe gelesen, dass im Durchschnitt Menschen, die nicht für ihre Arbeiten lernen, im Durchschnitt später zu 99% arbeitslos werden. Papa, möchtest du das? Ich habe es im Internet gelesen, also muss es ja stimmen. Warum musst du denn jetzt schon wieder so ausrasten? Das ist doch so ein Quatsch. Selina, lern für deine Arbeit und ich sage dir... Ich will doch für meine Arbeit lernen. Es ist wirklich kein schwieriges Thema. Außerdem fällt Mathe mir nicht so schwer. Ich sag dir jetzt mal eins. Du kannst gerne so weitermachen. Wenn ich nur einen, wirklich nur einen Anruf von deiner Lehrerin bekomme, wo du, apropos, gar nicht so einen guten Eindruck hinterlassen hast... Das ist ja nicht meine Mathelehrerin. Hör mir jetzt zu, ich sag dir was. Entweder du kommst mit einer 2 oder besser nach Hause oder... Ich sage dir was, ich schicke dich auf eine andere Schule. Weißt du was, Papa? Ich schicke dich auf eine andere Schule. Papa, ich bringe sogar eine 1 nach Hause. Ja, gut, komm, sogar jetzt lernen. Eine 1. Träum ruhig weiter. Du hattest wahrscheinlich nie eine 1 in der Schule. Architektin oder bei der Bank? Hey, der übertreibt es doch einfach schon wieder komplett. Warum kann ich nicht mal in der Familie sein, wo nicht immer alle übertreiben? Erstmal Susi anrufen. Hey. Ja. Nein, was ist mein... Nein, ich wollte eigentlich nur mit dir über meinen Vater reden. Der dreht schon wieder komplett durch wegen dieser Mathe-LK. Ja, ich weiß, es ist eine Arbeit, aber das wird doch nicht so riesig werden. So viel haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ja. Was dir fällt? Du findest das auch schwer? Wie lange hast du denn schon gelernt? 4 Stunden? Ja gut, aber du bist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn es um Mathe geht, ne? Ja, nein, ist so... Ja, nein, gut. Ja, okay, wenn du das auch so siehst, dann lerne ich jetzt auch noch ein bisschen. Okay. Schickst du mir ein paar Aufgaben rüber? Danke, ciao. Ja? Hi, Schatz. Na, wie ist es so? Ja, kann ich verstehen, wenn die Kollegen nerven. Ja, ich weiß, ist ja die erste Dienstreise. Du, hier ist alles in Ordnung. Wetter ist schön. Ne, wir haben keine Probleme, wir haben was gegessen. Alles gut. Bei Selina? Ja. Ja, du kennst Selina. Ja, sie schreibt morgen ihre erste Mathearbeit. Hat sie dich eigentlich informiert? Natürlich nicht. Ja, war mir klar. Nee, sie möchte auch nicht bei der Bank arbeiten. Oder auch keine Architektin werden. Das ist nicht in Ordnung. Wie kannst du sie da unterstützen? Nein. Darüber reden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ja, ich bin ruhig. Ich warte jetzt ab, was passiert. Na, und dann gucken wir einfach. Ich habe gesagt, nicht schlechter als eine 2. Nicht schlechter als eine 2, habe ich gesagt. Ja, viel Spaß noch. Soll das Kind machen, was es will? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ach, hallo Selina, Schatz. Hey, Papa. Oh, ich sag dir, das war vielleicht eine Woche... Die Klimaanlage ist auch bei uns ausgefallen. Es ist so warm bei uns im Büro.
Aber gut, die Woche ist jetzt vorbei. Ich kann mich entspannen. Hey Papa, du siehst heute wirklich echt super fresh aus. Deine Haare stehen dir super. Die sind heute voluminöser als sonst. Und außerdem bist du der tollste Papa auf dieser Welt. Ach, danke, Schatz. Also du bist wirklich toll und du wärst mir niemals böse, wenn es in der Schule nicht so gut laufen würde, oder? Selina, was ist das? Ja. Was meinst du damit gerade? Gar nichts ist das. Gar nichts ist das. Selina, bitte sag mir nicht, dass ihr eure Mathearbeit zurückbekommen habt. Ich wusste es. Selina, in dieser Art und Weise kannst du kein normales Leben führen. Ich hab dir das gesagt. Aber ich hab mein Allerbestes gegeben, Papa. Dein Allerbestes reicht aber nicht. Haben wir ja letztens gesehen, vor ein paar Tagen, wo du unterwegs warst und gesagt hast, das reicht. Anscheinend reicht es nicht. Aber welche Note ist es? Sag es mir. Welche Note ist es? Nein. Sag es! Nein, ich will es dir nicht sagen. Selina, du sagst mir jetzt, muss ich dir das jetzt aus der Hand reißen? Nein. Sag mir, welche Note du geschrieben hast. Nein. Tu es das jetzt. Ist, Papa, ich... Ganz... Sag es! Erwähnenswerte Note. Ich möchte jetzt... Hör auf zu lachen. Sag mir jetzt deine Note. Nein. Oh Mann, aber Papa, ich hab wirklich mein allerbestes gegeben und alles versucht und... Ich bereite mich auf das Schlimmste vor. Ist es eine 5? Ist es eine 5? 5 minus? Oh mein Gott, Selina. Deine erste Arbeit, eine 5 minus. Das ganze Jahr, weißt du, wie schlimm das jetzt für dich wird? Das ganze halbe Jahr? Aber ich kann ja... So wird das nichts! Ich kann ja eine Berechtigung... Ruhe! Wie oft noch? Wie oft noch muss ich hier den Tisch kaputt machen, damit du es verstehst? Ich kann noch eine Berechtigung machen und dann bekomme ich vielleicht... Ab auf dein Zimmer, aber ganz schnell. Ich möchte dich heute nicht mehr sehen. Ganz schnell auf dein Zimmer. Geh sofort auf... Nimm das hier mit! Nimm das mit! Nein! Oh Mann, Papa! Schon wieder nur eine... 1 plus. Wenn er das rausfindet, oh mein Gott, wenn er jetzt meine Lehrerin anruft und sie fragt, was ich für eine Note habe und sie sagt ihm, dass ich volle Punktzahl habe. Jackpot, absoluter Jackpot. Also ich weiß nicht, was soll ich mit diesem Kind machen? So kann es nicht weitergehen, echt. Es ist unfassbar, eine 5 minus in der ersten Arbeit. Ich muss mich direkt bei der Lehrerin entschuldigen. Wer war sie denn nochmal? Okay. 1, 2, 1, 2. Ja, hallo? Ja, Herr Zufall hier. Ja, genau, der Vater von Selina. Ja, bevor Sie irgendwas sagen, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Für die Arbeit. Also, das ist keine Leistung, die... Wie bitte? Oh, ja, das war nur ein Spaß. Ja, natürlich weiß ich das. Natürlich weiß ich, dass sie eine 1 plus hat. Natürlich. Es war nur ein Spaß. Es tut mir leid. Ich wollte nur noch mal verifizieren, ob das wirklich so ist. Wirklich, sie hat eine 1 plus? Wow, da können wir stolz sein. Okay, sie soll zur Mathe-Olympiade. Okay. Ja, alles klar. Ja, natürlich freue ich mich. Ja, ich klinge vielleicht nicht so, aber natürlich, natürlich. Ja, schöne Grüße. Also eigentlich sollte ich mich freuen, aber... Oh Gott, jetzt muss ich zu Selina und mich entschuldigen. Wie immer. Ach, Susi. Nein, jetzt wein doch nicht. Es ist doch 3 minus, ist doch überhaupt nicht so schlecht. Du wirst doch sowieso nichts mit Mathe machen später. Das sieht, glaube ich, auch echt ein bisschen blöd angestellt. So schwer war es nicht. Aber nein, ach Quatsch. Nee, mein Vater weiß es noch gar nicht. Der geht davon aus, dass ich eine voll schlechte Note habe. Oh, warte. Ich glaube, er kommt. Ciao. Ach, meine liebe Tochter, Selina. Du weißt doch, dass das alles nur Spaß war. Weißt du was? Es ist nicht schlimm, wenn du eine 5 minus hast. Wirklich nicht. Es ist nicht schlimm. Also, ich glaube daran, dass du wirklich in Zukunft auch bessere Noten schreiben wirst. Also, meinen kleinen Ausraster musst du verzeihen. Ich habe gerade Probleme bei der Arbeit, aber ich glaube fest wirklich an dich. Die nächste Arbeit wird bestimmt gut, ne? Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Arbeit auch gewisse gute Aspekte hatte, oder? Weil du bist eigentlich fleißig, da gebe ich dir recht. Also, tut's mir eigentlich. Als ob ich dir das abkaufe, Papa. Du kannst so überhaupt nicht lügen. Das sieht man dir echt, also... Das sieht man dir auf 3 Kilometer Entfernung an. Da musst du dir echt mal was von mir angucken. Es tut mir wirklich leid. Wen hast du angerufen? Von wem hast du es erfahren? Hast du meine Lehrerin angerufen? War es schön peinlich? Ja, es war ziemlich peinlich. Selina, es tut mir wirklich leid. Ja, du brauchst jetzt nicht lachen. Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte wirklich den Eindruck, als hättest du dafür nicht gelernt. Und eine 1 plus und Mathe-Olympiade? Wow, also das gab es bei uns in der Familie noch nie. Also wirklich Respekt dafür. Und okay, du kriegst dafür sogar eine Taschengelderhöhung. Bist du damit einverstanden oder nicht? Nimmst du es als Entschuldigung an jetzt?
Eigentlich eine ganz angemessene Entschuldigung, Papa, aber wir sprechen hier doch schon über eine dauerhafte Erhöhung, oder? Ja. Und ich würde vor allem für diese Leistung, also ich weiß nicht, ob du weißt, um was es geht, aber das ist eine 1+. Und ich soll zur Mathe-Olympiade, weil ich so gut in Mathe bin. Also vielleicht sollten wir da schon über so 50-60% mehr sprechen. Okay, das sind ja dann auch nur 2-3 Euro, oder? Papa, das sind 20 oder 30 Euro. Ja gut. Je nachdem, 30 Euro. Ich bin nicht gut in Mathe, deswegen bin ich Architekt geworden. Deswegen ist in Ordnung. Entschuldige bitte. Das war es ja jetzt mal sowas von wert. Ich meine, 30 Euro dauerhafte Taschengelderhöhung. Ich glaube, Papa weiß gar nicht, wie viel das ist aufs Jahr gerechnet. Aber eigentlich will ich gar nicht zu dieser blöden Mathe-Olympiade. Es ist übers Wochenende und am Wochenende habe ich ja wohl echt Besseres zu... Ich glaube, damit beschäftige ich mich ein andermal. Vielleicht kommt ja auch Janis mit. Das war wieder mal typisch Papa-Zufall, oder? Endlich mal ein entspannter Morgen, ey. Wo ist denn eigentlich Selina? Die müsste doch schon längst aufstehen. Die ist schon wieder total spät dran. Es ist so entspannt, mal kein Stress. Ich vermisse ihn zwar, aber irgendwie hat er sich auch verdient. Selina? Hey Mama, du sag mal, hast du meinen Rucksack gesehen und meine Haargummis? Ich finde gerade überhaupt nichts, Mama. Oh Mann, ich hab verschlafen. Selina, nicht so ein Stress am Morgen. Woher soll ich wissen, wo deine Haargummis sind in deinem Rucksack? Du bist alt genug, das wird bestimmt in deinem Zimmer liegen. Und jetzt, du bist schon wieder viel zu spät dran, dein Bus kommt gleich. Ja, Mama, ich weiß, dass mein Bus gleich kommt, aber ich weiß halt nicht, wo meine Sachen sind. Ich muss das eigentlich mal abends hinlegen. Oh Mann! Das Kind macht mich wahnsinnig. Das war's mit dem ruhigen Morgen. Dass man nicht einfach mal in der Familie Zufall entspannt in den Tag starten kann. Hey, warum können wir nicht... Oh Mann! So klein ist doch der Rucksack eigentlich gar nicht. Ah, ja, super. Wenn ich die Tür aufmache, sehe ich den natürlich nicht. Komm, wir sind zu spät. Selina, jetzt mach mal flott, dein Bus kommt. Ich kann dich heute nicht fahren. Ja, Mama, ich bin unterwegs. Tschüss, Mama. Mama, ich habe den Bus verpasst. Der ist gerade von mir weggefahren. Kannst du mich wirklich nicht fahren? Selina, ich kann dich heute nicht fahren. Ich muss auf die Arbeit. Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Termin. Ruf einfach in der Schule an, sag, du kommst eine Stunde später und dann musst du halt laufen oder du musst den nächsten Bus nehmen. Ich schaff das jetzt nicht, ich muss echt los. Ja, der Tag fängt ja echt super an, dann laufe ich halt. Oh Mist! Ah, ich schaff das nie im Leben. Wo hab ich denn jetzt mein Handy? Das klingelt doch schon wieder. Hier. Oh, ich muss los. Hallo, Frau Zufall? Ich bin unterwegs, ich... Ah, okay. Ach, die haben abgesagt. Ach, ärgerlich. Mhm. Ja, gerne. Das ist gar nicht schlimm, dann bleibe ich heute... Genau. Ja, dann mache ich morgen einfach länger. Und dann bleibe ich heute daheim. Ist nicht schlimm. Es tut mir ganz gut. Vielen lieben Dank. Tschüss. Oh, da fängt man so einen stressigen Tag an und dann habe ich frei. Okay, was mache ich jetzt damit? Mein Mann ist nicht da, Selina ist in der Schule. Eigentlich könnte ich meine Mädels mal wieder fragen. Wir können eigentlich mal wieder einen schönen Tag machen. Ja, jetzt wo mein Mann nicht da ist. Was er kann, kann ich auch. Ach, das ist ärgerlich, dass du heute nicht kannst. Ja, ich habe keine Ahnung, wann mein Mann wiederkommt. Also von daher, ich denke, ich habe die nächsten Tage noch Zeit. Ich muss das nur mit Selina abklären. Ja, klar. Oh, warte mal ganz kurz, klopft gerade an der Tür. Ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück, ja? Gut, bis gleich. Ach, hallo Frau Meier. Ach, Frau Zufall, ich habe gesehen, Ihr Auto steht noch unten. Und ja, Sie sind ja noch da. Super, normal sind Sie ja um die Zeit schon bei der Arbeit. Ja, tatsächlich. Ich, komme einfach mal kurz rein. Ich habe direkt meinen Kaffee mitgebracht. Ja, ja. Ich wollte mal hören, wie es Ihnen so geht, wie es mit dem Umzug jetzt geplant ist. Ja, genau, Frau Meier, da wollte ich noch zu Ihnen kommen. Ich habe Ihnen ja letztens schon gesagt am Telefon, momentan ist alles etwas schwierig bei uns. Und aber bei mir ist es auch schwierig mit dem neuen Mieter. Sie wissen ja, der muss wir nehmen rein. Die Wohnung definitiv. Aber
wir brauchen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, wir zahlen zur Not auch die doppelte Miete. Das ist kein Problem, aber es wird erst in 4 Wochen möglich sein. Ja, ich muss das nochmal angucken, aber ich glaube, das wird. Hatten Sie sonst noch was vor? Ja, ich habe noch bei der mit der Freunde-WG, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was haben wir denn mit der Freunde-WG zu tun? Ja, wir wohnen ja hier alle zusammen, deswegen dachte ich, interessiert Sie das bestimmt ja auch. Also die waren gestern wieder bei mir und der Junge da, der Sam, der ist einfach wieder weg. Ach, das ist der kleine Laute, ne? Der kleine, ja, der große Laute. Wie dieser, ist der weg? Warum ist dieser Junge, ne? Das ist, niemand weiß, wo er ist, einfach verschwunden. Okay, ja. Also und die Mädels suchen ihn, die sind total verzweifelt, die haben schon seine Eltern angerufen und niemand weiß was. Ach, verrückt. Ja, wo ist eigentlich der Mann? Also ich weiß nicht, wo Sam ist, so heißt er doch aus der Freunde-WG. Ja, Sam. Ja, mein Mann, keine Ahnung. Den auch schon lange nicht mehr. Ja, das ist auch so eine Sache. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wo Sam ist. Ja. Ich würde auch gerne wissen, wo mein Mann ist, das weiß ich nämlich auch nicht. Frau Meier, wir können gerne später nochmal reden, wenn Sie möchten. Sagen Sie mir Bescheid, dann trinken wir noch einen Kaffee zusammen. Ja, dann klar. Ich noch einen Kaffee für Sie. Gerne, gerne, sehr nett. Ich habe auch Kaffee da. Okay. Danke, Frau Meier, ne? Immer gerne. Tschüss. Emma. Hallo Selina, wie war dein Tag? Toll. Selina, stopp! Oh. Selina! Ja, stopp, Selina. Mama, ich habe jetzt keinen Bock zu reden, wirklich nicht. Heb dein Zeug auf! Heb du es doch auf! Ich glaube, also wirklich, ist bei dir eine Sicherung durchgebrannt. Dein Zeug aufheben! Selina! Ey, was habe ich falsch gemacht bei ihr? Mann, ey, ich hasse Schule, ich hasse Schule, ich will da nicht mehr hin. Und Mama nervt jetzt auch noch. Ich will nur meine Ruhe. Selina, so nicht. Ich trage dir dein Zeug nicht mehr hinterher. Also ganz ehrlich. Mama, kannst du bitte einfach rausgehen? Nee, Selina, was ist mit dir los? Was ist schon wieder passiert? Ja, Mama, danke, dass du mir meine Sachen hergebracht hast. Wäre nicht nötig gewesen. Ich habe keine Hausaufgaben. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Selina, kannst du mich jetzt einfach in Ruhe lassen? Selina, ich lass dich nicht in Ruhe. Was ist los? Ich habe keine Lust, mit dir drüber zu reden. Mama, wirklich, kannst du bitte einfach rausgehen? Ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Mach mich fertig, ganz ehrlich. Also, und Mama, geh bitte jetzt einfach, okay? Also, du hast das, ich glaube echt, du kommst extrem nach deinem Vater. Selina, das Tschüss. Essen ist dann auch fertig. Selina, komm dann bitte später zum Essen, wenn du dich beruhigt hast. Und das passiert nicht nochmal. Nein, ich. Oh. Nein, aber ich finde was stimmt mit. Jetzt ruft sie wieder ihre Susi an. Nein, weil wir doch nur Freunde sind und du hast es nicht mal hinbekommen zu sagen. Hallo? Kriegst du dich noch mit? Weißt du, wie schlimm das für mich war? Ich kann ja nichts dafür, dass deine Eltern nicht so peinlich sind wie meine. Und die sind doch nicht peinlich. Blöde Melina nicht über dich herzieht, aber das heißt doch nicht, dass du mich. Ja, okay. Weißt du was, dann ist das halt so. Dann ist jetzt die Freundschaft halt gekündigt. Du kannst ja morgen jemand anderen suchen, bei dem du Mathe abschreiben kannst. Blöde Kuh. Selina? Oh Mama, ich hab doch gesagt raus. Ja, ich hab ganz zufällig gerade das Gespräch mitgehört. Also, hast du gerade an meiner Tür gelauscht? Selina, ja, weil ich deine Mutter bin und mir Sorgen mach. Was ist mit dieser Melina? Was hat sie gesagt? Und warum sind wir peinlich? Mama, du durchsuchst mein Zimmer, du lauschst an meiner Tür und dann fragst du mich noch, warum ihr peinlich seid. Selina! Fragst du mich noch, warum ihr peinlich seid? Mama, ich hatte einen super blöden Tag, okay? Und Susi ist blöd und Melina ist blöd und alle sind blöd und bitte sei du jetzt nicht auch noch blöd, Mama. Kannst du bitte einfach rausgehen? Bitte! Mann, ich will doch nur dir helfen. Ich bin doch deine Mutter. Ich lass dich jetzt in Ruhe, wenn du reden willst, dann, du Mama, weißt... Mama, raus! Ja, wenn du reden willst, du weißt, wo ich bin, okay? Mein armes Mäuschen. Ich hoffe, sie wird nicht gemobbt oder so. Wo ist ihr Vater, wenn man ihn braucht? Wirklich! Oh. Aber der ist ja schön irgendwo am Meer. So, jetzt rufe ich mal meinen Mann an. Sich auch noch nicht einmal gemeldet. Da kann was erleben, wenn er wieder da ist. Mailbox. Ist das dein Ernst? Scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, wie es uns geht? Da macht mich wahnsinnig. Da kann was erleben, wenn er wieder da ist. Was mache ich denn jetzt mit Selina? Die macht mich wahnsinnig. Ich bin froh, wenn die Pubertät vorbei ist. So, sie muss mir jetzt erzählen, was los ist. Selina!
kannst du draußen... Selina, du brauchst deine Augen nicht verdrehen. Nein, ich gehe jetzt nicht raus. Ich bin deine Mutter und ich will jetzt wissen, was los ist. Ich will einfach die Klasse wechseln, okay? Ich würde gerne in die 9B. Liegt das an dieser komischen Melina oder so? Was ist denn passiert? Ich will einfach in eine andere Klasse, Mama. Selina, darüber... Die sind alle blöd in meiner Klasse. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Wir können auch darüber reden. Und du weißt, ich bin die Letzte und dein Vater, die das nicht unterstützen. Aber ich möchte wissen, was los ist. Was ist passiert? Ich kann ja auch... Ich könnte ja auch in die 11C zum Beispiel, weil... Mom, in meinem Alter sind die alle blöd und die sind alle noch ja, nicht vorbei. Ja, Selina, aber zwei Klassen überspringen, du kennst Janis deinen Not. Ja, das ist ja schön. Wie, Janis ist schon in der 11. Ich dachte, er ist nur ein Jahr älter. Nein, Janis ist zwei Jahre älter. Okay, gut, dass wir das auch wissen. Selina, also erst machst du deinen Notenspiegel dieses Jahr gesehen. Du dieses bist nicht Jahr? In die 11. Das funktioniert auch Mama, gar nicht. Mama, aber guck mal, ich war doch so gut in der letzten Mathearbeit. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Aber ich soll zu der Mathe-Olympiade und Papa war super stolz auf mich. Warum kann ich denn nicht überspringen? Ich will einfach nur zwei Klassen überspringen. Nein, Selina, du wirst nicht überspringen. Und außerdem, du weißt gar nicht, wie schwierig sowas ist. Das ist gar nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Ich möchte erst mal wissen, was überhaupt passiert ist. Ja, weil Melina... Kennst du Melina? Die ist bei mir in der Klasse. Und... Die mobbt mich. Die ist gemein zu mir. Was hat sie denn gesagt? Dass ihr peinlich seid. Und Papa hat letztens so einen super peinlichen Facebook-Post gemacht. Und seitdem habe ich einen richtig blöden Spitznamen. Oh, ja, dein Vater wieder. Und die machen sich über euch lustig. Und die machen sich über mich lustig. Ich kann das nicht mehr. Und heute hat Susi auch noch mitgemacht. Und hat nicht mal was dagegen gesagt. Ja, dann, ich habe dir immer gesagt, dass Susi keine gute Freundin ist. Selina, das geht gar nicht. Mobbing in der Schule geht überhaupt nicht. Du weißt... Eltern sind immer peinlich und eigentlich kannst du froh sein, dass du so coole junge Eltern hast. Ja, und super cool und Selina, super, ja. Es gibt immer welche, die schlecht reden. Davon abgesehen, falsche Menschen gibt es immer. Und weißt du was? Das lassen wir nicht durchgehen. Ich will nicht, dass du gemobbt wirst. Ich rufe heute in der Schule an. Und ich nicht in der Schule. Natürlich rufe ich in der Schule an. Wir hatten doch gerade das Gespräch darüber, dass du peinlich bist. Und Papa ist auch peinlich. Da könnt ihr nicht in der Schule anrufen. Ja, aber ich möchte mit deiner Lehrerin reden. Das kann ja, doch nicht meine angehen. Lehrerin, wenn meine Lehrerin mich mögen würde, dann hätte sie vielleicht auch mal was dagegen gesagt. Aber das macht sie nicht. Also offensichtlich bin ich in dieser Klasse komplett fehl am Platz. Und ja, vielleicht bin ich das alles dir nur so... Weißt du, guck mal, überleg mal, was du letztens gemacht hast mit deiner Lehrerin. Du bist auch nicht immer die Netteste. Das ist doch nicht unsere Klassenlehrerin. Ja, Selina, oder du klärst das mit deinen Mädels in der Klasse. Ich werde mit deinem Vater darüber reden, was das Mobbing angeht. Und dein Vater wird genau an der gleichen Stelle genauso denken wie ich. Kannst du das mit dem Mobbing vielleicht weglassen? Papa rennt dann wieder in die Schule und macht dort einen total peinlichen Aufstand. Ja, Selina, aber wir müssen da eine Lösung finden. Also entweder klärst du das alleine oder ich kläre das für dich. Auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, hör nicht drauf, was andere sagen. Es wird immer geben. Und wenn du irgendwann arbeiten gehst, wird es das auch geben. Also Selina, einfach versuch jetzt einfach, dich ein bisschen auszuruhen. Und das mit Susi, ich habe dir schon mal gesagt, dass es keine gute Freundin ist. Ach, und vielleicht kann ich dich gerade auf andere Gedanken bringen. Sag mal, hast du eigentlich von der Freunde-WG gehört, dass Sam verschwunden ist? Nee, also keine Ahnung, warum sollten die mir das erzählen? Ich ja, war da zwar letztes weiß Mal noch, wie, oben, aber... wie Frau Meier ist. Sie war heute kurz da und die hat irgendwie gemeint, dass die diese Liz und die Merle da irgendwie voll Aufstand machen. Ja, aber die sind super, aber die sind super cool in der Freunde-WG. Ja, und die sind vielleicht ganz nett, aber... Aber nein, keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube auch nicht, dass der mir Bescheid sagen würde, wenn er irgendwo hingeht. Also wenn du ihn siehst, dann kannst du ja mir dann kurz Bescheid sagen, Frau Meier. Ihm, geh bitte zurück in die Wohnung. Oder was soll ich denn machen? Soll ich ihn reintragen? Keine Ahnung, sag uns einfach Bescheid. Gut, Selina, ich mache jetzt erstmal Essen fertig und mache uns einen schönen Tee. Dann lass uns heute einen schönen DVD-Abend machen, okay? Okay. Du hast heute keine Hausaufgaben auf. Ja. Jetzt ruhe dich etwas aus und wir reden dann nochmal. Okay, bis dann, Mama. Also Mobbing in der Schule geht gar nicht. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr angerufen in der Schule oder das lieber gelassen? Ich muss eigentlich noch einkaufen. Was ist das denn jetzt? Zufall? Ah, hallo, guten Tag. Ja? Ach, Selina hat einen Schulausflug. Das hat sie mir noch gar nicht gesagt. Ah, eine City-Tour, ja. Den Zettel? Ja, natürlich, den unterschreibe ich. Ich denke schon, dass Selina... Ja. Ja. Gut zu wissen. Ja, ich, natürlich wird sie mitkommen.
Ja, vielen lieben Dank. Wiederhören. Hat Selina mir das nicht gesagt, dass sie einen Schulausflug hat? Sie wollte doch eigentlich jetzt momentan noch nicht in die Schule. Hey Mama, ich habe total vergessen, dass heute dieser Schulausflug ist und ich habe hier noch den Zettel, den müsstest du mir bitte unbedingt noch unterschreiben, ja? Ja, Selina. Ganz wichtig. Hier, das ist der Zettel, den brauche ich unterschrieben, damit ich dann gleich los kann. Selina, ich dachte, du gehst jetzt nicht in die Schule. Ich gehe auch nicht in die Schule, das ist der Schulausflug. Der ja, ist... aber Selina, es geht nicht, dass du sagst, du bist nicht in die Schule, aber du gehst zu einem Schulausflug. Ja, also dann gehst du aber auch wirklich ab morgen wieder in die Schule. Weißt du, das Ding ist, bei dem Schulausflug ist es doch alles ein bisschen lockerer. Und vielleicht kann ich da wieder ein bisschen, weiß nicht, Anschluss finden bei den anderen. Ja, also das klingt gut und ich unterstütze dich da. Aber wie ist das denn jetzt mit dem Mobbing? Ich dachte, du wirst... Ja, ich weiß es ja noch nicht. Ich will das heute mal gucken. Keine Ahnung. Selina, ich habe echt Bauchschmerzen. Ich will nicht, dass du da so gemobbt wirst und so. Aber außerdem hat deine Lehrerin mich auch gerade angerufen wegen dem Zettel. Und die hat auch gemeint, dass auch die Elternteile mitkommen können. Mama... Ja, aber warum? Ich kann doch mitkommen und dann kann ich auf dich aufpassen. Mama, ich werde doch schon... Nein, ich werde doch eh schon gemobbt. Dann kannst du doch nicht noch mitkommen. Ich werde gemobbt, weil Papa peinlich ist und... Ja, aber Selina... Dann kommst du mit auf den Schulausflug? Ist das dein Ernst? Das wird nicht passieren, Mama. Bitte unterschreib einfach den Zettel und dann kann ich los. Ja, aber danach kommst du definitiv sofort nach Hause. Du hast ja Hausarrest, das weißt du noch. Okay. Ja. Ich unterschreibe es. Wann geht's denn heute los? Ja, gleich. Also soll ich dich fahren? Nein, ich kann alleine. Ja, okay. Das schaffe ich gerade. Ja, ich unterschreibe es dir. Okay, Mama, ich gehe jetzt. Dann Zettel habe ich ja. Ja, okay. Ja, okay, Selina. Oh, die ist immer so schnell weg. Oh. Eigentlich dachte ich, wir reden über alles und sie sagt mir das noch nicht mal sowas, erzählt sie mir mit dem Schulausflug. Ich mache mir echt Gedanken. Soll ich hinterher? Dann kann ich vielleicht einschreiten und oh, da wird sie so sauer auf mich. Aber gut, wenn die anderen mich nicht sehen, dann... Dein Vater würde das wahrscheinlich auch machen. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich fahre hinterher. Ich gucke mir das aus der Ferne an. Wenn irgendwas ist, ich muss meine Tochter schützen. Super unangenehm. Hier sind alle total abweisend und irgendwie redet auch keiner mit mir. Mann. Willkommen in der Rally Zone am Standort Bielefeld. Habt ihr das, habt ihr das schon mal gespielt an einem anderen Standort? Nee, also ich nicht. Okay, dann erkläre ich euch noch einmal kurz die Regeln. Also wir haben jetzt hier eine Stadtrallye, bei der ihr verschiedene Aufgaben machen müsst. Dafür bekommt ihr alle von uns ein iPad zugestellt. Und bei diesem iPad findet ihr verschiedene Standorte auf der Karte und ihr müsst die verschiedenen Standorte abklappern und da verschiedene Aufgaben machen. Die roten Aufgaben sind die schwersten, dafür kriegt ihr allerdings auch am meisten Punkte. Und dann gibt's noch also die hier? Genau, genau. Und dann gibt es noch die blauen und die grünen Aufgaben. Die müsst ihr dann nach und nach alle machen und da könnt ihr euch in Teams einteilen und am Ende des Tages schauen wir dann mal, wie viele Punkte ihr so geholt habt. Kann ich das auch alleine machen vielleicht? Also eigentlich sollte man das in Teams machen, aber du kannst das natürlich auch alleine machen. Ich mach das lieber alleine. Okay. Und am Ende des Tages schauen wir danach, wie viele Punkte ihr so erreicht habt und dann sehen wir natürlich, wer gewonnen hat. Und dann würde ich sagen, dann können wir auch schon starten in 3, 2, 1. Ja, macht Selina das jetzt alleine? Oh Mann, die sind ja echt unfair zu ihr. Vielleicht rede ich jetzt mit dem Lehrer. Ich gucke mir das erstmal an. Okay, für die Aufgabe brauche ich jetzt ein Foto. Dann war das richtig? Yay! Okay, dann kann ich ja jetzt schon zur nächsten Aufgabe. Das ist ja super. Hä, was ist das denn? Operator Call? Das ist jetzt eine Zusatzaufgabe. Hallo Selina und Freunde. Ja, ich habe leider keine gerade. Hier euer erster Operator Call. Ihr seid Patrick Swayze und Jennifer Grey und stellt die berühmte Szene aus Dirty Dancing mit der Hebefigur dar. Macht davon ein Video und verletzt. Wem soll ich das denn jetzt machen? Ich kann das so schlecht alleine machen. Hey. Hi. Kannst du mir kurz helfen vielleicht bei der Aufgabe? Wir sind doch gar nicht in einem Team, oder? Nein, aber ich brauche Hilfe, weil das kann ich nicht alleine machen. Ja, okay. Na gut. Du musst mich kurz hochheben. Okay. Na gut, okay. Herr Selina hat doch einen Freund. Aber zum Glück hat sie jetzt jemanden, der mit ihr irgendwas zusammen macht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Der ist in ihrer Klasse. Der sieht so erwachsen schon aus.
Marvin, was machst du? Da kannst du doch mal weggehen. Was willst du mit das der? Das ist eine Aufgabe. Boah, die ist voll eklig. Komm her. Ey, das ist doch die Melina. Boah, ey, was fällt der ein? Sag mal, hat die jetzt echt gerade sowas zu meiner Tochter gesagt? Und der Lehrer, der macht einfach nichts. Boah, ich kann mir das nicht länger anschauen. Ich würde am liebsten dazwischen gehen, aber dann wird Selina mich hassen. Mann, ey, Melina, das ist eine Aufgabe. Lass es doch einfach mal sein. Das reicht doch, Mann. Ist hier irgendwie... Ah nein, da vorne ist eine Aufgabe. Das ist eigentlich cool. So was können wir mit unserer Firma auch mal machen auf Arbeit. Aber, ach Mann, Selina, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause gehen, aber... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss sehen, was sie macht. Tut mir so leid. Oh Mann. Boah, ey, Selina, du hast den Rock ja schon seit keine Ahnung wie lange an. Und ihre Haare. Ehrlich, und ihre Haare, die sind ja gar nicht gewaschen. Was ist das denn? Ey, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ja, ey, ich frag mich echt, was Janis von dir will. Ich wünsche euch, dass ihr niemals erfahrt, was wie unfassbar freundlich ihr seid. Wie lange hat sie wohl nicht geduscht? Ja, Janis wird sie nicht weiter. Ey, das kann doch nicht sein. Was machen die da? Boah, jetzt gehe ich hin. Echt, das... Okay, jetzt geht der Lehrer hin. Oh, Selina kann sich aber gut verteidigen, aber... Ey, das geht so nicht. Ich, definitiv muss ich die Klasse wechseln. Ich kläre das morgen. Mann, meine Tochter, jetzt könnte ich glatt weinen. Susi, Melina, Jan, ich habe das jetzt kurz gesehen, aber so geht das nicht. Wenn ihr jetzt noch einmal hier Stress macht, dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Verweis. Es geht ja wirklich nicht, dass ihr euch hier gegenseitig beleidigt oder euch hier gegenseitig mobbt oder so. Danke, Herr Meier. Schauen wir uns mal eure mathematischen Talente an. Welche Zahl ergibt sich, wenn man alle Augen eines Würfels zusammenzählt? Die Antwort könnt ihr mir auf einem Foto darstellen. 21, glaube ich. 21. Vielleicht suche ich nach der Hausnummer 21. Und 3, 2, 1, die Zeit ist rum. Und dann schauen wir mal, wer jetzt die meisten Punkte gewonnen hat. Und da hat die Gruppe gewonnen. Ah ne, Moment, das ist ja gar keine Gruppe. Selina, du hast gewonnen. Ich? Ja. Echt? Aber ich war doch alleine. Ja, aber scheinbar warst du trotzdem besser als alle anderen. Vielleicht hat das daran gelegen, dass du nicht beschäftigt warst mit Mobbing. Ja, super. Super. Bekomme ich ja jetzt einen Preis oder so? Ja, du kriegst einen Preis, allerdings kriegst du den erst in der Schule, würde ich sagen. Okay. Dann gebe ich dir den dann. Dankeschön. Jawoll, das ist halt ganz die Mutter, ich sag's doch. Die kommt ganz nach der Mama. Ach, zum Glück. So, ich gehe jetzt lieber mal nach Hause. Ich hoffe, Selina darf das nicht mitkriegen, dass ich heute beobachtet habe. Aber definitiv müssen wir eine Lösung finden. Ich muss mit ihr reden. Hä? Selina soll doch auch nach Hause. Okay, super. Ich hab doch gewusst, dass ich das hinkriege. Wenn man sich eben nicht die ganze Zeit mit so einem Mist ablenkt, wie andere Leute zu mobben, dann schafft man das auch. Und ich habe jetzt gleich mein Date. Okay, noch 5 Minuten und ich glaube, ich bin auch schon in der richtigen Straße. Hallo, Janis. Trifft die sich jetzt echt mit Janis? Die hat Hausarrest, das weiß sie ganz genau. Also irgendwie, was ich sage, da hört sie nie drauf. Aber gut, das hat sie sich vielleicht auch verdient. Aber ich rede mit ihr definitiv daheim. Ach, hi, Janis. Hast du eine neue Figur? Es war echt heftig, ey. Ich muss unbedingt mit Selina reden, wenn sie kommt. Also Selina muss definitiv die Klasse wechseln. Das steht fest, dass... Mobbing, das geht gar nicht. Ich muss unbedingt mit der Lehrerin reden. Das ist... Zum Glück habe ich mir das heute mal angeschaut. Und die hat Hausarrest. Und was macht sie wieder? Sie trifft sich mit jemand anderen. Also wirklich, ich... Sie hat eigentlich versprochen, direkt nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Hi, Mama. Hallo, Selina. Das ist super heute beim... Was? Ja, komm bitte gleich mal her. Wie war's denn? Gut. War gut? Gut. Und die anderen Schüler, wie waren die so zu dir? Blöd. Ach, Selina, wir müssen da definitiv eine Lösung finden. Also ich bin der Meinung, dass du definitiv die Klasse wechseln musst. Der Meinung bin ich allerdings auch, Mama. Können wir nochmal über das Klasse überspringen? Nee, darüber brauchen wir nicht reden. Hattet ihr nicht schon vor 2 Stunden, wart ihr da nicht schon fertig? Hättest du nicht schon zu Hause sein müssen?
Ja, aber ich habe mich danach noch mit Janis getroffen. Ich weiß, ich habe Hausarrest, aber Janis war auch gerade noch in der Stadt und ich... Aber Selina, ich unterstütze dich bei allem und ich finde es toll, dass du heute wieder in der Schule warst und du gehst auch morgen wieder in die Schule. Aber was ist daran so schwer zu verstehen, wenn ich sage, du hast Hausarrest? Ja, ich wollte halt noch was haben, worauf ich mich richtig freue, falls es heute richtig in die Hose geht. Aber ich habe sogar gewonnen. Heute dieses Ah, cool. Ja, ich habe sogar gewonnen. Und also danach habe ich mich ja noch mit Janis getroffen, weil ich dachte, vielleicht dann habe ich gleich... Ja, Selina ist auch kein Problem, aber vielleicht sollte Janis das nächste Mal einfach hierher kommen. Ja, weil ich mache mir vielleicht Sorgen. Aber Papa will nicht, dass Janis herkommt, aber kann Janis hierher kommen? Ja, dann Papa ist jetzt eh nicht da. Da ist mir das relativ egal. Aber ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, wo du bist. Und deswegen... In der Stadt? Wo sonst? Ja, auf jeden Fall, Selina, wir müssen unbedingt noch mal reden. Ich würde gerne morgen mit deiner Lehrerin telefonieren. Ja, ist okay. Also ich mit ihr telefoniere? Ja, es ist okay. Ich glaube, es ist doch das Einzige, was noch hilft, weil die sind alle blöd und ja. Aber glaub mir, irgendwann werden die sich denken, das ist alles nur Neid. Guck mal, du hast gewonnen. Ja, das stimmt. Ich gehe ganz die Mama, würde ich sagen. Ja, ich habe auch schon was zu essen gekocht. Okay, dann bis gleich. Was sagt ihr? War es falsch von Frau Zufall, Selina zu folgen? Oder hättet ihr das auch gemacht? Warte, stopp. Hast du Bock? Die Aufgabe haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Eigentlich müsste ich jetzt gehen, aber ich muss... Was denn? Dass du so ruhig bleiben kannst. Ich verstehe es nicht. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Selina ist schon wieder viel zu spät. Sie weiß ganz genau, dass sie pünktlich zu Hause sein soll nach der Aktion. Du, das wird doch irgendeinen Grund bestimmt haben. Ja, also ich weiß, normalerweise bin ich immer der, an die Decke geht, aber... Das wird doch einen Grund haben. Ich meine, ja, als ob sie es jetzt provoziert, nachdem wir ihr gesagt haben, dass sie immer pünktlich nach Hause kommen soll, nachdem was passiert ist. Du kennst unsere Tochter. Sie hat immer irgendeinen Grund. Ja, aber ich glaube, diesmal ist es ja was Wichtiges. Ja, nimm sie nur in Schutz und dann verliert sie noch mehr den Respekt vor uns. Nein, sie hat pünktlich zu sein. Da gibt es keinen Grund. Also ich werde heute ruhig bleiben. Ich habe versprochen, mir selber versprochen, ruhig zu bleiben. Also du vielleicht auch ein bisschen, ne? Ein bisschen runterkommen. Ich mache mir erstmal einen Kaffee. Ja, mach das. Hey Mama, hey Papa, ich weiß, ich bin zu spät. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich habe einfach die Zeit vergessen. Ich setze mich auch direkt an meine Hausaufgaben. Okay. Selina, Mäuschen, das kann ja passieren. Selina, du kannst sofort hierher kommen. Du brauchst gar nicht in dein Zimmer gehen, sondern komm bitte her. Muss das jetzt wirklich sein? Ja, das muss sein. Ja, Selina, dann setz dich doch. Ich übertreibe überhaupt nicht. So. Was möchtest du denn jetzt von dem Kind? Normalerweise bin ich der immer so nachfragt. Kannst du mir jetzt mal nicht in den Rücken fallen? Ja, du bist letztens so ausgerastet, nicht ich. Ich bin ruhig. Selina, jetzt erklär mir bitte, warum du wieder zu spät bist. Es tut mir leid, ich habe die Zeit vergessen. Ich habe noch mit Susi gequatscht und dann habe ich ein bisschen getrödelt. Und dafür hast du über eine Stunde gebraucht. Selina, wir haben Regeln aufgestellt, dass du dich einmal daran halten kannst. Warum kann sie sich daran halten? Sie hat doch nichts Verbotenes gemacht. Ich meine, sie war in der Schule und ist halt. Ja, und dann ist es morgen wieder 2 Stunden und dann sind es übermorgen 3 Stunden und dann macht sie wieder eine Hausparty. Es tut mir leid, ich gehe jetzt in mein Zimmer und mache meine Hausaufgaben und mache nichts anderes. Ja, das ist auch richtig so, Selina. Ich werde heute auch deine Hausaufgaben mit dir zusammen machen, weil ich muss es einfach. Du übertreibst es. Ich übertreibe es nicht. Sie ist doch kein kleines Kind mehr. Ja, aber du siehst doch, wie sie uns aus den Händen gleitet. Doch, ich. Siehst du nicht? Sie will ja nicht ins Internat, oder? Selina, jetzt hörst du auf. Übertreib es nicht. Weißt das du, war ein du könntest, Spaß. Du könntest eigentlich in die Küche gehen und dich auch mal nützlich machen. Und ich kümmere mich um unsere Tochter, dass sie nicht auf die falsche Bahn kommt. Und wir machen gleich Hausaufgaben zusammen. Übertreib es direkt. Ey, die Familie macht mich wahnsinnig. Was ein Tag, ey. Hey Susi. Boah, nein. Ja, ich weiß, ich habe heute den Bus verpasst, aber du kennst doch die neue Lehrerin, ne? Ja, die hat mich doch heute in der Pause schon eingesperrt. Ich glaube, die hat was gegen mich. Die hat mich heute Nachmittag schon wieder in der Schule eingesperrt und dann... Nein, es war keiner mehr da und dann musste ich durchs Fenster raus. Es war voll blöd und es ist super peinlich. Ja, und jetzt bin ich so spät nach Hause gekommen. Meine Eltern sind voll wütend. Ich mache jetzt Hausaufgaben, okay? Ciao. Selina,
Selina, kommst du jetzt bitte? Ich will nicht den ganzen Tag mit dir und Hausaufgaben machen. Wir wollen noch fertig werden. Ja, ich bin doch schon da. Was soll ich denn jetzt mit dem Laptop? Ja, wir wollten doch auch gucken, was du jetzt... Was hast denn du jetzt schon wieder? Nix, Mama. Bist du jetzt so sauer, weil ich einmal mit dir schimpfe? Selina, ich meine, ich will nur das Beste für dich. Ich meine das nicht böse, aber wir müssen da jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, den richtigen Weg finden. Ich mache Hausaufgaben. Ist alles okay, Selina? Ja. Kann ich mir kurz was zu trinken holen, Mama? Ja, klar, aber mach schnell, nicht, dass du wieder 3 Stunden weg bist. Du wirst auch fertig werden mit den Hausaufgaben? Heute ist was los bei uns. Unfassbar. Ich glaube, ich bleib den ganzen Tag in der Küche. Ach, Selina, hallo. Na, schon mit den Hausaufgaben durch? Nee, Papa, nee, ich will nur was zu trinken. Kann ich kurz ein Glas haben? Aber natürlich, Mäuschen. Bitteschön. Was haben wir drinne? Okay. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja. Also ich weiß, deine Mama ist heute ein bisschen streng, aber nee, mach es einfach. Und ich habe damit kein Problem, ich verstehe das. Manchmal trödelt man in der Schule und so. Aber ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Ja, ist nicht schlimm, Papa, ist wirklich in Ordnung. Alles ist gut. Ist irgendwas passiert? Nein, mir geht's super. Das glaube ich irgendwie nicht. Irgendwas ist da los. Und sie sollte mal langsam ein bisschen ruhiger werden. Oh, Entschuldigung. Ja, ich will auch mit den Hausaufgaben fertig werden. Wir machen als erstes jetzt die Mathe-Hausaufgaben. Darf ich kurz was trinken? Ich dachte, du warst gerade in der Küche. Selina, was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du so ruhig? Normalerweise schreist du uns an und keine Ahnung was. Was ist jetzt los? Nix, ich sehe es doch ein, okay? Ich hab das falsch gemacht und deshalb ist das jetzt... Richtig, deswegen. So, jetzt machen wir die Mathe-Hausaufgaben. Selina, warum heulst du jetzt? Es sind nur Mathe-Hausaufgaben. Das ist aber nicht... Ja, was ist denn los, Selina? Warum heulst du jetzt? Nix. Und? Jetzt, das ist nicht dein Ernst. Du hast sie jetzt zum Weinen gebracht? Ihr macht doch nur Hausaufgaben. Wie kannst du nur so übertreiben, Selina Mäuschen? Selina Mäuschen, so schwer ist das Boah, doch gar nicht. Was ist denn Hausaufgaben? Selina, was ist denn los? Kannst du mal aufhören, sowas zu sagen die ganze Zeit? Was sagst du denn die ganze Zeit? Schau dir deine Tochter doch mal an, sie ist traurig. Wegen dir. Wegen mir? Du hast sie die Tage angeschrien, Selina. Dann red doch mal. Bist du jetzt einmal ruhig? Selina, was ist denn los? Erzähl doch. Ich habe das Gefühl, es geht nicht um die Hausaufgaben gerade. Doch nicht um die Hausaufgaben. Um was denn dann? Um was denn? Sag's doch einfach. Bist du jetzt mal ruhig? Selina, bitte, sag es. Du kannst uns alles erzählen. Wirklich alles. Jetzt erstmal nicht weinen. Nicht weinen. Beruhig dich. So. Und jetzt ganz normal erzählen. Meine... Lehrerin. Also, wir haben eine neue Lehrerin. Ja, okay. Und die mag mich nicht. Okay, und woher weißt du das? Sie hat mich heute eingeschlossen, zweimal. Stopp. Warte. Ja. Nein, bist du jetzt mal einmal kurz... Ja, das war bestimmt aus Versehen. Das glaubst du doch jetzt nicht. Stopp, ja? Sie hat mich in der Pause erst eingeschlossen und dann konnte ich halt nicht rausgehen und dann konnte ich halt nichts essen und dann habe ich sie gefragt, ob ich danach noch mal auf Toilette gehen darf und dann durfte ich aber nicht. Und dann hat sie mich noch mal... Glaubst du jetzt wirklich, dass das aus Versehen ist? Was ist denn für eine Lehrerin, Selina? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Lehrerin die Schüler einschließt. Das war bestimmt aus Versehen. Kannst du jetzt mal einmal bitte alles vergessen und... das auch mal wahrnehmen, was deine Tochter sagt? Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt falsch einschätzt. Es kann sein, dass... Also es kann natürlich sein, dass es im Versehen war, aber war sie denn im Unterricht auch anders zu dir? Ja, also sie hat mich halt nicht drangenommen, wenn ich mich gemeldet habe und immer, wenn ich mich nicht gemeldet habe, hat sie mich drangenommen und das kann auch sein, okay? Nein, und nach der Schule hat sie mich schon wieder eingesperrt und dann war auch keiner mehr da und es war auch keine Putzkraft mehr da und deshalb musste ich dann aus dem Fenster raus, damit ihr nach Hause kommt. Selina, warum erzählst du uns sowas nicht immer gleich? Du musst uns sowas sofort erzählen oder anrufen. Und ja, dann müssen wir halt definitiv, keine Ahnung, eine Lösung finden. Das also, kann doch nicht sein. Müssen wir was gegen tun, auf jeden Fall. Nee, nicht, ihr könnt... Selina, nicht. Doch, ich rufe mal in der Schule an. Nein, Papa, du kannst da jetzt nicht anrufen, das wird doch nur noch schlimmer. Selina, ja, was sollen wir denn dann machen? Ich meine, das lasse ich nicht zu, dass meiner Tochter sowas passiert. Ja, erst wirst du von deinen Schülern gemobbt und dann vielleicht noch von den Lehrern, das funktioniert so nicht. Ja, ich weiß es Selina, doch auch so nicht, aber bitte nicht jetzt in der Schule anrufen, dann wird es für mich nur noch viel schlimmer. Okay, dann schlag was vor. Ich schlag was vor. Okay. Also ich beobachte das jetzt noch ein paar Tage. Okay. Ich berichte euch. Und wenn das so weitergeht, dann ist doch bald Elternsprechtag. Und Ach dann ja, stimmt. könnt ihr ja mit ihr reden darüber. Ja, das werden wir auch definitiv. Okay. Weil, also ich
glaubt zwar schon, dass es war so, sie hat es auch so. Aber ich will mir das erst nochmal angucken. Aber das ich wollte doch eigentlich nicht heulen, ich wollte eigentlich Selina, stark bleiben. Ist in Ordnung, das ist aber eine erwachsene Entscheidung und das gehört auch zum Erwachsensein dazu. Ne? Auch mal Entscheidungen abzuwarten und nicht emotional zu reagieren. Ja. Ne? Also du machst das richtig, aber trotzdem, ich sag dir eins. Wenn das nochmal passiert und meine Tochter unter irgendwas leiden muss, dann gibt's Ärger. Okay? Und bitte erzähl uns das in Zukunft gleich, Selina. Ja. Ich wollte ja, dich nicht so anmachen. Es tut mir leid, aber das, was du heute gemacht hast, da würde ich dir auch nicht direkt erzählen. Ist doch egal. Du nicht eigentlich in die Küche gehen? Ist doch egal. Ich mache jetzt Hausaufgaben. Komm, ja, wir machen jetzt Hausaufgaben. Dann mach mal. Okay. Danke, Mama. Das hat mir jetzt echt geholfen. Siehst du, Selina, so schwer war es gar nicht. Und jetzt hast du die Hausaufgaben fertig. Ich würde noch ein bisschen Netflix schauen. Ja, ist okay. Ist okay. So, seid ihr durch? Ja, wir sind durch. Okay, Selina, du kannst dann ruhig auf dein Zimmer, ne? Ja. Bis gleich. Ich komme dann mit, wir schauen gleich die neue Serie, okay? Und, irgendwas Neues? Ach, nein, aber ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wenn das wirklich so ist. Was ich die ganze Zeit gemacht habe. Also nicht gekocht auf jeden Fall, aber wir bestellen uns was. Ja, aber da müssen wir, du, das muss man melden, sowas. Das kann doch nicht sein, ja. Das ist... Ja, absolut. Natürlich müssen wir das melden, aber... Ich möchte, Selina hat da ja auch recht. Also wenn wir jetzt in der Schule anrufen, dann gibt es wieder Stress. Ich meine, ich möchte nicht, dass sie Stress mit der Lehrerin hat, wenn es wirklich nicht so sein sollte. Aber ich meine, das Einsperren und so, das ist schon heftig. Ja, und das liegt ja nicht an Selina, das liegt an den Lehrern. Wenn die ihr alleine schon das Gefühl so vermitteln, dann läuft da irgendwas schief. Und sie ist bald auf Klassenfahrt. Wie soll das denn dann ausgehen? Stimmt, das kommt dazu. Ich meine, wenn diese Lehrerin dann noch mitkommt, also das wird nicht gut ausgehen, sage ich dir. Also... Vor der Klassenfahrt beim Elternsprechtag sollten wir auf jeden Fall nochmal mit denen reden. Ja, ich würde auch sagen, dass wir sie bestimmt abwechselnd jetzt immer in die Schule fahren. Ja, ja, sowieso. Also das kommt sowieso. Und vielleicht sollten wir uns, falls die Möglichkeit besteht, die Lehrerin auch mal genauer anschauen. Also vielleicht kennen wir sie ja sogar. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wir beobachten das Ganze nochmal. Und ich gehe jetzt mit Selina ein bisschen Netflix schauen. Ja. Und ich koche was, weil bestellen tun wir heute nicht. War es richtig, meinen Eltern davon zu erzählen? Was hättet ihr denn gemacht, wenn ihr Ärger mit dem Lehrer hättet? Kannst du jetzt bitte mal dein Handy weglegen? Wir fahren gleich zum Elternsprechtag und ich bin echt aufgeregt. Das ist so, wir müssen vielleicht nochmal darüber... Ach, Selina, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, Selina, du weißt ja, wir wollen jetzt gleich zum Elternsprechtag. Ja. Und du musst uns jetzt nochmal kurz erklären, du hast uns die Tage ja schon informiert, dass es nicht besser gelaufen ist mit dieser einen. Ne? Aber kannst du uns da nochmal ganz genau sagen, weil wir möchten auch nichts Falsches sagen, weil wir würden das vielleicht eher so machen, als wären wir die Unwissende. Ja, ne? Also genau, wir möchten erstmal zuhören beim Elternsprechtag. Okay. Deswegen erkläre uns bitte jetzt, was in der letzten Zeit noch zusätzlich passiert ist. Okay, also am Dienstag, da hat sie mir gesagt, dass ich rausgehen soll, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Aber ich habe die Hausaufgaben zusammen gemacht. Aber die hattest du doch am Montag gemacht. Wir hatten die Hausaufgaben zusammen gemacht. Sie wollte die einfach nicht haben von mir. Also sie hat die einfach nicht akzeptiert. Gut, also dann, wir merken uns, Hausaufgaben nicht gemacht. Genau, dann schreib dir das mal auf. Dann musste ich rausgehen und danach hat sie dem Lehrer danach gesagt, dass ich rausgehen musste, weil ich mich nicht benommen habe. Okay. Und du hast nichts Falsches gemacht. Du bist versprochen. Nein, versprochen. Ich habe wirklich, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur meine Hausaufgaben gezeigt. Okay. Dann am Mittwoch hat sie mir gesagt, dass ich mir was anderes anziehen soll, weil... Warum? Ja, weil ihr das nicht passt. Wie bitte? Ja, die hat wahrscheinlich keinen Modegeschmack so. Okay, Selina, das reicht uns. Es reicht uns. Ich würde gerne mit deiner Mutter noch ein, zwei andere Sachen besprechen, aber geh doch bitte auf dein Zimmer. Wir werden alles machen und nach dem Elternsprechtag werden wir dir schon sagen, was passiert ist. Mach dir bitte keine Gedanken, wir kriegen das. Okay, gut. Eine Sache. Ey, wenn ich die Frau sehe, ich sag's dir. Trotzdem, wir müssen uns auf verschiedene Fälle vorbereiten. Was ist, wenn es so ist, wollen wir Selina wirklich auf der Schule lassen? Also ich wäre auch bereit, sie auf eine andere Schule zu schicken, wenn die Schule nicht bereit ist, diese Lehrerin zu entlassen. Sorry, aber... Ja, aber ich glaube, ist eine harte Konsequenz, aber es geht nicht anders. Ja, ich meine, sie wurde gemobbt, sie hat die Klasse gewechselt, jetzt wieder die Lehrerin. Ja. Das funktioniert so nicht. Also, wir gehen jetzt erstmal einfach dahin. Wir haben ja Gott sei Dank einen Termin bei ihr, ne? Und dann gucken wir, wie sie drauf ist. Ich meine, wir haben ja eine gute Kenntnis, was sowas angeht. Ja, ne? Und wenn es nicht anders geht, was sie sagen, dann müssen wir halt Selina auf eine andere Schule schicken. Kein Internat. Kein Internat. Okay. Nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sollten noch so langsam los. Der Termin ist in 45 Minuten. Okay, auf geht's. Dann gehen wir zu dem Elternsprechtag und ich hoffe, dann wird das alles geklärt. Vielleicht erfahren die ja sogar, wer mit auf Klassenfahrt kommt. Ich hoffe, es ist unsere Klassenlehrerin und der Sportlehrer. Das wäre super. Wenn die beiden mitkommen, dann wird's lustig. Ich bin echt aufgeregt,
als wäre ich der Schüler oder so. Also das war damals bei mir zumindest so. Okay, also wir sind komplett unwissend. Wir denken, dass bei Selina alles in Ordnung ist. Ja. Ne? Ich denke, mit uns wird sie ja vernünftig reden, ja, oder? Wenn nicht, dann... Puh. Also. Hallo? Guten Tag. Guten Tag, Herrn Vorzufall. Setzen Sie sich. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, also vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wir sind natürlich sehr daran interessiert, ja, die Leistungen unserer Tochter nachzufragen, wie sie natürlich auch sozial in der Schule funktioniert, weil zu Hause ist sie natürlich ein bisschen anders drauf. Und ich glaube, sie sind ja auch relativ neu. Deswegen interessiert uns das natürlich, wie die Beziehung zwischen Ihnen und unserer Tochter ist, aber wie es allgemein läuft. Also ja, wir haben den Eindruck, es läuft ziemlich gut, aber natürlich möchten wir wissen... Die schulischen Leistungen natürlich, ja, ne? Die haben sich ja auch und gut verbessert. Absolut. Und da können Sie uns ja ein bisschen mehr sagen. Und wir hören einfach zu, würde ich sagen. Bitte. Also ich möchte ganz offen mit Ihnen sprechen. Ich denke, Sie kennen ja Ihre Tochter am besten. So ein anstrengendes und leistungsschwaches Kind habe ich in meiner kompletten Zeit als Lehrerin nicht erlebt. Wirklich, Selina ist unerzogen, faul, frech, beteiligt sich nicht am Unterricht, quatscht konsequent mit jedem, neben dem ich sie setze. Ihre Hausaufgaben hat sie in der kompletten Zeit noch nicht ein einziges Mal gemacht, geschweige denn vollständig. Letztens hat sie den Unterricht verlassen, dann musste sie den Unterricht auch einmal verlassen. Und ich habe nicht vor, mit ihrer Tochter auf Klassenfahrt zu fahren. Stopp, stopp, da müssen wir jetzt einmal kurz stoppen. Also, es tut mir leid, das, was Sie uns alles erzählen, das können wir so nicht unterstützen. Ich meine, nein, meine Tochter und, also unsere Tochter und wir prüfen die Hausaufgaben immer noch. Ja, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wir prüfen sie noch. Ja, und wir wissen, mach sie ja sogar mit Selina zusammen in letzter Zeit. Ja, also mit Selina zusammen, du machst sie ja nicht für sie. Nein, also, aber damit, ich mach sie nicht ja jetzt mit falsch ihr zusammen. Verstanden wird. Und auch die restlichen Noten, also sie ist mit die Klassenbeste, das wissen wir. Wir sehen ja auch die Noten von den Klassenarbeiten. Ich glaube nicht, dass die gefälscht sind. Und dementsprechend können wir die Aussagen momentan nicht so ganz nachvollziehen und dass sie nicht zur Klassenfahrt mitkommt. Ich glaube, das können Sie ja nicht entscheiden oder kommen Sie etwa mit? Ja, und vor allem, wie ist unsere Tochter anstrengend? Also das hören wir auch das erste Mal. Also alle Lehrer vorher waren ja immer... Ziemlich begeistert von ihr. Dass sie hier und da natürlich durch Susi auch mal ein bisschen Probleme hat, das kann sein, aber... Meine konkrete Frage, Sie kommen doch nicht mit zur Klassenfahrt, oder? Ich bin die Hauptverantwortliche der Klassenfahrt. Natürlich kann ich das entscheiden. Und Ihre Tochter wird nicht mitfahren. Susi ist übrigens ein ganz vorzügliches Kind. Ja. Gut, okay. Ich glaube, wir haben für heute genügend gehört. Oder wollen Sie uns noch irgendwas sagen, was wir wissen müssen über unsere Tochter? Sie sollten darüber nachdenken, Ihre Tochter vielleicht eine Klasse zurückstufen zu lassen. Sie ist leistungsmäßig absolut nicht an dem Punkt, an dem sie sein müsste. Und auf Klassenfahrt kommt sie nicht mit. Alles klar. Ich glaube, das reicht auch. Ich denke auch, das reicht jetzt für uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben noch andere Gespräche und glauben Sie mir, die werden wir definitiv führen. Zum Beispiel mit dem Schuldirektor. Ja. Einen schönen Tag noch. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen, ey. Hi Mama, hi Papa, wie war's denn? Selina, hallo. Hi, Selina. Ich sag dir, es war ziemlich wild. Es war ziemlich wild, wie die Jugend heutzutage so macht, ne? Deine Lehrerin. Niemand sagt das. Und wie war's? Habt ihr euch mit ihr verstanden? Also, deine Lehrerin ist... Sorry, dass ich das sage, das ist ja echt eine Hexe. Ja. Also, ich muss schon sagen, also normalerweise bin ich immer auf der Seite von deinen Lehrern. Aber heute absolut nicht. Also das, was sie uns erzählt hat, konnten wir so nicht unterschreiben. Also ich meine, oder bist du jemand, der Hausaufgaben macht und dann nicht vorzeigt? Nein, ich habe doch gesagt, dass ich... Also du machst anscheinend nie Hausaufgaben? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe meine Hausaufgaben... Du hast doch... Ihr wart doch dabei. Ja, du bist sehr, sehr anstrengend. Ja, das manchmal also, schon, was aber in der Schule was nicht. Soziales angeht, kann man dich wohl vergessen. Und wir sollten dich wohl zurückstufen. Was? Ne, also eine Klasse zurücknehmen und jetzt kommt der Hammer. Aber ich hab doch jetzt kommt der Hammer. Du sollst wohl nicht mit auf Klassenfahrt, weil sie mitkommt. Sie entscheidet das. Sie entscheidet das wohl sogar. Aber ich habe mich so auf die Klassenfahrt gefreut. Ich will mit auf Klassenfahrt. Selina. Mann, dann Selina. Bin ich doch wieder die Außenseiterin, wenn ich nicht... Selina, du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass wir... Das lassen, Selina. Du hörst jetzt auf zu heulen. Mann, aber... Du glaubst doch nicht, dass wir das zulassen.
Nein, also dein Vater hat mich echt bremsen müssen da drin, sonst wäre ich, glaube ich, wirklich an die Decke gegangen. Selina, wir werden, das wird Konsequenzen geben. Also wir werden das nicht durchgehen. Aber nicht für mich, oder? Nein. Es tut mir leid, wir brauchen jetzt deine Freigabe, dass wir mit deinem Schuldirektor reden dürfen. Oder du fährst nicht mit? Du darfst entscheiden. Entweder deine Lehrer wissen jetzt Bescheid. Ja, ich will mitfahren. Gut, alles klar. Dann machen wir das. Wir klären das. Wir rufen dann heute Abend noch deine Schuldirektor an. Und dann klären wir das vor deiner Klassenfahrt noch. Und du kommst auf jeden Fall, also du fährst auf jeden Fall mit. Ich möchte dich die Woche hier nicht zu Hause haben. Okay, das war danke, ziemlich Mama, wild. Danke, Papa. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt in der Schule? Also habt ihr auch anstrengende Lehrer oder so? Also, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Selina, also ich bin ganz ehrlich, mit diesem Fazit wäre ich nicht zufrieden. Ich meine, du brauchst eine Frage oder eine These, um die Diskussionsrunde so ein bisschen zu starten. Ja, Papa, aber ich kann doch trotzdem am Ende erstmal ein Fazit machen, bevor ich... Das ist mein Referat, ja, nicht aber deins. Selina, ganz ehrlich, das ist höchstens eine 1-, keine 1+. Und wir wollen natürlich, dass du eine 1+ bekommst. Selina! Was? Ja gut, dann mach es halt so, aber... Boah, Papa, ich lösche gleich alles wieder. Ist okay, du kannst es gerne so lassen. Du kannst es gerne so lassen. Sag mal... Ja? Hast du Mama jetzt eigentlich schon erzählt wegen dem blauen Brief? Also ich habe, also gestern Abend kam sie ja spät zurück und wir konnten leider nicht mehr darüber quatschen und jetzt ist sie auch direkt wieder zur Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wann sie zurückkommt, aber Selina, um das nochmal klarzustellen. Ich finde es sehr vorbildlich von dir, dass du für Susi einstehst. Oder? Ich bin wirklich vorbildlich. Ich find, kann ich bitte ausreden? Trotzdem ist es nicht in Ordnung, was du gemacht hast, weil du hast deinen ersten Verweis und ich weiß nicht, ob wir das einfach so rückgängig bekommen. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich konnte es doch nicht riechen, dass ich direkt... Ist in Ordnung. Selina, ab auf dein Zimmer. Ne? Du weißt, was zu tun ist. Mach dein Referat jetzt zu Ende und ich mach das Essen gleich. Okay? Oder ich bestell lieber was, weil... Bestell was, du kannst nicht kochen. Kann nicht kochen. Was könnte ich denn machen? Toast? Nein. Ich glaube, ich bestell eine Pizza. Natürlich, was sonst? Also bitte. Oh, okay. Ja, Herr Zufall hier am Apparat? Ach so, ja. Ja, meine Frau war doch gestern bei Ihnen. Ach, das hat sich noch nicht geklärt. Okay. Also ich glaube, meine Frau kommt erst in einer Stunde oder 2 Stunden. Muss das denn sein? Ja gut, ist in Ordnung. Nein, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause, alles klar. Sein. Selina! Oh Mann, Papa, ja, ich hab's doch verstanden. Ich ändere das Fazit. Was willst du denn jetzt? Selina, es geht jetzt nicht um dein Referat. Also ich sag es sehr ungern, aber Hausaufgaben können jetzt auch mal warten, weil wir haben ein viel größeres Problem. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Von deiner Schule. Von deiner Lieblingslehrerin. Ja, mit der wir auch gesprochen haben. Und das Problem dabei ist folgendes. Sie will hier hinkommen und mit mir sprechen und... Was machen wir denn jetzt? Warte mal, nee, was jetzt? Wie jetzt? Das kann doch nicht sein, die darf doch gar nicht hierher kommen, das ist verboten. Das ist nicht verboten. Ich meine, klar, ich könnte jetzt sagen, du kommst hier nicht rein, aber das machen wir nicht. Es ist deine Lehrerin immer noch, auch deine Lieblingslehrerin, du weißt schon, mit der wir beim Elternsprechtag gesprochen haben. Und ich muss sagen, da war ich schon nervös und jetzt bin ich noch, also... Ich will nicht, dass sie hierher kommt. Siehst du? Die ist doch erst schuld daran, dass ich diesen blöden blauen Brief bekommen habe. Ja, alle anderen Lehrer waren dagegen, aber sie hat so lange... Also, Selina, es tut mir leid, aber langsam rückst du so mit der Wahrheit raus. Das hast du mir noch gar nicht... Auch das hast du mir nicht erzählt. Wie, ja, sie war daran schuld. Also, sie wollte es. Ja, ich will halt nicht immer die Schuld auf Lehrer schieben, weil das macht man nicht. Aber die kann mich echt nicht leiden. Selina, eine Sache müssen wir vorher klären. Ich habe das Gefühl, alle anderen sind schuld und du nicht. Naja. Bist du da auch ehrlich zu mir? Ja, also ich bin einfach nur schuld dran, dass ich die Schuld auf mich genommen habe von Susi. Und was mache ich jetzt? Ich meine, ich war schon sehr nervös, als ich mit deiner Mutter da war. Und jetzt alleine? Ich kann mit dieser Frau nicht sprechen. Ja, ich auch nicht. Die hat dieses typische Lehrer-Ding, so, weißt du? Also so, ich mag es nicht, mit Lehrern zu reden. Nicht. Außerdem sieht die komisch aus und sie ist so streng und... Ja, was mache ich jetzt? Okay, Papa, pass auf. Ja. Ich kenne die Frau ja. Okay, das heißt? Ich bereite dich vor. Ja, es tut mir leid, aber ich muss nicht wissen, was ihre Lieblingsfarbe oder ihr Lieblingsessen ist. Wir gehen ins Wohnzimmer. Und ich stelle dir die schlimmsten Fragen, die es gibt, die ich mir ausdenken kann für sie, okay? Damit wir auf den allerschlimmsten Fall bestens vorbereitet sind. Meinst du, das hilft? Ja, muss ja. Los, komm. Gut, okay. Dann bereit du auch die Fragen vor. Warum muss ich das immer machen? Oh, und jetzt ist mir voll kalt. Dabei ist die Heizung auf voll. Oh, Selina, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob die Fragen so helfen. Ich bin ganz ehrlich. Könnte ich nicht einfach die Tür abschließen und sagen, wir sind nicht zu Hause? Bitte. Oh.
Papa, keine Sorge, ich helfe dir, okay? Ich habe hier typische Lehrerfragen vorbereitet und vor allem welche, die sie stellen würde. Und wir üben jetzt die Antworten darauf, damit du gut vorbereitet bist. Ja gut, ist ja in Ordnung. Aber Selina, ich weiß nicht, ob ich das dann auch bei ihr machen kann, weil ich werde dann super nervös. Ich bin jetzt nervös und dann werde ich super nervös, ultra nervös. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch die Fragen richtig beantworten kann. Und das ist wie so eine Mathearbeit gerade, das habe ich nicht gerne gemacht. Aber ist okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, stell deine erste Frage. Okay, Papa, Frage 1. Was antwortest du, wenn sie fragt, wie schätzen Sie die Leistungen Ihrer Tochter in der Schule ein? Ich sage, sie sind gut. Oh, Papa, kannst du dir nicht ein bisschen Mühe geben? Das reicht doch nicht. Sie fragt dann nur noch weiter. Warum denken Sie, dass die Leistungen gut sind? Was meinen Sie denn mit gut? Denk mal ein bisschen weiter. Also ich denke das, weil, man muss ja mal weil sagen, Komma, weil... Ist aber kein Diktat oder so, wie dem auch sei. Weil sie zu Hause immer fleißig mithilft und auch immer ihre Hausaufgaben macht und ich niemals von meiner Tochter denken würde, dass sie in der Schule schlecht ist. Okay, ist besser. Noch nicht ganz perfekt, aber es ist besser. Okay, Papa, jetzt kommen wir zum Eingemachten, zum blauen Brief. Was sagst du, wenn sie dich fragt, was denken sie denn? Warum hat sie denn den blauen Brief bekommen? Ich kenne die Antwort. Ich habe das schon mal bei Wer wird Millionär gesehen. Also, ich sage A, also sie hat das gemacht, weil sie sich momentan etwas schlecht fühlt. Sie ist in einem Alter, wo so etwas passieren kann und man sollte sie nicht zur Verantwortung ziehen. Papa, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch nichts gemacht. Du kannst ihr doch nicht noch Feuer in den Ofen schmeißen, damit sie davon ausgeht, dass ich das wirklich war. Du musst irgendwie, keine Ahnung, denk dir was anderes aus. Antwort B oder C oder am besten D, wenn sie weiter weg ist. Ja, aber ich habe kein Publikumsjoker. Wo soll ich das denn jetzt wissen? Deine Mutter ist ja nicht da. Manchmal hast du echt so, wo ich mir denke, kannst du das nicht selber machen? Aber gut, ich bin der Vater, also muss ich das klären. Ich nehme meine Brille dazu ab, weil das ist dann immer sehr ernst und mache dann den hier. Ich sage B, denn meine Tochter würde so etwas nie machen. Ich meine, schauen Sie mich an, schauen Sie sich Ihre Mutter an. Also wir sind fleißige Mitglieder unserer Gesellschaft und würden niemals sowas machen, was uns auseinanderbringen könnte. Und ich meine, das bringt ja die Schule auseinander. Deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Tochter so etwas jemals in der Schule machen würde, glaube ich. Okay, Papa, das war in Ordnung. Aber jetzt kommt das ganz große Finale, okay? Also, prepare. Was sagst du, wenn sie dich fragt, ob ich, Selina, ein Problem mit ihr habe? Das ist doch einfach, Selina. Ich sage ihr die Wahrheit. Ich sage, ja, sie hat ein riesengroßes Problem mit ihnen. Und das, was sie in der Schule machen, das ist nicht in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass sie gekündigt werden. Die Wahrheit halt. Ey, Papa, ist das dein Ernst? Kannst du das mal ein bisschen ernster nehmen hier? Weißt du... Du sagst natürlich, dass ich kein Problem mit ihr habe, sonst fliege ich doch von der Schule. Dafür sorgt die dann einfach. Ich arbeite echt nur mit Amateuren zusammen, Papa. Ganz ehrlich, gib dir Mühe. Du musst sagen, dass ich natürlich kein Problem mit ihr habe. Ja, ich komme. Okay, konzentrier dich. Du kriegst das hin. Du kriegst alles hin. Ja, das wird ja auch langsam Zeit. Herr Zufall, Sie kennen mich ja, ich kenne Sie ja. Haben Sie Kaffee, haben Sie Tee, oder? Ich setze mich einfach schon mal, ne? Ja, natürlich. Nehmen Sie Platz. Oh Mann, das kann was werden. Wir haben Kamillentee da und... Oh Gott, ich will jetzt schon nicht mehr. Kamillentee ist, glaube ich, in Ordnung. Also, es wundert mich überhaupt nicht, dass Selina so geworden ist, wie sie ist. Also, wenn ich mich hier mal umschaue in diesem Haushalt, überall Spielzeug und kindisch und... Oh. Ja, wir hatten leider noch keine Zeit umzuräumen, weil wir ziehen auch bald um und Sie haben natürlich recht. Oh Gott, wie ich die Frau hasse. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Aber ich muss es eigentlich durchziehen. Wäre doch meine Frau da. Warum muss ich das machen? Die Frau ist so anstrengend und dieser Look und so. Und jetzt muss ich was von meinem Kamillentee abgeben. Klasse! Heute ist der Tag, wo Selina endlich mal ihre Quittung für ihren ganzen Unsinn bekommt. Heute werde ich ihrem Vater sagen, dass Selina überhaupt nichts an unserer Schule zu suchen hat. So, ja, mit den besten Grüßen aus der Küche für Sie. Mhm. Also, Valentinstag? Ja, das ist ja, hat jetzt nichts zu bedeuten. Also besonders also. Kreativ sind Sie ja nun auch nicht, ne? Oh Gott. Also Valentinstag ist schon seit ein paar Monaten vorbei. Ja, da haben Sie recht, darf. Natürlich. Also,
erstmal herzlich willkommen hier bei uns bei Familie Zufall. Ich brauch das ganze Geplänkel nicht. Ich will direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, hier jetzt länger zu verweilen. Also es ist folgendermaßen. Ich bin hier wegen des blauen Briefs. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Was möchten Sie mir dann da berichten? Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe für Ihre Tochter keine Zukunft bei uns in der Schule. Dieser blaue Brief war der Anfang und es wird enden mit einem roten Brief, dass sie diese Schule verlässt. Gibt es sowas überhaupt mittlerweile? Ja, wird es wohl geben. Für Ihre Tochter werde ich das höchstpersönlich ein. Also, wenn wir schon mal bei dem Thema blauer Brief sind. Also, ich habe mit meiner Tochter gesprochen. Mhm. Und es ist so, dass sie mir erzählt hat, dass sie an dieser Aktion gar nicht beteiligt war, sondern ihre Freundin Susi schützen möchte. Ja, das genau. Das Sie jetzt auch so witzig. Das glauben Sie ja wohl selber nicht. Natürlich glaube ich das. Das ist meine Tochter und ich glaube meiner Tochter, denn sie lügt eigentlich nicht. Also ich sag Ihnen eins. Ihre Tochter ist in der Schule zwar nicht die Gescheiteste, aber das kann sie anscheinend sehr gut. Also lügen kann sie ja wirklich perfekt. Da hat sie sie ja wirklich toll um den Finger gewickelt, junger Mann. Also da kann ich Ihnen nur sagen... Junger Mann, ich bin älter als Sie, das wissen ihre Sie Tochter, schon. Ihre Tochter... Nein. Einen Moment, also das ich brauche so mein Kamillentee. Ein, das ist so ein Früchtchen, Ihre Tochter. Verzeihen Sie meiner Worte. Stopp. Jetzt geht es zu weit. Also Sie sind hier in meinem Haus und erzählen mir was über meine Tochter, was gar nicht stimmt. Und dann beleidigen Sie doch meine Tochter. Also geht es noch? Ich zweifle wirklich an Ihrem Können, an diesem Lehramt. Also bitte, das lasse ich mir ja wohl nicht sagen. Ich habe an der Uni mit 1-0 abgeschlossen. Ja, das zeigt mir natürlich, dass... Das lasse ich mir nicht sagen. Gute Noten sagen heutzutage gar nichts mehr aus. Und dieses Verhalten zeigt mir übrigens auch, wo Selina ihr schlechtes Benehmen her hat. Sie kommen in mein Haus und beleidigen meine Tochter. Das wird noch ein Nachspiel. Wissen Sie überhaupt, das wird noch ein Nachspiel. Wissen Sie was? Da ist die Tür. Bitte. So kommen wir nicht weiter. Ich bin alleine raus. Ja, bitte. Unfassbar. Also, Herr Zufall, das wird ein Nachspiel haben von heute. Na, seien Sie mal froh, dass Ihre Frau heute nicht da ist. Nur, weil Sie so ein schönes Hemd anhaben. Ich finde nämlich, das ist ein sehr schönes Hemd. So ehrlich bin ich ja dann noch. Ach, glauben Sie nicht, dass Sie auf einer Wellenlänge sind. Das wird ein Nachspiel haben heute. Das hat ein Nachspiel. Ist sie weg? Okay, ich glaube, sie ist weg. Konntest du alles klären? Selina, kommst du einmal? Selina, kommst du? Was und Papa? Konntest du es klären? Ist das denn ernst? Valentine? Selina, jetzt nicht du auch. Ich habe nicht drauf geachtet. Entspann dich. Auf welche Details musst du achten, Papa? Was war denn jetzt? Ja, was soll gewesen sein? Das war deine Lehrerin. Du weißt ganz genau, wie anstrengend sie natürlich ist. Natürlich weiß ich. Wie kann man mir sowas antun? Was kann ich gehe noch arbeiten. Ich habe Stress. Ich habe dich. Ich habe deine Papa. Mutter. Und ich krieg dir noch einen Nervenzusammenbruch. Aber ich dachte vielleicht, dass sie ein bisschen netter zu euch, weil ihr erwachsen seid. Nein, absolut nicht. Das war genau wie beim Elternsprechtag. Sie wusste wieder alles besser. Sie musste sogar erzählen, dass sie eine 1-0 im Studium hatte, als wären Noten alles. Hatte ja. sie? Aber Selina, ich sage dir, wie es ist. Es ist nicht positiv ausgegangen. Wie jetzt? Nein, also sie hat Folgendes gesagt. Sie hat schon wieder empfohlen, dass du auf eine andere Schule gehen solltest. Ja, was hast du denn dass du eine Lügnerin bist. Ja, ich habe dich verteidigt natürlich und gesagt, dass du keine Lügnerin bist und dass du sowas nie machen würdest. Ja. Und ich habe auch davon erzählt, dass du Susi eigentlich nur in Schutz genommen hast und dass du das nicht gemacht hast. Oh Mann, Papa, aber das kriege ich doch jetzt doppelt und dreifach in der Schule zurück von dir. Ich habe doch nur die Wahrheit erzählt und versucht, dich in Schutz zu nehmen. Also bin ich jetzt dran schuld, dich in Schutz zu nehmen? Nein, bist du nicht, aber das ist halt einfach blöd gelaufen, weil ich weiß ja ganz genau, wie sie zu mir dann jetzt in der Schule wieder sein wird. Ja, also ich glaube, das wird sich nicht groß ändern, aber Selina, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung, ich glaube, also einer von uns beiden wird diese Schule verlassen, entweder ich oder die Lehrerin. Ich glaube, wenn, dann wahrscheinlich du, aber dazu wird es nicht kommen. Wir klären das noch, keine Sorge, wir klären es noch. Ich weiß nur nicht wie. Oh Gott. Was meint ihr? Werde ich die Schule verlassen oder die Lehrerin? Oh, hi Papa. Oh, du machst dir überhaupt keine Vorstellung, wie schlimm der Tag heute war. Ich hatte noch nie so einen anstrengenden Schultag. Wir hatten heute 2 Doppelstunden bei Frau Peters, meiner absoluten Lieblingslehrerin. Mann, ey. Ja, Selina, hallo. Oh, das war so anstrengend. So anstrengend heute? Wie schlimm. Dann erzähl mal, was war denn los heute mit Frau Peters? Frau Peters? Warte mal, sie heißt Frau Peters? Ja. Das wusste ich auch nicht. Die hat mich richtig fertig gemacht heute. Ja, dann erzähl mal, was war denn los? Boah, die hat mich 5 oder 6 oder 7 Mal drangenommen in einer Stunde und wir hatten eine Doppelstunde bei ihr. Okay. Und die anderen haben sogar schon gemerkt, dass sie irgendwie was gegen mich hat. Weil sie hat mich immer nur drangenommen, wenn ich mich, kannst du jetzt mal das Handy weglegen, wenn ich mich nicht gemeldet habe. Und das ist total mies gewesen. Selina, es tut mir leid, aber da musst du jetzt auch einfach durch, Schatz. Also, ich habe mit ihr gesprochen und du hast es gesehen, es war nicht positiv. Und dementsprechend musst du da durch. Wir finden schon eine Lösung wegen dem blauen Brief. Also, mach dir da keine Sorgen. Ja, aber Papa, eine Sache war heute irgendwie seltsam. Okay. Du vielleicht. Darf ich ausreden? Sie hat mich irgendwie voll oft nach dir gefragt.
und dass sie dein Hemd cool findet. Achso, ja, das hat sie letztens auch schon gesagt. Keine Ahnung, die ist sowieso ein bisschen verrückt anscheinend. Also, wahrscheinlich will sie dich damit nur ärgern. Nein, überhaupt nicht. Also irgendwie, sie hat gefragt, was du halt so machst, wo du arbeitest. Und wie dein Abschluss war im Studium, als ob ich das weiß und als ob mich das interessiert. Okay, aber... Und haben mich voll viel nach dir so aber um dich fertig zu machen oder... Nein, überhaupt nicht. Die war einfach interessiert. Keine Ahnung, es war vielleicht wollte sie selbst mal Architektin werden oder so? Ja, ich glaube schon. Also, Papa, wie wär's denn? Papa. Sie ist verrückt, lass sie einfach. Kannst du sie nicht nochmal anrufen und nochmal nach einem Gespräch fragen? Jetzt bist du auch genauso verrückt wie Frau Peters. So ein bisschen positiver einfach. Ich war positiv! Nein, aber guck doch mal, vielleicht wollte sie auch mal Architektin werden und vielleicht bist du ihr voll sympathisch deswegen und vielleicht könnt ihr euch darüber austauschen und vielleicht wird sie dann besser zu mir. Selina, du warst beim letzten Gespräch nicht dabei. Weißt du, wie das eigentlich war? Nein, weiß ich nicht. Das war die Folter, sage ich dir, mit ihr zu sprechen. Papa, bitte für mich ganz... Bitte ruf sie Ja, was soll ich sagen? Sollen wir wieder über den blauen Brief da reden oder... Ich weiß nicht, lass sie doch einfach nochmal zu einem Elterngespräch und dann redest du einfach über deine Arbeit. Bitte, Papa. Ja, bitte, ich weiß nicht, was du dir dadurch erhoffst, aber... Bitte. Ja, ist okay. Ab auf dein Zimmer Hausaufgaben machen. Dann rufe ich die Frau mal an. Wie kannst du mir sowas antun? Wie? Selina. Die hat schon wieder so nervös. Ja, hallo? Ja, genau, Herr Zufall. Woher wissen Sie das? Meine Nummer ist abgespeichert als... Okay, alles klar. Also Frau Peters, ich rufe nochmal an, weil unser Gespräch letztens ja nicht so positiv war und dementsprechend... Ach so. In einer Stunde. Ja, kommen Sie gerne vorbei, ich bin zu Hause. Aber meine Frau ist noch nicht da und... Ja, alles klar. Machen Sie das gerne. Kommen Sie gerne vorbei. Ist in Ordnung. Ja, auf Wiedersehen. Das war etwas komisch. Warum ist sie auf einmal so positiv und... Sie möchte selber vorbeikommen und... Selina? Ja, Papa? Was ist denn los? Hast du schon mit ihr telefoniert? Hey, ja. Also, tatsächlich, ja. Wir haben ja telefoniert und es war ein bisschen komisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, sie ging an das Telefon und war richtig gut drauf. Also, als hätte sie auf meinen Anruf gewartet. Und also, so habe ich es jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Und, ich weiß nicht, Selina. Also, sie wollte auch direkt vorbeikommen und ich sag Folgendes. Also, wir sollten das jetzt für uns nutzen. Es wird was Positives, ne? Also es geht um den blauen Brief und ich werde jetzt vielleicht über das Architektendasein mit ihr ein bisschen sprechen, über Architektur und so. Und vielleicht wollte sie wirklich Architektin werden. Und dementsprechend werde ich das dann nutzen, um zu sagen, hey, das mit dem blauen Brief, das muss doch nicht sein. Und vielleicht ist sie dann etwas, weiß ich nicht, ne? Also dass sie dann sagt, ja, sie haben recht und alles. Und vielleicht versteht ihr euch dann besser, ne? Also das wäre jetzt mein Plan. Perfekt, das klingt super, Papa. Das klingt wirklich absolut super. Du machst es genauso. Mach einfach ein richtig schön positives Gespräch daraus. Und ihr sprecht nur über Architektur, okay? Also überhaupt nicht über mich. Selina. Was? Ich weiß schon, wie ich das mache. Du brauchst mir da nicht nochmal helfen. Beim letzten Mal ist das voll nach hinten losgegangen. Okay, aber du pass auf. Ich such dir die 10 schönsten Gebäude hier raus und dann kannst du über die sprechen. Wie wär's? Die 10 schönsten Gebäude hier in unserer Stadt. Denkst du nicht, dass ich das schon beim ersten Date mit deiner Mutter irgendwie erklärt habe? Ich kenne mich doch super aus hier in der Stadt. Ich habe Architektur studiert, also bitte. Also, sowas will ich nicht nochmal hören. Und du bleibst hier, okay? So, ich krieg das hin. Ja, ist ja gut, Mann. Aber ist auch egal. Hauptsache erklärt das jetzt mit ihr. Und vielleicht verstehen die sich total gut. Und dann versteht sich Frau Peters mit Papa. Und wenn Papa sich mit Frau Peters versteht, dann habe ich vielleicht auch kein Problem mehr mit ihr. Und vielleicht verstehe ich mich dann auch mal mit ihr. Das wäre ja cool. Naja. Wie mache ich das gleich nur? Ich wünschte, meine Frau wäre da. Die könnte mir jetzt dabei helfen. Ich meine, sie mag Architektur auch. Und vielleicht hätten wir dann gemeinsam irgendwie... über dieses Thema sprechen können und dann zu Selina überleiten und... Ich bin schon wieder so nervös und meine Hände schwitzen schon wieder, aber ich glaube, diesmal kann es positiver werden, definitiv. Aber ich muss das für meine Tochter nutzen und irgendwie sie aus dieser Misere rausholen und... Und Papa, bist du schon vorbereitet? Du weißt, ne? Heute nur Architektur, nichts anderes. Also, vor allem nicht ich. Also, bitte thematisiert mich einfach gar nicht, okay? Ja, Selina, keine Sorge. Du bist erstmal heute nicht das Gesprächsthema. Vielleicht später, aber es ist immer noch Frau Peters, verstehst du? Also, die Frau, die gestern auch schon da war und super anstrengend ist. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie heute auf einmal anders drauf ist. Nur wegen meinem Hemd oder wegen Architektur und so. Ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Also, ich glaube eher, dass sie
uns noch eins auswischen möchte. Hm. Ne, dass sie das extra gesagt hat, dass sie nochmal hier hinkommen kann und dich wirklich der Schule verweisen möchte. So habe ich das Gefühl zumindest, dass du von der Schule fliegst. Nee, das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Sie ist zwar echt blöd und nervig und anstrengend und böse und gemein, aber das glaube ich nicht. Das würde ich ihr nicht zutrauen, glaube ich. Papa, es hat geklingelt. Ich gehe jetzt wieder. Du weißt, du bist der Architekt heute. Du bist nur Architekt. Okay. Diesmal gibt's auch keinen Kamillentee, gar nichts. Wir sprechen einfach nur kurz und dann lösen wir das hoffentlich. Und ich hoffe, sie hat keinen irgendwie bösen Plan im Hinterkopf. Das kann nicht sein, jetzt schon wieder. Wenn das wieder so ein Horror wird wie gestern, aber gut. Ja, ich mach auf! Ja. Hallo, Herr Zufall. Ja, das wurde ja auch mal wieder Zeit, ne? Ist der Kamillentee schon fertig? Ich setz mich. Ich weiß ja, wo der Tisch ist. Ja, natürlich wissen Sie, wo der Tisch ist. Selina. Sie ist genauso wie gestern drauf. Das wird genau das Gleiche. Das wird wieder eine Folter. Ja, Sie kennen den Platz ja. Ja. Wo ist der Tee? Ja, also dadurch, dass Sie gestern ja nicht so begeistert waren von dem Kamillentee, dachte ich, heute lasse ich es einfach mal. Gerade heute hätte ich jetzt echt Lust gehabt auf einen Kamillentee. Ja gut, habe ich jetzt leider nicht dabei. Wie geht's Ihnen denn? Also weswegen sind Sie denn jetzt heute hier? Sie haben mich angerufen. Ja, stimmt. Mir geht's übrigens gut. Ja, mir geht's auch gut. Wie war es heute in der Schule? Alles in Ordnung? Sehr schön. Mit Selina auch alles gut? Sehr schön. Ja. Nein, Selina. Okay. Ich wollte einfach nochmal das Gespräch nutzen, weil gestern war es ja nicht so gut und Sie haben mich ja noch gar nicht kennengelernt. Also, wie Sie vielleicht wissen, ich bin Architekt. Und ja, vielleicht hat Selina das erzählt. Ja, ich hatte sie heute in der Schule nochmal dahingehend angesprochen, weil ich wollte früher auch Architektin werden. Ich wusste es doch. Ja, das und war mein warum sind mein Sie das nicht geworden? Naja, ich. Also. Ich meine, jetzt sind die Sie... Die Uni war zu weit weg und dann meine Eltern wollten das nicht so richtig und deshalb bin ich Lehrerin geworden, okay. Aber das ist, glaube ich, auch... Ja gut, ich meine, Lehrerin ist ja fast das Gleiche. Ich meine, das ist Architektur der Gedanken vielleicht. Ja. Also Sie formen ja die Gedanken ja, der Kinder. Ja, da haben Sie recht, das tue ja. ich wohl. Ja, also, ja... Wie geht's Ihnen sonst so? Ja gut, also um es nochmal so ein bisschen zu vertiefen, also ich bin in einem Architekturbüro, das ist das größte Architekturbüro hier in der Stadt und... Sie sind nicht bei Architekten und noch mehr Architekten. Doch, genau, da bin ich. Also ich finde schön, dass Sie das auch kennen. Und ich bin dort in der Projektleitung, also kümmere mich um zum Beispiel das neue Hochhaus in der Stadt. Ja. Das ist mein Projekt. Wirklich? Ja. Und nebenan, da baue ich auch was und da, wie der Zufall es auch will, da arbeitet auch meine Frau direkt bei der Bank und das wird vergrößert. Ja, da ist mir schon aufgefallen, die ist ja nie zu Hause. Sie ist das halt, öfter so? Sie ist halt am Arbeiten, also ist doch normal. Und ist das gut für Selina und für ihre Ehe so? Oder sorry, aber sie das? Ich glaube nicht, dass sie das interessieren sollte. Also ist es okay, ich komme damit klar. Also warum interessieren sie sich so sehr für meine Frau? Ja, einfach so. Also ich dachte, ich frage mal, wenn sie drüber reden wollen oder so. Frau Peters, das geht ein bisschen zu weit. Also bleiben wir doch vielleicht bei Selina. Ne? Also kommen wir nein, mal da reden jetzt nicht über Selina. Wir müssen nicht über Selina sprechen. Deswegen sind Sie dann hier bitte. Ja, weil Sie mich angerufen haben, dass ich herkommen soll. Ja, weil ich über Selina nochmal sprechen wollte. Ich möchte aber nicht über Selina sprechen. Ja, über was dann? Ja, ich wollte über Sie sprechen. Ich finde das interessant. Ja, aber das kommt nicht in Frage. Also solange Sie diese Differenzen mit meiner Tochter haben, kommen wir ganz bestimmt nicht irgendwie... Ich habe keine Differenzen mit Ihrer Tochter. Ihre Tochter ist einfach anstrengend. Und wissen Sie was? Der dritte Verweis für Ihre Tochter ist schon unterwegs. Wollte ich Ihnen noch gesagt haben. Deswegen sind Sie jetzt hier hingekommen? Nein, ich bin hierher gekommen, weil Sie mich angerufen Frau Peters, ich verstehe, dass Sie sich über... Herr Zufall, hören Sie zu. Es ist so. Ich hätte gedacht, wenn wir heute uns nett unterhalten, dann könnten wir das vielleicht nochmal ummünzen. Ja, ich möchte mich doch nett unterhalten über Selina. Anscheinend ist das hier alles nicht möglich. Wissen Sie was? Der Verweis ist unterwegs. Wissen Sie was? Ich sage es ungern, aber Sie wissen immer noch, wo die Tür ist, ne? Ja. Und nur um das nochmal klarzustellen. Ich finde Ihr Hemd übrigens immer noch sehr schön. Aber nicht bei Ihnen. Also, das Hemd ist schön. Aber Sie nicht. Weil, wenn ich jetzt heute... Ich habe heute gesehen, wie Sie drauf sind und Sie sind hässlich hoch 10. Können Sie es überhaupt ausrechnen? Hallo, Frau Peters! Papa, wo ist denn Frau Peters? Ist sie schon weg? Ihr solltet euch doch unterhalten! Selina, weißt du eigentlich, was das ist, mit Frau Peters zu reden? Weißt du das eigentlich?
Und ich habe das Gefühl, sie wollte ziemlich viel Privates über mich wissen und das sehe ich absolut nicht ein. Also auch wenn es für dich ist, Lina, und über dich wollte sie leider wieder nicht reden. Sorry, aber setz dich doch erstmal. Papa, Mann, kannst du dich nicht mal... Warum kannst du dich nicht mal für mich einsetzen? Selina, ich sag, wie es ist. Also sorry, aber ich muss das auch deiner Mutter erzählen. Aber ich hatte das Gefühl, diese Frau hatte Gefühle für mich. Ich weiß nicht wieso, aber... Ja, richtig, dachte ich auch gerade. Boah, was? Ja, ich weiß es nicht, aber Papa, guck mal, als ich über dich reden wollte... Ich glaube, die Frau hat keine Gefühle. Das kann auch sein, natürlich. Ist wie ein Eisblock. Aber es war ganz komisch. Also, wo wir über Architektur und sowas gesprochen haben, war sie total nett und ganz, ganz super drauf. Und dann hat sie auf einmal Fragen gestellt über dich, über meine Ehe und warum deine Mutter nie zu Hause ist. Also, findest du das nicht komisch? Also, sorry, aber ich musste sie wieder rausschmeißen. Ich musste sie wieder rausschmeißen. Und es tut mir leid, Selina, aber als wir wieder über dich sprechen wollten, über das Thema blauer Brief, ist sie wieder total an die Decke gegangen. Wie jetzt an die Decke gegangen? Ja, danach ist sie wieder abgehauen. Selina, ich sag dir, wie es ist. Komm doch, das fällt doch alles wieder auf mich zurück. Selina, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, oder wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr weitermachen können. Es ist, wie es ist. Entweder nehme ich dich von der Schule oder sie geht von der Schule. So geht das nicht weiter. Ja, aber... Wir müssen da eine Lösung finden. Und meine Lösung ist folgende. Ich werde jetzt die nächsten Tage mit deinem Schuldirektor sprechen. Ja. Und versuche dort eine Lösung zu bekommen. Okay? Okay. Und die Lösung wird sein, entweder fliegst du von der Schule oder ich nehme dich von der Schule oder sie geht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch ein bisschen... Also ich... Hab keine Ahnung, also es wirkt ja zumindest so, ich weiß oder? Nicht, was also du warst jetzt nicht dabei, aber... Dich jemand oder das... nee, ich will überhaupt nicht, dass Selina, man... also bitte, so hässlich bin ich dann auch nicht. Okay, Papa, ciao, wir sehen uns später. Leute, was meint ihr? Frau Peters war schon ein bisschen komisch drauf, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Was meint ihr? Ja? Ach, hallo, Selina. Hast du deine Sachen schon gepackt oder was ist jetzt Sache? Also ja, ist alles fertig. Die Koffer habe ich schon unten ins Auto gestellt. Mama weiß auch schon Bescheid. Das heißt, wir müssten nur noch die Koffer und uns beide ins Auto befördern. Okay, gut. Können wir los? Ja, wir können gleich sofort los. Hast du schon los. Das Geld überwiesen? Ja, ich habe das erste Halbjahr jetzt schon überwiesen. Sollte keine Probleme geben. Ich habe jetzt auch schon mit deinem Klassenlehrer gesprochen. Okay, das ist nicht ganz peinlich. Es ist soweit alles geklärt. Mhm. Das heißt, wir sind ready. Wir können los, oder? Ja, aber Selina, ich bin dein Vater und ich kann mich an diesem Gedanken einfach mit diesem Gedanken nicht anfreunden, dass du bald auf ein Internat gehst. Ja, Papa, ich verstehe schon, du wirst komm schon, ein letztes Mal, bevor du jetzt in das Auto steigst und wir jetzt wirklich losfahren, ja. Möchtest du wirklich auf dieses Internat? Ja, mein Entschluss steht fest, Papa, und du und Mama, ihr werdet mich davon jetzt auch nicht mehr abbringen können. Ich habe das jetzt so entschieden und ihr müsst das einfach verstehen. Aber Selina, du bist... Ich weiß, Papa, ich werde euch bestimmt auch ein bisschen vermissen. Können wir nein, du weißt gar nicht, wie sieht das ab? Ja, geh zum Auto, los. Papa, nicht weinen, Papa, komm mit jetzt. Papa, los, jetzt hör doch mal auf zu heulen. Oh Mann, den trifft es anscheinend echt hart, aber ich brauche das jetzt, glaube ich, einfach. Ich weiß nicht, was sonst noch zu machen ist. Ein kleines Baby will weg von zu Hause. Ich meine... Wenn sie zur Uni gehen sollte oder so, dann hätte ich mich schon dran gewöhnt. Aber das ist doch noch viel zu früh. Und das mit dem Internat, das war doch nur ein Prank, der jetzt voll nach hinten losgegangen ist irgendwann. Wir müssen dieses Gespräch mit Frau Peters nochmal suchen. Ich muss sie davon überzeugen. Auch wenn es ziemlich schwer wird. Sie darf nicht verreisen und nicht in dieses Auto steigen. Nein, ich lasse meine Tochter so nicht gehen. Selina, ich will nochmal mit dir sprechen. Ich bin dein Vater und du meine Tochter. Und wir haben nochmal ein Recht darauf, irgendwie zu sagen, dass du hier bleibst. Auch wenn es schwer ist und du dich davon nicht überzeugen lassen willst, aber du bleibst hier. Ich will auch gar nicht weg. Ich will nicht auf dieses blöde Internat. Selina, Schatz, so war das doch nicht gemeint. Ich wollte dich doch nicht anschreien. Es tut mir leid. Komm, wir gehen jetzt zum Auto. Ich will nicht auf das blöde Internat. Was? Du willst nicht dahin? Nein, ach, Schatzi, oh, komm, wir gehen jetzt erstmal rein. Gib mir mal das Kissen und auch deinen Rucksack. Du brauchst doch nicht weinen. Es reicht doch, wenn Papa weint. Los jetzt, ab rein. Was ist denn los? Das Internat.
Selina, du musst nicht auf das Internat, aber... Mir ist nicht aufgefallen, dass ich da nicht... Selina, ich habe die ganze Zeit gesagt, du sollst nicht auf das Internat, aber du wolltest unbedingt da drauf. Ja, aber das musst du doch merken, dass ich das nur mache, weil ich eben da nicht hin will. Das muss dir doch klar sein. Also, ich sag das zwar ungern, aber du bist genau wie deine Mutter, was das angeht. Also woher soll ich wissen, dass du das gerade nicht möchtest, obwohl du sagst, du möchtest das unbedingt? Mann, das merkt man doch. Oh, Selina, ist doch okay. Ich werde dich nicht auf das Internat schicken. Ich will wirklich nicht dahin. Du hast ja gesagt, du hast mit dem Schuldirektor geredet. Ich will einfach nicht mit Frau Peters reden. Und also wäre das für dich okay, wenn ich jetzt mit dem Schuldirektor spreche? Ja, das wäre in Ordnung. Aber du müsstest eigentlich mitkommen, hat nein, er gesagt. Nein, ich kann nicht dahin. Ich will nicht. Aber wieso denn nicht? Nein, ich will nicht. Ich kann nicht mit Frau Peters sprechen. Ich mag du brauchst doch keine Angst vor ihr haben. Ich bin doch da. Dein Papa ist da. Also, verstehst du? Ist es dein Ernst, Papa? Ja, ich wollte sagen, ich bin stark. Ich habe ein bisschen trainiert, hast du gemerkt? Anderes Thema. Selina, ist in Ordnung. Ich werde zu diesem Termin jetzt gehen. Bitte klär das alleine, Papa. Ja, ich will da nicht. Aber du bitte, willst Papa. Nicht. Du willst, ich will es von dir nochmal haben. Ich will nicht auf das Internat. Ich will nicht weg von Susi und ich will nicht weg von Janis. Und von euch will ich wahrscheinlich auch nicht wirklich weg. Okay. Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen, bin ich ganz ehrlich. Okay, ich gehe jetzt dahin, kläre das mit Frau Peters und dem Schuldirektor. Und dann wirst du hoffentlich glücklich nach den Ferien, okay? Und du versuchst jetzt ein bisschen abzuschalten, okay? Okay. Immer diese Kinder. Danke, Papa. Okay, konzentrier dich. Du hast nur eine Chance, das jetzt durchzuziehen. Deine Tochter bleibt bei dir und sie geht weiter auf diese Schule und diese Frau Peters muss weg. Also ich weiß ja immer noch nicht, warum ich an meinem freien Tag hier sein muss. Sie wissen schon, dass ich das bezahlt bekomme, oder? Das werden wir gleich noch klären. Aber erstmal müssen wir auf Herrn Zufall warten. Zufall? Herr Zufall? Ja. Na, dann hoffe ich, er bringt nicht seine Tochter Selina mit. Auf die habe ich ja so gar keine Lust. Ja. Herein. Hallo. Frau Peters, Sie sind ja auch schon da. Das ist Ihnen aber gut aufgefallen. Muss ich mich daneben setzen? Also Sicherheitsabstand, oder? Ja, aber Sie okay. Sie müssen schon daneben setzen. Ja, hallo. Also, was wollen Sie? Ich bin jetzt hier und ich bin bereit, über Selina und all das jetzt auch zu sprechen. Schon wieder über Selina. Über was denn sonst? Ich kann das nicht mehr hören. Ihre Tochter erbringt so furchtbar schlechte Leistungen in der Schule. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sitzen bleiben würde. Genau das meine ich. Also, es geht auch heute meiner Meinung nach nicht nach den Leistungen, oder? Also, ich bin nicht hier, um dieses Gespräch nochmal zu klären. Ganz ehrlich, Herr Zufall. Halten Sie mal die Luft an. Bin ich jetzt wirklich hier, um schon wieder darüber zu diskutieren? Klären Sie das bitte mit Frau Peters. Ja, aber nicht nur. Denn ich möchte mit Ihnen heute auch über das generelle Miteinander und das Soziale an dieser Schule sprechen. Was für Soziales? Bitte, also ist es Ihre Mitarbeiterin, nicht meine. Also Sie wissen ganz genau, wie mein Standpunkt zu diesem Thema ist. Also ich halte mich da raus. Ich höre nur zu heute. Frau Peters, ich habe jetzt diverse Beschwerden über Sie bekommen. Dass Sie Schülerinnen und Schüler respektlos behandeln. Dass Sie sie schikanieren. Dass Sie sie bloßstellen. Das glaube ich allerdings nicht, dass Sie die bekommen haben. Und nehmen Sie sowas wirklich ernst? Nehmen Sie sowas ernst? Schüler beschweren sich doch ständig über ihre Lehrer. Aber Selina ist der prominenteste Fall. Ja, deswegen genau deswegen Selina, bin ich auch Selina, Selina, ich kann diesen Namen nicht mehr hören, okay? Geben Sie doch einfach zu, dass Sie was gegen meine Tochter haben. Geben Sie es doch einfach zu. Nein, wissen Sie was? Ich habe generell was gegen diese Schule und gegen diese ganzen Schüler hier. Ich kann doch nichts dafür, wenn die einfach alle zu blöd sind, um ihren Alltag alleine zu bestreiten. Da muss man die ab und zu mal spüren lassen, dass das so nicht geht. Also, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Also, so etwas an Ihrer Schule zu haben, ich weiß nicht, ob das überhaupt für die Zukunft irgendwie was ist. Also, es ist Ihre Entscheidung, aber hören Sie sich das an? Also, das kann doch keine Lehrerin sein. Also, die hat Pädagogik studiert? Also, ich glaube nicht. Also, haben Sie Pädagogik studiert? Ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht, aber... Sie verstehen, was ich meine. So, sind wir jetzt endlich mal fertig? Können wir dieses leidliche Thema endlich mal abhaken? Die Schüler müssen doch einfach mal damit klarkommen. Frau Peters, das ist mir jetzt keine leichte Entscheidung, aber ich muss Sie jetzt vor die Wahl stellen. Entweder Sie befolgen genau das, was ich Ihnen sage. Sie werden ab sofort alle Schülerinnen und Schüler mit Respekt behandeln und Sie werden sich komplett ändern. Oder ich sehe mich gezwungen, Sie an eine andere Schule zu versetzen. Dann ist hier Endstation für Sie. Ja, dann würde ich sagen, auf Nimmer Wiedersehen. Dann gehe ich halt an eine andere Schule. Ich lasse mir das auch nicht gefallen. Diese Schule hier zahlt sowieso viel zu wenig Geld. Und Sie und die ganze Elternschaft hier ist überhaupt das. Genau das meine ich. Familie Zufall. Das glauben die doch nicht einfach, dass ich sowas mit mir machen lasse. Das wird noch ein Nachspiel haben. Geht das jetzt so einfach? Also, wie geht's denn jetzt weiter?
Naja, Sie haben es ja ganz klar gehört. Frau Peters, die ist nicht mehr hier an dieser Schule. Sie hat uns verlassen. Das heißt, wir haben Ruhe jetzt vor ihr. Und Selina wird nicht mehr von ihr schikaniert. Ganz genau. Dieses Problem hat sich geklärt. Danke. Also wirklich danke. Selina wird sich freuen. Ja, machen Sie es gut. Das war einfach. Also nicht so ganz. Aber meint ihr, das war fair gegenüber Frau Peters? Ich finde schon. Sie hatte genügend Chancen. Hallo. Och Mann, sorry. Warum knallst du denn so die Tür? Ja, tut mir leid, Papa. Aber das war heute schon wieder... Es war so schlimm heute mit Frau Peters. Sie macht mich so fertig. Das geht so nicht weiter. So schlimm. So schlimm. Viel schlimmer. Was denn passiert heute? Ich war heute... Wir hatten wieder eine Doppelstunde bei ihr. Okay. Und ich musste die ganze Zeit an der Tafel stehen und den Unterricht halten. Wie? Nur du? Ja, sie hat mir nicht mal... Kein anderer? Ja, ich alleine. So, und dann hat sie, dann habe ich einen Fehler gemacht an der Tafel, was ja eigentlich normal sein sollte, weil ich bin Schülerin und dann darf ich einen Fehler machen. Und dann hat sie sich über mich lustig gemacht und über dich lustig gemacht. Warum und hat über mich? Gesagt, du sollst mir doch mal helfen bei meinen Aufgaben und du solltest mir mal ein bisschen Nachhilfe geben. Und dann hat sie gesagt, aber vielleicht ist er selber zu blöd, vielleicht kriegt er das selber ja gar nicht jetzt, hin. Jetzt wird sie persönlich, ja. Ja. Selina, aber es tut mir leid, sie war hier und du hast gesehen, wie sie drauf ist und... Also, du hast gesehen, wie sie... Ja, ich habe es gesehen, aber ich kann doch nichts mehr machen. Was soll ich denn da machen? Es tut mir leid, mir sind da die Hände gebunden. Keine Ahnung, Papa, aber wir müssen eine Lösung finden. Es geht so nicht weiter. Ich kann so nicht in die Schule gehen. Selina, es tut mir leid, aber du weißt, was die Lösung dafür ist. Das mit dem blauen Brief hat sich auch nicht geklärt, weil sie es nicht zugeben möchte. Denn Schuldirektor hat auch keinen Termin frei. Also, was soll ich da machen? Mir sind wirklich die Hände gebunden. Und deiner Mutter möchte ich das nicht erzählen. Du weißt, dass sie dann wieder ausflippen wird. Und sie ist auch noch nicht da. Sie kommt heute wieder ein bisschen später von der Arbeit. Und schon wieder? Selina, du musst da durch. Es tut mir leid. Ich weiß, es klingt hart und es ist nicht fair. Ich weiß, es ist nicht fair. Aber das ist jetzt eine schwierige Schulzeit. Und da musst du durch. Sorry. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Mama überhaupt nicht mehr da ist und für mich Selina, ist echt du weißt, dass deine Mutter momentan sehr viel arbeiten muss. Also ja, bitte. Ja, aber ich weiß nicht. Können also, wir ihr das nicht vielleicht erzählen? Deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Wenn du willst, können wir ihr das gerne erzählen. Du weißt aber, wie sie drauf ist. Ja, ich glaube, wenn sie gerade so gestresst ist, lieber nicht. Dann sonst gibt sie mir noch die Schuld. Ja, was sollen wir dann machen? Dann musst du jetzt einfach durch. Keine durchziehen. Ahnung. Papa, ich überleg mir was, okay? Kann ich den Laptop mitnehmen? Ja, mach ruhig. Alles gut. Ich mach Hausaufgaben. Ja, okay. Überlege. Tut mir wirklich leid, Schatz. Weine ein bisschen. Mäuschen. Wenn du willst, mache ich dir auch einen Kamillentee. Ich glaube, der wird ihr heute auch nicht weiterhelfen. Ich würde ihr so gerne helfen, aber diese Frau Peters ist einfach super anstrengend. Und der Schuldirektor geht einfach nicht an sein Handy ran, wie oft ich es schon versucht habe, ihn zu erreichen. Aber ich möchte auch nicht nochmal mit Frau Peters sprechen. Ich meine, sie sieht es einfach nicht ein. Und als ob der Schuldirektor jetzt eine Lehrerin kündigt. Also, ich hoffe, Selina kommt durch diese Zeit durch. Also, es ist echt nicht einfach. Mann, ey. Das macht mich so fertig. Das geht so nicht weiter. Hey Susi. Ich rufe dich an, weil... Ja, ich weiß, dass dir das auch aufgefallen ist heute. Deshalb rufe ich eigentlich auch an. Wir werden uns in der Schule wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich wollte mich noch verabschieden bei dir. Ja, nee, nicht... Oh ja, stimmt, wir haben ja Ferien. Nee, also nicht deshalb, sondern nach den Ferien werden wir uns auch nicht mehr sehen. Nein, ich komme nicht mehr in die Schule. Ich hab was anderes, was ich jetzt... Ja. Tut mir leid. Ja, vielleicht sehen wir uns nochmal. Ciao. Okay. Dann mache ich das jetzt mal fest. Ja? Selina, Schatz, ich habe dir trotzdem einen Kamillentee gemacht. Guck mal, sogar dein Lieblingsglas. Also, oh, mach doch nicht so ein Gesicht, bitte. Mach doch bitte nicht so ein Gesicht, komm schon. Nett, Papa, danke, aber setz dich vielleicht erstmal hin. Okay. Ich glaube, ich will auch keinen Kamillentee. Kann ich dann den Kamillentee trinken? Weil er ist mit viel Liebe gemacht. Alles gut. Papa, ich habe... Was ist denn los? Erzähl noch mal. Also, wir wissen ja beide, dass das so nicht weitergehen kann in der Schule. Ja. Ich halte das nicht aus, ich kann so nicht lernen. Und ja, aber du hast doch jetzt auch 2 Wochen Ferien. Also willst du das jetzt erstmal nicht so ein bisschen... Ja, aber danach wird's doch nicht besser, Papa. Und meinst du? Also ich vielleicht ist Frau Peters danach wie durch ein Wunder besser gelaunt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hab vielleicht eine Lösung gefunden. Okay, da bin ich jetzt gespannt.
Ja, ich kenne das. Das war von unserem Prank. Aber Selina, also bitte. Stopp. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Kennst du eine bessere Lösung? Ich kann dich doch nicht aufs Internat schicken. Warum also nicht? Deine natürlich. Mutter und ich. Ja, aber... Selina, das ist 400 Kilometer von hier entfernt und du möchtest das wirklich machen? Ich meine, hier bei uns in der Stadt gibt es noch genügend Schulen, wo wir dich hinschicken können. Ja, aber ich habe Angst, dass Frau Peters denn auch dahin wechselt. Und dann verfolgt sie mich und... Ich will das nicht, Papa. Ich, weißt du, Selina, bist du dir sicher, welchen Schritt du da gehen möchtest? Ja. Auf ein Internat? Ja, Papa, weil... In diesem Alter? Hast du denn irgendein Argument dagegen? Hast du irgendeine andere Idee? Es ist ein bisschen teuer, aber okay, das ist jetzt unser Problem. Das ist so. Also, mein Argument dagegen ist immer noch, Selina, dass du da alleine sein wirst. Und du dir erstmal wieder Freunde machen musst. Und in diesem Alter, weißt du, ist das teilweise ein bisschen schwieriger als vorher. Aber da bin ich dann vielleicht... Also, weißt du, da... Und was, wenn da eine neue Frau Peters ist? Und da kann ich mich vielleicht doch mal neu erfinden. Ja, aber das glaube ich nicht. Selina, also, zum Erwachsenwerden gehört auch dazu, eigene Entscheidungen zu treffen. Deswegen überlasse ich das dir. Überleg dir das. Ich lasse dir noch ein bisschen Zeit, recherchiere und dann kannst du mir das heute gerne noch sagen, beziehungsweise mir und deiner Mutter. Und wenn das deine finale Entscheidung ist, dann lassen wir dich gerne auf das Internat gehen. Das ist überhaupt kein Problem, wir zahlen das gerne. Ja, aber überleg's dir bitte nochmal. Überleg's dir. Danke, Papa. Darauf erstmal einen Kamillentee. Gerade schmeckt er aber nicht. Ich kann meine Tochter nicht auf ein Internat lassen. Was ist denn jetzt mit diesem Schuldirektor? Papa. Papa. 5 Minuten noch. Nein, Papa, jetzt wach doch mal auf. Oh, Selina, du bist es. Du schnarchst voll laut. Ich komme erstmal in mein Alter. Also, Selina, ich hatte einen Albtraum. Ich hab geträumt, dass du auf ein Internat möchtest. Also, dass dieser Prank nach hinten losgegangen ist und dass du wirklich auf ein Internat möchtest. Also, Papa, das ganz schlimm. War kein Traum. Ich will wirklich aufs Internat. Selina, also, guck mal. Also, Nein, Papa. Ich respektiere deine Entscheidung wirklich in letzter Zeit. Tust aber du das? Ja, aber findest du nicht, dass das mit dem Internat ein bisschen zu weit geht? Meinst du, du solltest hier vielleicht nicht so, ich weiß nicht, also du solltest einfach so ein bisschen stärker werden in deiner Persönlichkeit? Papa, hör mir jetzt mal zu. Frau Peters hat es voll auf mich abgesehen und die wird nicht einlenken, die wird mich einfach fertig machen. Ja gut, dann musst du gegenwirken, dann musst du gegenwirken. Ja, dann musst du dagegen wirken. Aber das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Und das Internat ist weit genug weg. Dann kann ich mich vielleicht auch noch mal neu erfinden. Und dann ist dort auch keine Susi mehr, die mich die ganze Zeit schlecht beeinflusst. Selina, so sehr ich auch Sachen gegen Susi sage, ich weiß ganz genau, am Ende des Tages ist sie deine beste Freundin. Und du kommst nicht ohne Susi klar. Und was ist überhaupt mit Jannis? Hast du schon mit Jannis darüber geredet? Ich meine, ich mische mich zwar seltener ein. Ja, Papa, aber siehst du, wie wichtig mir das ist, dadurch, dass ich Jannis und Susi und euch hier zurücklassen würde? Siehst du nicht, wie sehr mich die Frau quält? Gibt es nicht etwas, was ich noch tun kann? Komm, irgendwas kann ich doch noch tun. Nein, keine Ahnung. Irgendwas? Ich weiß es nicht. Wenn mir irgendwas anderes einfallen würde, dann würde ich nicht aufs Internat wollen. Gut, was sind jetzt die weiteren Schritte, Selina? Was soll ich jetzt tun? Was hast du jetzt gemacht? Was soll ich machen? Ich habe mich jetzt online auf die Warteliste draufgesetzt. Ach, das hast du schon gemacht? Ich habe dich schon angefragt. Ach, und Selina. Also ihr müsstet das eigentlich nur zahlen. Ja, natürlich. Das können Mama und Papa wieder, ne? Ja. Aber es ist okay, wenn es... Und mich dort hinfahren und bei der anderen Schule abmelden. Wenn es meiner Kleinen dadurch besser geht, ist okay. Aber ja, ist okay. Ist in Ordnung. Aber versprich mir, heute Abend deiner Mutter das auch noch zu berichten. Ja, ich sag's mal. Okay? Aber kannst du da dabei sein? Ich habe Angst vor Mama, wenn sie so gestresst ist. Ja, ist okay. Geh du jetzt einmal kurz in dein Zimmer. Ich bin dann kurz noch unterwegs. Ich hole noch ein paar Sachen. Einkaufen und dann, ja. Kannst du mir Schokolade mitbringen? Ja, mach ich. Aber die gute. Ja, mach ich. Ist okay. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich bin dann in 20 Minuten wieder da. Oder auch nicht. Ich gehe ganz bestimmt nicht einkaufen. Meine Tochter geht nicht auf das Internat. Vielleicht treffe ich ihn jetzt hier an und ich mache es für Selina. Ich muss es für Selina machen. Ja?
Hallo, Herr Schuldirektor. Endlich treffe ich Sie mal. Ich bin's, Herr Zufall. Haben Sie kein Telefon? Warum gehen Sie ans Telefon nicht ran? Am Telefon, da bin ich nicht so gut zu erreichen. Da können Sie sich besser mit einer E-Mail an meine Sekretärin melden. Ja, aber das ist jetzt wirklich ein dringender Fall. Ich meine, es ist sehr spät und ich muss mit Ihnen sprechen. Es geht um Frau Peters und meine Tochter Selina. Schon wieder also die Frau Peters. Aber dann kommen Sie erst mal rein und dann besprechen wir das. Okay, schon wieder. Hier? Ja. Also, es ist so. Also, Selina und Frau Peters kommen anscheinend nicht wirklich klar. Und ich habe mit Frau Peters auch schon gesprochen. Und ich komme bei dieser Lehrerin einfach nicht weiter. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Ich meine, Sie sind der Schuldirektor. Herr Zufall, ich muss Ihnen da sagen, dass wir bereits einige Beschwerden bekommen haben über die Frau Peters. Das heißt, okay. Sie sind nicht der Erste. Es waren okay. Schon 10 andere, die sich beschwert 10? Haben. Ganz genau. Das heißt, das Problem ist uns bekannt. Okay. Und also, ich sage es sehr, sehr ungern, aber es ist, wie es ist. Es ist wirklich kurz vor 12. Meine kleine Selina möchte die Schule wechseln. Sie möchte auf ein Internat. Verstehen Sie das? Auf ein Internat. Sie möchte diese Schule verlassen. Okay. Also, wir müssen da eine Lösung finden. Nicht nur für Selina, sondern auch für alle anderen. Okay, okay. Aber so weit darf es auf jeden Fall nicht kommen. Ja, ich hoffe. Haben Sie da was im Kopf? Ich kann Ihnen versprechen, wir werden da eine Lösung zusammenfinden. Okay, und wie würde das jetzt aussehen? Also, zuerst einmal würde ich Folgendes machen. Wir suchen jetzt zu dritt das Gespräch mit der Frau Peters. Bleibt denn jetzt eigentlich Papa? Der wollte doch schon lange wieder... Ah ja, da ist er ja. Hey Papa! Hallo Selina, na? Und wo... Wolltest du nicht einkaufen gehen? Ich wollte Schokolade haben. Hast du es vergessen oder ist es noch im Auto? Also, wie soll ich dir das erklären? Ich war unterwegs. Einkaufen. Und nein, ich war nicht einkaufen. Wie jetzt nicht einkaufen? Aber du hast doch gesagt, du gehst einkaufen. Ja, Selina, weil hätte ich dir davon erzählt, hättest du mir davon wieder abgeraten. Was ich war in deiner Schule. In der Schule? Ja. Mann, Papa, ich hab dir doch gesagt, dass ich das nicht will. Hast du wieder mit Frau Peters gesprochen? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mit Frau Peters gesprochen. Ich bin an einer Lösung interessiert und habe dementsprechend gehandelt. Also, ja, ich war an deiner Schule. Ich habe eine Lösung präsentiert. Internat, Papa. Internat. Ja, aber ich habe eine bessere Lösung. Und dann habe ich mit dem Schuldirektor gesprochen. Ja. Und er hat mir auch was angeboten. Ich meine, er hat sich zu einem Gespräch bereit erklärt mit Frau Peters und mir und auch Mama, wenn sie kann, und ihm. Und dann klären wir das. Selina, was ist denn los? Nein, Papa, ich habe keine Zukunft an dieser Schule. Mit diesen ganzen Verweisen und Verwarnungen und Einträgen und... Das geht nicht, Frau Peters. Was ist dann deine Entscheidung? Soll ich zu diesem Gespräch oder willst du auf das Internat? Ich will auf das Internat. Und ich gehe auch auf das Internat, Papa. Da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. Da haben wir doch drüber gesprochen. Ich kann das nicht mehr in dieser Schule. Leute, also... Meint ihr, dass es dafür wirklich keine Lösung gibt? Also, sollte Selina wirklich auf das Internat? Also, ihr Entschluss steht fest, oder? Hi, Papa. Hallo, Selina. Na, wie war es in der Schule heute? Du kommst ja ein bisschen spät nach Hause. Ja, kann ich vielleicht mit dir reden? Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Probleme in der Schule. Du hast in letzter Zeit ziemlich viele Probleme in der Schule, kann das sein? Ich meine, es ist vollkommen okay, du bist auch genau in diesem Alter. Ja, okay, ich höre dir jetzt zu. Worum geht's, Selina? Erzähl mal. Also, wäre das schlimm? Ja, wenn schon so anfängt, ganz ehrlich, Selina, wenn das schon so anfängt, ne? Wo war die schlimme Note? Raus damit. Welche Arbeit? Nein, ich habe keine schlimme Note. Wäre das schlimm, wenn ich mit einer anderen Lehrerin, also wenn ich zum Beispiel Klassenlehrerin gegangen wäre okay. Und mich über einen anderen Lehrer ausgelassen hätte? Es kommt drauf an, also in was für einem Kontext? Also... Um was geht's denn? Jetzt sag, um was geht's, Selina? Raus damit! Wir haben eine Klassenarbeit geschrieben in Chemie. Und okay. Ich hatte halt das du meinst Gefühl, einen Test? Dass die, ja genau, dass sie okay. Total gut war. Gut, okay. Und... Jetzt nur, weil er dir eine schlechte Note gegeben hat, hat er nicht was gegen dich? Nein, er hat mir noch gar keine Note gegeben. Er hat die jetzt seit 3 Wochen nicht korrigiert. Und ich... Und? Will die aber gerne wieder zurückhaben. Ach so, und deswegen bist du zu deiner Klasse... Ich bin zu der anderen Lehrerin gegangen und habe mich darüber halt beschwert. Ja, und deswegen hast du jetzt so ein schlechtes Gewissen? Ich meine, ich habe das früher täglich gemacht. Nein, in der Schule. Also, der wurde rausgeschmissen heute. Was? Wie? Aus diesem Grund jetzt, oder was meinst ich du? Ich glaube schon. Warte, stopp. Ich glaube, ich bin schuld daran. Selina, warte. Hat das jemand zu dir gesagt? Nein, ja, nein, also... Selina, du denkst doch jetzt nicht wirklich, nur weil du zu deiner Klassenlehrerin gegangen bist und dich darüber beschwert hast, dass du einen Test noch nicht zurückbekommen hast, dass dieser Lehrer direkt rausgeschmissen doch, wird. Doch schon, also es war halt echt ein... Chemielehrer hast du gesagt, ja, ne? Ja, mein Chemielehrer. Und weißt du, das Problem ist... Selina, selbst stopp! Selbst wenn das nicht so ist... Selina, sorry, es tut mir leid. Alle da drüber.
Selina, also so sehr ich auch es immer gerne sehe, dass du eine Lektion erteilt bekommst. Also, das ist alles in Ordnung. Vielleicht natürlich solltest du zu der Person direkt gehen, aber das ist nicht schlimm, das ist in der Schule so. Ja. Selina, nein, darüber brauchen wir auch nicht weiterreden. Aber wenn dann alle darüber reden, der war total beliebt bei den Schülern. Ja, das kann ja sein, das kann ja sein, aber denkst du wirklich, dass du daran schuld bist? Und denkst du wirklich, die ganze Schule weiß dann, dass du daran schuld bist? Ich glaube nicht. Ich glaube, so beliebt bist du dann doch nicht. Selina, bleib ruhig, es wird alles gut. War denn heute irgendwas in der Schule? Sonst? Nee. Guck, siehst du? Und morgen wird es nicht anders sein. Jetzt geh auf dein Zimmer, mach kurz deine Hausaufgaben und dann kannst du endlich mit der Schule mal abschalten. Okay? Ja. Ah, ja, 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 ja. Also wenn das wirklich in echt so ist, ich meine, wie oft habe ich mich über Lehrer bei uns beschwert? Ich meine, dann müsste ja die ganze Schule, also da wäre kein Lehrer mehr da gewesen, nur noch ich. Oh Mann, Selina. Oh, Susi. Ja? Ja, hab ich auch schon gehört. Das echt jetzt? Denken das jetzt schon alle? Oh Mann, ich weiß es doch selber nicht. Also ich sollte morgen lieber nicht kommen. Ja, ich weiß doch, dass der super beliebt war, aber... Also morgen... Ach Mann, Susi, ich wollte das doch nicht. Jetzt mach du mir doch nicht auch noch Vorwürfe. Ja. Selina? Selina, darf ich noch mal kurz rein? Weil ich wollte dir nur kurz was erzählen, um dir auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Also, ich würde dir gerne eine Geschichte aus meiner Schulzeit erzählen. Also, dass es bei mir auch nicht so war. Also, damals kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe in der Englischarbeit nur eine 2+ bekommen. Und ich habe mich beschwert, ne? Und habe dann auch noch eine 1- bekommen. Und trotzdem wurde dieser Lehrer nicht rausgeschmissen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei dir genauso ist. Also, bitte mach dir keine Sorgen, okay? Also, ich habe das ziemlich oft bei mir gemacht. Ja, ich war... so ein Streber. Aber trotzdem, ne, also es hat keinem geschadet, ne? Weder mir noch den Lehrern. Ja, danke für den Versuch, Papa. Aber das muntert mich nicht so richtig. Ach, wieso denn? Ich habe gerade einen Anruf von Susi bekommen. Ach, nicht schon wieder Susi? Das weiß jetzt schon die ganze Schule, dass ich schuld daran bin. Zumindest glauben sie das und wollen mich jetzt halt alle fertig machen. Kannst du mich krank schreiben für morgen und die nächsten 3 Wochen? Bitte, 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 bitte. Selina, komm schon. Also das, was Susi erzählt, wissen wir, in 99% der Fälle ist das meistens nicht wahr. Also, als ob das die ganze Schule weiß. Und ich werde dich nicht krank schreiben, weil das wäre nicht wahr. Ne? Also gut, wenn es dir jetzt vielleicht, wenn dich das belastet und so, dann finden wir da eine andere Lösung. Aber Selina, du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass die ganze Schule denkt, wegen dir wurde dieser Lehrer entlassen. Also bitte, ich glaube, so beliebt bist du dann, wie gesagt, doch nicht. Papa, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du kennst diese Schule nicht. Das ist ein richtiges Tratschhaus. Ja, mit dir angefangen. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Und bitte, 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 bitte schreib mich krank. Selina, es tut mir leid, aber Also, du möchtest erwachsen werden und du musst auch hinter deinen Entscheidungen stehen. Und da musst du jetzt durch. Tut mir leid. Und du wirst das schon schaffen. Und ich glaube, wie gesagt, kaum, dass das die ganze Schule weiß. Also, das wäre doch ein sehr, sehr großes Wunder. Deswegen, komm damit klar. Und wenn sonst was anderes sein sollte, sag mir Bescheid. Aber damit kommst du doch mal klar. Also, du bist eine Selina-Zufall. Also, bitte. Ja, toll. Ja, natürlich muss ich damit klarkommen. Oh. Die nächsten 3 Jahre werden einfach nur die Hölle auf dieser Schule. Die geben mir doch alle jetzt die Schuld. Selina, nicht jetzt. Ich schaue Nachrichten. Oh, wow. Hallo, Susi. Verdammt. Gib her. Hallo Susi? Ja, hier ist der Vater von Selina. Ja, Herr Zufall, genau. Ja, was ist denn los bei euch an der Schule? Kannst du mir das mal erklären? Ach so! Aha. Susi, das glaubst du doch selbst nicht. Also bitte. Ja, auch du solltest erwachsen werden. Ja, okay, ich gebe es weiter. Schöne Grüße an deine Eltern. Ja, ja. Tschüss! Wie peinlich bist du eigentlich? Also, dass du was wirklich Susi überhaupt noch was glaubst, ja, was ne? Also, weißt du, was sie jetzt gesagt hat? Was? Jetzt wissen wohl nicht nur die ganzen Schüler Bescheid, sondern auch die Lehrer. Und die wollen jetzt wohl dich nicht mehr unterrichten in den Klassen, wo du drin bist. Glaubst du das wirklich? Ich meine, ich hätte doch eine Nachricht bekommen. Was? Und... Oh, also, der Schuldirektor hat mich angerufen. Was? Aber das hängt wahrscheinlich gar nicht damit zusammen. Mann, du musst das doch ernst nehmen. Kannst du mich bitte von der Schule runternehmen? Jetzt kann
eigentlich nicht mal mehr in irgendeine Klasse gehen, weil mich die Lehrerin... Selina, du glaubst das doch jetzt nicht. Ich wollte das... Du hast keine Schuld daran. Mein Papa, jetzt nimm das doch mal ernst. Selina, geh auf dein Zimmer. Mann, ey. Oh Mist, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die Lehrer auch noch... Oh, das war's jetzt einfach. Ich gehe nie wieder aus dem Zimmer raus. Ich muss jetzt immer hier bleiben. Eigentlich wäre es jetzt Zeit für einen Kamillentee, aber warum hat mich der Schuldirektor angerufen? Also ich sag die ganze Zeit, dass das nicht möglich ist, aber ist es vielleicht möglich? Ja, hallo, Herr Zufall hier. Ja, sie hat mich angerufen. Okay. Ja, genau, der Chemielehrer. Ja. Ach so. Ja, okay, wissen wir Bescheid. Ja, vielen Dank für die Info. Ja, das ist nett. Ja, das gebe ich an Selina weiter, aber sie weiß es, glaube ich, auch schon. Alles klar. Danke, schönen Abend noch. Selina? Selina! Lass mich in Ruhe, Papa. Ich habe keine Lust. Ich will nicht reden. Selina, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber das müssen wir jetzt klären. Ich habe jetzt den Anruf von deinem Schuldirektor bekommen. Oh nein! Bleib ruhig. Es ging auch um deinen Chemielehrer, aber... Nein, Papa, ich hab's doch gesagt. Selina, er hat nicht angerufen, weil du daran schuld bist, sondern dass ihr jetzt einen neuen Chemielehrer bekommt und dass es wirklich ein Skandal an der Schule ist, weil der Chemielehrer kein wirklicher Lehrer war, sondern das war wohl Schwindel oder so. Also der hat sich irgendwie reingeschummelt in diese Schule und darum ging es und nicht um dich. Warte mal, wie jetzt? Was? Echt jetzt? Also... Kein Lehrer? Also ich habe mir das schon manchmal so ein bisschen gedacht, weil immer wenn wir irgendwelche fachlichen Fragen gestellt haben, dann ist er mal ausgewichen und hat irgendwelche komischen Geschichten aus seinem Leben erzählt. Außerdem war er eigentlich auch viel zu cool, um Lehrer zu sein, deshalb mochten den wahrscheinlich auch echt alle so gerne, aber das heißt ja, dass ich gar nicht schuld bin. Selina Zufall, ja, danke. Na, also hatte ich dir vorher auch schon gesagt und dass du überhaupt glaubst, dass du so wichtig bist. Also ich bin vielleicht so wichtig, aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, du gehst jetzt morgen wieder ganz normal zur Schule und glaub mir, es wird alles in Ordnung sein. Glaub es mir einfach. So, gut ab. Danke, Papa, bis dann. Das muss ich jetzt direkt Susi erzählen. Hi, Susi. Du hast es schon gehört, also... Ja, mein Papa hat gerade mit dem Direktor... Nein, du... Jetzt hör mir doch erstmal zu. Der Lehrer ist überhaupt nicht wegen mir von der Schule geflogen, sondern weil er gar kein Lehrer war. Nein, der hat geschwindelt. Das war Betrug. Was? Natürlich. Denkst du, ich denke mir das aus? Boah, ganz ehrlich, Susi, wir werden es ja morgen in der Schule erleben, ne? Wir sehen uns morgen in der Schule. Tschüss. Ich bin wieder da. Dreimal darfst du raten, was heute in der Schule passiert ist. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, dreimal zu raten. Selbstverständlich hast du Zeit, Papa. Ja, wie war es denn in der Schule? Erzähl doch mal. Also, es gab heute eine Mitteilung in der Schule. Mhm. Nach der Pause. Mhm. Dann mussten wir alle in die Turnhalle. Mhm. Und ich wurde mit keinem Wort erwähnt. Da wurde allen gesagt, dass es gar kein Lehrer war und dass wir die Tests auch nicht zurückbekommen. Ach so, ja, also das war wichtig, dass ihr den Test nicht zurückbekommt. Natürlich war das wichtig, das sind Noten. Und naja, da merkt man, dass du einer Zufall bist, ja? Naja, also zumindestens, ich bin nicht schuld und niemand kann sich mehr über mich lustig machen, weil die Schule hat jetzt offiziell bestätigt, dass der Lehrer ein Schwindler war. Also eigentlich ist es viel peinlicher für die Schule als für mich. Ja, also siehst du, also ich habe dir direkt von Anfang an gesagt, dass es nicht um dich geht. Also warum vertraust du mir nicht einmal? Nur einmal! Ein einziges Mal! Weil du musst schon zugeben, das war schon ein ziemlicher Zufall. So, okay, andere Sache. Ich möchte deiner Mutter Schuhe kaufen. Was sagst du denn hierzu? Nee. Ach, toll. 2 Stunden habe ich gesucht. Es gibt einen Gutschein dafür und wie dem auch sei, ab auf dein Zimmer. Ich muss jetzt weiter suchen. Und wenn du Schuhe findest, sagst du mir Bescheid. Nee. Leute, eine Frage. Also, habt ihr euch auch schon mal schlecht gefühlt, obwohl ihr eigentlich an einer Sache gar nicht schuld wart und aber trotzdem irgendwie das Gefühl hattet, ihr wärt dran schuld? Also, wisst ihr, was ich meine? Schreibt gerne in die Kommentare. Stopp! Das kannst du nicht machen. Ja, klar kann ich das machen. Du hast doch...
Du hast doch gar nicht die Qualifikation für sowas. Ja, aber man kann eine Weiterbildung machen. Hallo, und du arbeitest mit Zahlen bei der Bank und ja. Du willst jetzt wirklich mit diesen Schülern arbeiten? Ja, wenn das jemand kann, dann wohl ich. Sorry, es tut mir leid, aber nein, das kannst du nicht. Und was ist denn mit Selina? Selina wird es toll finden, wenn sie... Sie wird es nicht toll finden, ja, sage ich dir. Hast du schon mit ihr darüber gesprochen? Nein, das werde ich noch, wenn es spruchreif ist. Und du könntest mich mal mehr unterstützen ich und unterstütze stolz dich, auf aber mich sein. Ich bin stolz auf dich, aber dass du das genau bei Selinas Schule machen möchtest, das verstehe ich wieder ja, nicht. Ja, weil sie eben gerade da suchen. Und ich passe da halt eigentlich sehr gut rein. Es tut mir leid, Selina wird das nicht gefallen. Hm? Selina wird doch schon... Nein, nein, glaub es mir. Selina ist nicht der Typ für sowas. Ja, aber da muss sie halt durch. Ich kann es ja nicht ändern. Du hast es auch durchgezogen. Ja, aber ich habe es dann auch zurückgezogen. Und bei mir war es auch nur als Kunstlehrer. Ne? Es wäre Quereinsteiger. Ja, das war noch viel schlimmer. Es war Quereinsteiger. Und ja, ich kann ja auch ein bisschen malen. Wie dem auch sei, darum geht's gar nicht. Weißt du was? Klär das mit Selina und... Guck mal. Da kommt sie schon. Selina, hi! Hey Mama, hi Papa! Hi Selina! Ich hatte heute einen richtig, richtig guten Tag. Gut, dass du nicht bei Janis angerufen hast übrigens. Mhm. Wir haben uns heute ausgesprochen und wir sind jetzt ganz gut befreundet. Was gibt's heute eigentlich zum Mittag? Ja, Mittagessen, gute Sache. Kümmere ich mich drum und du redest... Ich kann das auch machen. Nein, du redest mit ihr. Selina, setz dich doch hier hin. Viel Spaß! Setz dich alleine! Hey Mama, was gibt's? Hey Selina, wie war dein Tag? Ja. Ey, super. Also, es ist gerade alles perfekt in der Schule. Also, mit Janis läuft das ganz gut, dass wir jetzt so befreundet sind und so. Und die Lehrer sind auch alle cool und ich komme gut hinterher. Und meine Freunde sind auch toll, meine Klasse ist super, meine Lehrer sind toll. Also, eigentlich ist alles perfekt momentan. Das ist echt schön zu hören, Selina. Also, gefällt es dir richtig in deiner Schule sozusagen? Ja, also momentan, es könnte eigentlich gar nicht besser sein, also, wenn wir mehr Pausen hätten. Besser kann es immer sein, Selina. Aber was ich eigentlich dir sagen wollte, ich wollte ja mal mit deinem Schuldirektor sprechen, weißt du noch? Also, ja, genau. Was war da eigentlich? Ja, also ich kann das nicht ganz so, noch nicht so richtig sagen. Also, Selina, was würdest du denn davon halten? Oder was würden deine Freunde und du davon halten, wenn du mich öfters in deiner Schule sehen würdest? Keine Ahnung, also warum? Du arbeitest doch bei der Bank. Ja, also mache ich ja auch, aber das ist auch noch nicht spruchreif alles. Also eigentlich ist es fast schon sicher, aber wenn du mich jetzt öfters sehen würdest, das wäre okay, oder? Also wenn du deine Mama schön öfters sehen würdest Also, keine Ahnung, kommt halt drauf an, warum und so. Ja, also ich kann dazu jetzt noch nicht so viel sagen, aber eigentlich wäre es okay, ne? Also hättest jetzt nichts dagegen. Keine Ahnung, aber ich gehe mal in mein Zimmer und mache Hausaufgaben, Mama. Vielleicht erzählst du mir das, wenn du es erzählen kannst. Ja, klar, Selina. Bis dann. Es lief doch gar nicht so schlecht. Siehst du? Der Papa hat wieder völlig überreagiert. Oh, warum ruft sie mich? Wir haben uns doch gerade erst gesehen vor 10 Minuten. Ja, Susi? Nee, ich bin gerade zu Hause rein. Nee, ich habe meine Mama heute nicht in der Schule gesehen. Nein! Der geht in Rente? Ja gut, das stimmt schon. Der sieht auch schon aus wie 75. Warte mal. Also unser Schuldirektor geht in Rente und du meinst das jetzt dafür... Meine Mutter... Nein, das kann sie doch gar nicht. Die arbeitet doch bei der Bank. Hör auf zu lachen, Susi. Ich rufe dich später an. Oh nee, ey, das gibt's... Ja, Mama? Ja, Mama? Ich bin Selina. Ganz kurz, geht auch Reis zum Mittagessen oder müssen es Nudeln sein? Nee, Reis ist auf der Toilette. Okay, Papa, alles klar. Nee, Papa, kannst du mal kurz reinkommen? Ich muss was mit dir besprechen. Erzähl mal, Selina, was ist denn los? Also, ich habe vorhin mit Mama gesprochen. Ach so, ja, interessant. Und wie ist es gelaufen? Ja, irgendwie, also sie hat mir noch nicht so richtig gesagt, um was es geht. Also, okay. Aber ich habe jetzt gerade noch mit Susi telefoniert und Susi hat mir erzählt, dass unser Schuldirektor kündigt oder in Rente geht. Ja, und genau, da gab es ja die E-Mail. Mama letztens. War ja heute bei uns an der Schule anscheinend. Und wird Mama Schuldirektorin? Da hast du es, Selina, ja. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du hast es ja jetzt selbst herausgefunden. Denn? Warum macht sie das denn? Sie weiß doch ganz genau, es läuft gerade alles so gut in der Schule und dann... Ja, also ich wollte es dir nicht erzählen, aber du bist halt wie so ein Detektiv. Du hast es jetzt selbst rausgefunden. Natürlich, sie will Schuldirektorin bei euch werden. Aber wie mache ich das? Das kann doch nicht sein. Warum redest du ihr das denn nicht aus? Habe ich versucht. Selina, ich habe es versucht, aber du kennst deine Mutter. Sie ist manchmal ziemlich stur. Und ich glaube, nur du kannst das machen. Aber du darfst das jetzt natürlich nicht... Also
Ich wäre dafür, dass du ihr das rausredest. Aber du weißt natürlich nichts davon. Du weißt nichts davon. Ja, auch mein Papa. Weißt du was? Du gehst jetzt zu ihr. Ich bleibe hier, damit sie auch keinen Verdacht irgendwie hat. Du gehst jetzt zu ihr und sagst, wie schlimm eure Schule eigentlich ist. Okay? Wie schlimm die Schüler sind. Und dann möchte sie das bestimmt nicht machen. So, komm. Aber du darfst nicht sagen, dass sie Schuldirektorin wird. Ganz wichtig. Okay. Weil sonst ist ihr Vertrauen, weißt du, weg und alles. Ja, okay. Los, komm, versuch es. Mann, ey. Mama ist Schuldirektorin, das geht ja gar nicht. Dass sie da auch nicht selber auf die Idee kommt. Ich muss ihr das jetzt ausreden. Hey Mama. Hier, Selina. Du, ich wollte noch mal mit dir reden wegen der Schule da. Ja, klar, weil gerne. Du, also, ich dachte mir, ich bin ja eine nette Tochter und deshalb wollte ich dich, bevor du bei uns an der Schule anfängst, noch mal ein bisschen informieren. Super, Selina, ich bin total offen, also gerne. Also es ist so, also die Schüler sind echt schlimm. Also die 10. und 11. Klässler, die... Aber du hast doch vorhin gesagt, dass die alle sind. Ja, ja, also für mich als Schülerin. Aber wenn man dort arbeitet, ist das was anderes. Die mobben alle Leute, die älter sind, total. Und echt? Ja, ja, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. 10. und 12. Klasse, geht gar nicht, da führt kein Weg. Und hast du mal das Essen in der Mensa gesehen? Was denkst du denn, warum ich immer ja nach Hause komme zum Essen? Dort gibt es jeden Tag so richtig, richtig trockenes Kartoffelpüree. Da kannst du eigentlich die Wand verputzen damit. Das ist wirklich, das geht gar nicht, Mama. Und die Lehrer, ne? Also ich weiß ja nicht, was mit denen los ist, aber die haben immer so ein... Also die riechen immer nach Rauch und nach Kaffee. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht liegt es an dem Lehrerzimmer. Aber du hast doch vor uns gesagt, dass die Lehrer eigentlich, dass alles super ist. So. Ja, nee. Also ich wollte einfach nur ein bisschen ehrlich zu dir sein, ja, Mama. Super, weil Selina. Du kommst ja jetzt nicht, das willst du ja nicht, oder? Du willst ja nicht da arbeiten. Selina, ich weiß es noch nicht. Also ich überlege mir das alles noch und muss erstmal alles noch, ist noch ganz viel Sachen zum Organisieren und so. Aber vielen Dank, also super für die Info. Ja. Also vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, Selina. Oh Mann, ey, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Oh, Papa muss mir jetzt helfen. Warum komme ich hier nicht rein? Papa, was machst du da an meinem Handy? Singer, ich bin sowieso nicht reingekommen wegen deinem Passwort. Spannend? Ja, natürlich habe ich ein Passwort. Und wie ist es denn gelaufen, Selina? Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also, was hast du denn erzählt? Ja, ich habe ihr jetzt erzählt, dass es halt voll schlimm ist bei uns an der Schule und dass die Lehrer irgendwie stinken und das Klassenzimmer und dass die Klasse blöd ist. Also, aber irgendwie Selina, will ich immer also, noch dahin. Du kennst doch deine Mutter bisher, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass sie damit ein großes Problem haben wird. Hast du denn mal Sachen auf dich bezogen, dass dich das vielleicht stören könnte? Ich meine, es stört dich doch, oder nicht? Wenn ja, man ehrlich stört ist. Mich das. Ja. Vielleicht erzählst du einfach mal die Wahrheit. Vielleicht sagst du einfach mal, dass es ein großes Problem für dich an der Schule sein wird, dass alle Leute sich dann über dich lustig machen, weil deine Mutter an der Schule arbeitet. Das ist gut, Papa, das ist gut. Ich glaube, das Aber trotzdem, Sina, ganz wichtig, du behältst für dich, dass sie Schuldirektorin ja, wird. Ja, ich behalte es für mich. Okay, ich versuche das. Versuch es ein zweites Mal, okay? Ja. Diesmal kriegst du es bestimmt hin. Warum geht das denn nicht? Selina, weg! Ja. Selina, war noch was? Ja, Mama. Folgendes. Selina. Also, vielleicht habe ich ein Problem damit, wenn du bei uns an der Schule arbeitest. Okay. Also, es ist so... Weißt du, die anderen würden sich über mich lustig machen, wenn du dort arbeitest. Weil du weißt doch, wie das ist mit so... Meinst du wirklich? Ja, wenn die Eltern... Aber peinlich, oder? Also, ich dachte jetzt nicht, dass ich peinlich bin. Also... Also, Eltern sind grundsätzlich immer peinlich. Vor allem, wenn sie irgendwo an der Schule arbeiten. Und deshalb... Also, Mama, ich würde dich wirklich bitten, du würdest mir mein Leben in der Schule wirklich, wirklich sehr schwer machen, wenn du dort arbeiten würdest. Ach, Selina, das wusste ich nicht, dass dich das so beschäftigt. Das macht mich gerade voll traurig. Doch. Aber ja, also ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen und dass du auf keinen Fall irgendwie Ärger bekommst oder dass es dir peinlich sein muss. Also da werde ich definitiv drauf achten. Mama, du kannst nicht als Schuldirektorin bei uns arbeiten. Ist dir das nicht klar, dass das nicht geht? Selina, warte, stopp. Wie Schuldirektorin? Warum kann ich nicht arbeiten? Ja, weil das nicht geht, weil du nicht bei uns an der Schule als Direktorin arbeiten kannst. Du hast doch nicht meine Ausbildung in der Richtung und dann wirst du direkt... Fängst du an wie dein Vater. Du hast noch nie in der Schule gearbeitet und dann wirst du direkt alles an dich reißen. Weißt du, wie peinlich das für mich ist? Selina, stopp, stopp. Also erstmal, klar kann ich an der Schule arbeiten. Warum traut ihr mir das alle nicht zu? Und zweitens, wie Schuldirektorin, warum... Ja, du warst doch heute an der Schule und hattest das blöde Gespräch da und der
Schuldirektor geht doch in Rente und dann ist doch klar, und Susi hat mir gesagt, dass du dann jetzt Schuldirektorin wirst. Ich werde aber nicht Schuldirektorin. Selina, nein, das ist, habe ich gar nicht geplant. Du bist nicht Schuldirektorin? Nein. Was willst du denn dann? Selina, ich werde weiterhin bei der Bank arbeiten. Ich bin einfach nur eine Berufsberaterin für die Schüler bei euch. Ich komme vielleicht ein oder alle zwei Monate mal vorbei und gebe halt einfach in Richtung Bankwesen ein paar Tipps. Mehr ist es nicht. Wie kommst du darauf? Ach so, naja, weil Susi hatte das gesagt und Papa. Papa. Es geht einfach nicht. Oh, jetzt ist das Handy für 2 Stunden gesperrt und... hallo? Warum schließt ihr die Tür ab? Hallo? Super witzig, Papa. Ja, ja. Ja, das hast du nicht anders verdient, wenn du unserer Tochter sowas sagst. Schuldirektorin, Frau Zufall. Kannst jetzt direkt mal im Zimmer bleiben. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns halt in 2-3 Stunden wieder, ne? Oder 4. Ach so, und den Handycode, den bekommst du auch nicht. Finger weg vom Handy übrigens. Voll witzig. Es war doch nur ein Spaß. Hallo, Liebling. Mäuschen. Leute. Findet ihr, das war nicht ganz so witzig? Also ich fand's eigentlich ganz witzig. Die übertreiben doch. Oder?